Wir geben Gas, wir wollen Spaß im Formel 1 Tag Team Tournament. Schönen guten Abend. That's the sound of the F1s. Ja, nicht so ganz. Nicht so ganz. Sonst hätten wir so den A Cappella. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Es ist wieder soweit. Wir haben tollkühne, mit Kerosindruck betankte Athleten bei uns eingeschlossen, die in Teams gemeinsam in Formel 1 2023 gegeneinander antreten. Es wird spannend. Es wird Adrenalin reich, es wird PS stark, es wird lehrreich möglicherweise, es wird vielleicht chaotisch, es wird auf jeden Fall spannend. Deswegen habt ihr Gold richtig eingeschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Exakt, ja, wer so ein bisschen Benzin im Blues hat, der wird heute auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Colin, schön, dass wir wieder da sein können, gemeinsam in moderativer Tätigkeit hier. Wir dürfen leider heute nicht mitfahren, dafür dürfen wir heute quatschen. So ein Pech aber auch, wie die letzten beiden Mal. Wie die letzten beiden Mal, ist okay, ja, ist akzeptiert. Aber wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir solche Sonderevents machen können. Wenn ihr bei den letzten Malen dabei gewesen seid, hat euch schon erwähnt, wir haben unsere Fahrer, die sich gerade vorbereiten, die gleich im Wettstreit das beste Team ermitteln werden. Wir haben uns drei Strecken rausgesucht, bei denen jeweils einmal Qualifying gefahren wird. Da sehen wir sie doch. Da sind sie gerade bei der Einführungsrunde. Ja. Ja. Und ja, die drei Teams bestehend einmal aus Florentin und Fabian, Team Ferrari. Wir haben Team Red Bull in der Mitte mit Valentin und Steffen und unsere Merzer Boys ganz rechts außen von uns aus gesehen mit Ede und mit Krogi. Ja, alle bis auf Steffen schon dabei gewesen. Steffen Ersttäter, wie man so schön sagt. Aber das sagt ja überhaupt nichts. Denn Rookies haben ja oftmals die besseren Karten vielleicht als die alten Hasen, die sich zu sicher sind. Sie sind auf jeden Fall alle noch entspannt. Sie sind in ihren sexy Overalls. Sie sind stark konzentriert. Ich weiß, dass der ein oder der andere durchaus geübt hat. Je nach Zeit, Möglichkeit und Ambition. Also, hier geht es um viel. Und das ist eben das Schöne, dass dieser Anspruch und auch der Anspruch an sich selbst über die Ausgaben dieses Formats gewachsen ist. Ja, ich habe es auch gemerkt während der letzten beiden Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Man ist ja auch während des Events dann noch gewachsen, dann am Lenkrad. Ich meine, wir haben schon ein paar Leute gesehen wie Krogi, der einfach wie ein Uhrwerk abgeliefert hat immer wieder. Aber auch andere Personen, die mal am Anfang vielleicht noch nicht so stark gewesen sind. Und dann am Ende, sagst du, verdient zum Sieger geworden. Absolut. Die Frage ist, ob irgendwas davon heute gesehen wird, denn im Eifer des Gefechts, dann rampelt man schon mal, dann isst man vielleicht mal, verwechselt man Gas und Bremse. Haben wir alles schon gesehen, haben wir alles schon erlebt. Was ist eine Kupplung? Ja, aber du sagst es, Kupplung respektive Lenkräder. Ein ganz, ganz heißer Dank geht für die heutige Sendung raus an Logitech. Die haben uns nämlich wieder mit fantastischen Pedalen und Lenkrädern unterstützt, damit wir unter den bestmöglichen Bedingungen heute hier fahren können. Und wenn ihr Bock habt oder vielleicht auch Lust bekommt, selber mal ans Lenkrad zu gehen und das Spiel zu spielen, das Logitech G923, das gibt's aktuell mit Formel 1 2023 bei Mediamarkt im Bundle. Also, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, selber mal auszuprobieren. Ja. Sind auf jeden Fall die richtigen Bedingungen. Ja, das stimmt. Wir könnten ja, je nachdem, ich meine, die bereiten sich gerade vor, wir können ein bisschen für die Leute mal, um sie abzuholen, sagen, wie der Modus sein wird. Und dann wird es gleich nach einem kleinen Break dann weitergehen. Wer bei den letzten Mal dabei war, sehr ähnlich. Wir haben uns drei Strecken rausgesucht. Die werden wir dann nacheinander vorstellen, wenn es soweit ist. Da wird einmal ein Qualifying gefahren von allen Teams. Das heißt, die Teams versuchen untereinander die schnellste Rennrunde aufzustellen und dann die Reihenfolge im Start im Rennen zu ermitteln. Und danach werden die Teams ein verkürztes Rennen fahren. Ich glaube, es ist eine Viertellänge eines eigentlichen Rennens. Mhm. Ist ja auch okay. Man muss jetzt nicht die vollen anderthalb Stunden hier fahren. Ja, jeweils. Das ist völlig in Ordnung, würde ich auch sagen. Hat sich bewährt die letzten Male. Ja, ja, ja. Und das Qualifying ist ja auch ganz gut dazu da, nicht nur um die Runde zu setzen, sondern die Kontrahenten üben gerade schon, aber du hast natürlich ein bisschen direkter dann das Streckengefühl, dann weißt du ungefähr, okay, wo ist mein Anbremspunkt, in welcher Kurve habe ich Probleme und das, ich finde es auch immer, so ein Qualifying ergibt schon durchaus Sinn, einfach um die Gewöhnung dann besser dran zu haben. Ergibt bestimmt auch für euch da draußen Sinn, denn wir hoffen natürlich, dass auch viele Formel 1 Neulinge hier sind. Das Qualifying, das dient eben, die Startaufstellung fürs Rennen festzulegen. Mhm. In der echten Formel 1 ist es eben so, dass 20 Fahrer an den Start gehen und es gibt insgesamt drei Stufen, Q1, Q2, Q3 und es ist immer so, dass
dass die letzten sozusagen rausfliegen. Also nach dem ersten bleiben von 20 Fahrern noch 15 übrig. Mhm. In Q2, so sagt man in der Fachsprache, noch 10. Und die Top 10 wird dann im Q3 ermittelt. Also, und das ist die entsprechend die Startaufstellung im Grid. Wer ganz weit vorne steht, logisch, hat die besten Chancen. Genau, ich fand es, nachdem ich lange Zeit Pause gemacht habe mit Formel 1, ein bisschen verwirrend, wie dieses System funktioniert bei der Quali. Aber ich bin mittlerweile ziemlich großer Fan davon, muss ich sagen, weil es einfach dann noch mal mehr Platz auf der Strecke schafft, damit sich die schnellsten Fahrer konzentrieren können. Weil du willst nicht 20 Autos gleichzeitig drauf haben, wenn du eine schnelle Runde dann setzen willst. Und es ergibt schon Sinn. Das wird jetzt nicht so sein bei uns jetzt hier. Wir werden quasi nur ein Q dann haben, ein Quarter oder wofür auch immer, ein Qualifying, wofür das auch immer dann steht. Und dann haben alle Teams die Zeit rauszufahren und dann ihre Runden dann zu setzen. Ich kann es aber auch empfehlen, wenn ihr euch da mal reinarbeitet. Das ist echt ein schönes Knockout-Ding. Und bei manchen Rennen sogar, wie in Monaco, finde ich das Qualifying spannender als das Rennen. Ist leider so, denn das ist natürlich was, was wir kennen, so Überholmöglichkeiten sind nicht auf jeder Strecke gleich. Also es gibt Stadtkurse, es gibt klassische Kurse, es gibt langsame, es gibt kurvenreiche, also Kurvencharakteristik. Und wie wichtig das Qualifying, also die Startposition ist, das ist schon bei jedem Rennen anders. Ja. Und eben so ein enger Stadtkurs wie Monaco, da hast du halt kaum Überholmöglichkeiten. Der sieht toll aus, so, ne, optisch. Aber zum Zuschauen bin ich voll bei dir. Ist das Rennen meistens so ein bisschen, gut, nimmt man gerne mal mit. Aber es ist nicht unbedingt das Spannendste der Saison. Ja, so bin ich gespannt darauf. Es kommen ja immer mehr Stadtkurse. Wir werden mal bei der richtigen Formel 1 sehen, wie sie sich auf den neuesten dann mal schlagen und ob es nicht nur hübsch zum Rumfahren ausschaut, sondern das Rennen auch spannend ist. Hier haben wir jetzt keine Stadtkurse dabei bei den Rennen hier, sondern ganz, ganz kurz vorab sagen, wir werden gleich anfangen mit der Strecke in Imola in Italien. Das ist eine relativ angenehme Strecke, finde ich, zum Reinkommen. Die ist nicht zu kompliziert. Hat, ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Die werde ich dann abfahren, wenn wir dann konkret drüber sprechen. Aber ich glaube, das ist eine coole Strecke zum Reinkommen, vor allem, weil es viele Geraden gibt mit ein paar kleineren S-Kurven, damit man nicht nur durchjagt. Ja, also die ganze es geht Zeit schon von ganz schnell auch mal auf ziemlich langsam runter. Da kann schon viel passieren. Exakt. Und später werden wir dann nach Spanien rüber, die Strecke in Barcelona fahren. Ich glaube, die war auch, wo wir das gerade hier aufzeichnen oder live machen für euch hier natürlich da draußen, auch im echten Leben gewesen. Mhm. Auch eine interessante Strecke, die fast schon gefühlt viele Wellen hat, wenn du in einem gewissen Bereich bist. Eine ganz lange Gerade und sehr viele Wellen, wenn du unterwegs bist, ein bisschen anspruchsvoller. Und dann geht's ab nach Holland zum Ende, nach Zandvoort, in die Steilkurven und in die Dünen. Ja, ist erst seit kurzer Zeit wieder im Rennkalender, wurde viel umgebaut im Laufe der Jahre und ist jetzt wieder am Start. Die Heimstrecke von Max Verstappen, der große Preis der Niederlande, wird da eben stattfinden. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. Da kann auch sehr viel passieren. Also auf allen Strecken kann viel passieren. Aber so ein bisschen, wir haben es versucht, ein bisschen so progressiv zu halten, auch vom Anspruch oder von der Varianz her. Ne? Genau, von der Punktebewertung. Wir werden die Punkte verteilen, je nach den Plätzen, die dann am Ende des Rennens erreicht werden, wie ihr es in der richtigen Formel 1 kennt. Also 25 Punkte für Platz 1, ich glaube 18 für Platz 2. Die Nummerierung werden wir dann auch sehen, wenn wir dann die Tafel dann sehen, wie das dann ausschaut. Und was wir natürlich machen, da es ein Tag-Team-Tournament ist, wir ermitteln jetzt nicht den einen Weltmeister, sondern es geht um das Weltmeister-Team. Das heißt, die Punkte, die jeweils die beiden Teilnehmer eines Teams dann erreichen werden, addiert und das ist dann, was am Ende zählt, um das Siegerteam zu ermitteln. Wenn jemand ausfallen sollte von den Teammitgliedern während des Rennens, ist es aber nicht so, dass es heißt, oh, du bist also ausgefallen, bist du automatisch Sechster, kriegst die Punkte. Nein, Ausfall bedeutet keine Punkte für die. Ja, also ein bisschen aufpassen muss man. Natürlich ist das Schadensmodell nicht ganz so aktiv wie in der echten Formel 1, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben hier und nicht irgendwie beim ersten Massencrash sofort nur noch einen Fahrer auf der Strecke haben. Was passieren kann. Was passieren kann. Gleiches gilt natürlich auch für Fahrhilfen. Also, ich habe jetzt keine genaue Liste. Ich weiß nicht, ob du es genauer weißt. Also, es ist nicht so, dass hier völlig freie Wahl ist. Also, es dürfen jetzt nicht alle Sachen, alle Hilfen, die das Spiel zu bieten hat, eingeschaltet haben. Nach oben hin ist natürlich alles möglich. Also man darf es komplett ohne alles fahren, wenn man denn möchte. Ob es zu empfehlen ist, wird sich zeigen. Es hängt alles von der Gewöhnung vom Lenkrad und natürlich dem Verhalten des Autos dann ab. Also wenn du dich richtig traust, bei dem Formel-1-Spiel alle Fahrhilfen auszuschalten, was jetzt ABS und automatisch DRS und andere Geschichten dann angeht und darüber verfügst, dann könnte man das wahrscheinlich machen, wenn man dann einfach mehr Kontrolle drüber hat. Dann kann man den Max Verstappen dann einmal richtig hier auch virtuell nachmachen. Aber ich habe jetzt auch nicht die konkrete Liste hier vorliegen. Ich meine, dass ein gewisses Niveau möglich ist, dass man sich in gewissen Sachen helfen lassen kann. Aber abschalten ist immer möglich, sodass man die eigenen Skills nochmal besser zeigen kann. Ja. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kleine Schnaufi-Schnaufpause. Aber wirklich nur ganz kurzer Einspot, dann sind wir wieder da mit dem F1 Tech Tournament Edition Nummer 3.
Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Und da sind wir wieder in der heißen Kiste hier. Ja. Ja, wir erfreuen uns an den aufgeheizten Rädern, die gleich uns um die Ohren fliegen werden. Also Colin, ich würde sagen, lass uns doch mal hochschalten, einmal gucken, wie die Stimmung ist, bevor wir einsteigen und vielleicht mal bist du so das Barometer. Dann, ja, ne? genau. Es ist ja wirklich spannend. Ich glaube, jetzt sie wissen, es wird ernst. Sie gucken, guck mal, da wird noch gekaut. Fabian Kranz sieht extrem relaxed aus. Ganz rechts natürlich professionell Rennfahrer Ede mit Baseball-Cappe. Cappy, hört ihr uns denn da unten? Ihr hört uns? Ja. Wir hören. Ja. Sehr gut. Steffen, du hast dich gerade als Erster gemeldet. Fuck. Du bist zum ersten Mal dabei. Wie ist es denn in dieser Runde, der wirklich, muss man ja sagen, abgewichsten PS-Profis zu sitzen als Newbie? Naja, ich habe schon gesehen, als ich mir die letzten Mal angeguckt habe, dass da auch viel das Kiesbett entdeckt wurde das letzte Mal. Ne? Deswegen ist meine Strategie einfach nicht rausfliegen und einfach nach Hause fahren und dann den Valentin unterstützen, denn der ist heute mein fantastischer Teamkamerad und ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Von daher kriegen wir das auf jeden Fall hin und hier die ganzen anderen Leute. Was ist das da? Wie heißt unser Team? Fiat oder so. Wir sind natürlich Team Waffen, weil wir fahren mit Schaf, wir fahren scharf. Okay, das klingt auf jeden Fall nach gesundem Selbstbewusstsein. Das freut mich sehr. Yeah. Wir schwenken einmal nach links zum Team Ferrari. Zumindest lässt die rote Farbe darauf schließen. Das sei einmal ganz kurz angemerkt für alle da draußen. Die echten Formel-1-Autos haben natürlich durchaus Unterschiede in Leistung, Qualität und sonst was. Hier ist das alles egalisiert. Also alle haben sozusagen dieselbe technische Grundausstattung unterm Hintern. Einzig die Farbe und die Markenlogos unterscheiden sich voneinander. Florentin, du bist ja jetzt hier wirklich vom, ach, ich probiere mal aus, zu einem, ich will nicht sagen Favoriten, aber wenn ich deine Trainings und dein intensives Auseinandersetzen mit dem Thema der letzten Wochen so richtig verfolgt habe, dann willst du hier schon was wissen, oder? Auf jeden Fall, das ist mir eine große Ehre, natürlich hier in diesem traditionellen Rennstall aufgenommen worden zu sein. Wir leben noch Rennsport mit allen seinen kernigen Kernheiten und deswegen bin ich sehr gespannt, was heute passiert. Natürlich, ich fahre hauptsächlich, bin gut Wetterfahrer, muss ich ganz ehrlich sagen, Zeitfahren unter den besten Bedingungen. Jetzt natürlich ist es rauer, ne? Natürlich mit diesen 5 anderen Boliden hier auf der Strecke wird es ganz anders und ich glaube, die 3 Runden, die ich schaffe, bevor ich im Graben lande, werden ganz gut. Da freuen wir uns sehr drauf. Wollen wir vielleicht mal deinen Teamkollegen mit ins Boot holen? Mhm. Fabian Krane. Fabian, du hast ja durchaus in den vergangenen Sendungen dann auch immer mal für die eine oder andere streitbar, bis auf jeden Fall spektakuläre Szene gesorgt. Und auch heute sagst du wieder, zu viele Fahrhilfen, nee, das ist nicht meins. Du brauchst es möglichst authentisch. Ist das korrekt? Ja, ich brauche die pure Experience. Ich habe alle Fahrhilfen ausgeschaltet, bis auf die Ideallinie. Aber ich schalte manuell. Und ich bin, durch mein Blut fließt Benzin, sag ich mal. Und ich bleib dem Motorsport treu und werde hier auch hier authentisch fahren. Und ich will nicht sagen, authentisch fahren. Authentisch hier links von mir, da wird mal, wird einfach nur aufs Gaspedal gedrückt, ja. Das ist so ein bisschen wie mit, kennt ihr die Leute, die damals mit 15 einen Führerschein gemacht haben und dann einfach nur Automatik gefahren sind? Mhm. Naja, gut. Das sind die. Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen, wenn du sagst, ja, du fährst vor einen Baum, der mit dem Automatik fährt weiter und du sagst, ja, ja, aber Herr Polizist, ich bin ja auch Getriebe gefahren. Also das ist ja irgendwie auch so. Und das würde ich Ihnen im echten Leben genauso sagen. Ja, aber selbstverständlich, da würdest du noch 10er Applaus bekommen, würdest wahrscheinlich noch das Bundesverdienstkreuz. Nein, ich bin gespannt, denn du nimmst es ernst, das ist super. Ich hoffe, ihr beide habt gute Chancen, irgendwie als ambitionierte und auch sehr anspruchsvolle Fahrer hier in die Punkte zu fahren. Und wir kommen natürlich jetzt zu den beiden, die ganz rechts sitzen. Team Mercedes, unschwer zu erkennen, natürlich an den schwarz-grauen Overalls. Wer kennt sie nicht? Letztes Mal sehr, sehr siegreich. Eine Verbindung, die punktemäßig mega spannend war. Absolut. Und ja, sich den Sieg geholt hat. Also wenn nicht beide abgeliefert hätten, wäre es natürlich auch nichts mit dem Sieg gewesen. Und das wäre meine Frage an euch. Glaubt ihr wieder als Team so abliefern zu können? Habt ihr euch gegebenenfalls nochmal abgesprochen, wie ihr gemeinsam wieder an die Spitze kommen wollt? Naja, also Eddie hat hier, ich will es mal sagen, er hat ein Catering vorbereitet.
alles aufgebaut. Wir haben ja wirklich hier oben in so einem Trucker-Gebäude ist alles drin. Ja, dankeschön. Nehme ich noch was? Noch einen kleinen Hähnchen. Und dementsprechend, ich glaube, Eddie hat viel fürs Teamgefüge getan, mehr als alle anderen hier. Denn die Stimmung ist gut, es gibt Päppchen. Und dementsprechend, Eddie, vielen Dank. Ich freue mich auf die Dinge. Ja, passt auch. Normalerweise ist es Gregor, normalerweise ist es ja folgendermaßen. Ich habe ja gerade gehört, was die da vom Team Ferrari rumgelabert haben. Ne? Wir haben ja zweimal schon gewonnen. Wir haben ja schon zwei Pokale geholt. Und das wissen die auch. Und jetzt können sie natürlich auch ein drittes Mal den Pokal verlieren. Werden sie auch. Aber da sagt sich natürlich der schlaue Krane und der, wie heißt der andere, Willi da, ja, die sagen sich dann natürlich, ey, komm, wir sind die Einzigen, die mit manueller Steuerung und ohne Fahrhilfen fahren. Selbst wenn wir dann verlieren, dann sind wir die Gewinner des Herzens. Das ist so durchschaubar, anstatt sich hier der Competition, dem Rest des Teilnehmerfelds zu stellen, mit gleichen Voraussetzungen und zu gucken, wer hier wirklich unter gleichen Voraussetzungen die geilsten Fahrten und geilsten Zeiten hinlegt. Nee, schon mal direkt eine Ausrede lancieren. Ist wirklich ein bisschen peinlich. Ist ein bisschen unangenehm. Und dann auch noch das als erstes ungefragt zu erzählen. Boah. Ja, schmeckt auch mal. Unangenehm. Unangenehm. Aber im Trophäenschrank, okay, wird nicht automatisch oder manuell geschaltet, Fabian. Wunderbar. Dann werden wir Trophäen stehen. Ich glaube, die Stimmung ist umso weiter aufgeheizt. Ja, so muss es sein. Das ist, aber so kennt man das ja auch, ne? Ja, im Prinzip ist ja so eine Pressekonferenz auch vor der echten Formel 1. Ist wie natürlich so ein Wrestling-Interview, ne? Also wie die sich da an die Gurgeln gehen, nochmal zuschlagen, nochmal austeilen. Manche müssen ein bisschen mehr mit den Federn dann einfach so ein bisschen plustern. Ja. Und ich bin gespannt darauf. Ich dachte eigentlich, es sind Red Bull, die Probleme mit dem Catering-Budget haben. Aber jetzt ist das alles bei Mercedes gelandet. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht, Chat, vielleicht, ich weiß nicht, wie spontan wir sein können. Aber mich würde natürlich auch doch mal so umfragetechnisch irgendwie interessieren, ob denn vielleicht ihr da draußen klare Favoriten habt oder sagt eher, nee, die eher nicht. Wir kriegen das bestimmt noch hin, diese Informationen vielleicht ja auch für euch anzubieten. Wenn nicht, würde ich sagen, wir starten. Ja, lass es machen. Mit dem ersten Überflug der Strecke. Ja, ja. Die erste Strecke, auf der wir unterwegs sein werden, ist der Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Ja, ich hatte es kurz angekündigt, es ist eine nicht allzu komplizierte Strecke. Sie ist 4,9 Kilometer lang und das Ungewöhnliche daran ist, dass sie entgegen vieler anderer Kurse gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Bedeutet aber nicht, dass man nur dann in eine Richtung fährt. Sie hat 10 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Wie wir sehen, es sind viele schöne Geraden hier mit dabei, wo man ordentlich Vollgas geben kann. Allerdings, damit du auch ein bisschen ausgebremst wirst, immer wieder mal ein paar S-Kurven mit drin. Das heißt, also du kannst nicht immer volle Pulle durchheizen. Dafür ist es ein richtiger Rennsportkurs, das heißt kein Stadtkurs. Es gibt einiges an Auslaufzonen. Also wenn es einen mal ein bisschen nach außerhalb bringt, sollte das zum Glück in den meisten Fällen dann keine großen negativen Folgen haben. Und interessant. Da sind ein paar berühmte Kurven hier mit dabei. Sie aber jetzt dann natürlich einige der berüchtigsten dann noch ansprechen wollen, wie die Tamburello, bei der vor vielen Jahren in ihrer alten Version noch Senna unter anderem verstorben ist. Ja. Das schwarze Wochenende 94, wir erinnern uns dran. Ayrton Senna stirbt im Rennen und im Qualifying einen Tag vorher Roland Ratzenberger bei seinem allerersten Qualifying im allerersten Rennen durch einen technischen Defekt verstorben. Und das hat alles auch dazu geführt, dass diese Strecke, die so ein bisschen oldschoolig war, immer wieder modernisiert, auch Sicherheitsstandards angepasst werden musste. In diesem Jahr fiel das Rennen aus, vielleicht habt ihr es verfolgt, weil eben die Extremwettersituation zum Zeitpunkt, als das Rennen eigentlich stattfinden sollte, dazu geführt hat, dass das Rennen abgesagt wurde. Wir haben jetzt übrigens auch das Voting hier am Start. Ihr seht die Befehle unten, wenn ihr sagt, wer hier der Favorit ist, könnt ihr es entsprechend in die Tasten hauen. Und dann schauen wir mal, wie ihr das Ganze seht, was unten mit Worten ausgetragen wurde, wem ihr am meisten glaubt oder am meisten zutraut. Wunderbar. Ich würde sagen, dann sind wir soweit? Lass uns doch ins Qualifying gehen. Würde ich sagen. Mhm. Wir starten ein. Das Qualifying von Imola startet in wenigen Augenblicken. Wir hoffen sehr, dass die Fahrer konzentriert fokussieren. Ja, und da geht's gerade los. Wir haben schon gesagt,
Es sind einige Minuten, die die haben werden, nicht nur um ihre Runden zu fahren. Wie wir auch hier gerade sehen, zuerst ist immer die sogenannte Outlap nötig. Die starten ja alle aus der Boxengasse. Da kannst du natürlich noch keine gezeitete Runde fahren. Die müssen einmal über Startziel fahren. Das heißt also, selbst wenn du eine gezeitete Runde setzen möchtest, sind mindestens 3 Runden, die gefahren werden müssen. Genau. Also, da muss man mit der Uhr gut arbeiten. Also, diese Zeit, um das noch mal ganz klar zu sagen, dieses Zeitfenster, was da oben abläuft, genau, wir nehmen sie mal ab, die Kopfhörer, weil es ist tatsächlich ein bisschen irritierend, sonst das zu hören. Dieses Zeitfenster können sich alle Fahrer frei einteilen. Du musst, um dich bestmöglich zu positionieren, möglichst eine gute Runde fahren. Aber ob du jetzt 10-mal langsam fährst, ob du einmal super schnell fährst, ob du sagst, ey, ich lass die anderen erstmal fahren, ich brauche da nicht viel, ich nutze das zum Üben, all das ist dir selber überlassen. Die letzte Runde, die du fahren kannst, muss begonnen werden, bevor du vor dem Ablauf des Timers über Start und Ziel gehst. Die wird noch gewertet. Und wir haben es gerade schon gesehen, gelb in Sektor 1. Das bedeutet also, es kann auch hier natürlich passieren, dass durch einen Unfall, durch einen Abflug neben der Strecke, hier Rennen fortsetzen, dass du in die Situation kommst, dass das Zeitfenster schmilzt, weil die Zeit läuft weiter in diesen Situationen. Also musst du schon gut gucken und ziemlich sicher sein, ey, ja, ich bin mir sicher, ich kann das rocken. Alle Eventualitäten nehme ich raus. Ich werde hier eine gezeitete Runde setzen. Hier wieder in Sektor 2 haben wir einen Abflug. Sektor 2, was? Ja, das war ein Ferrari, glaube ich. In Sachen Videogames ist es sowieso ein kleines bisschen kulanter als im echten Leben, weil da kannst du ein Auto schnell zurücksetzen. Wenn es dann hart auf hart kommt, muss vielleicht sogar meine Session gestoppt werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher in der verkürzten Session, die wir fahren, die ja nicht jetzt hier diese 3 verschiedenen Qualifyings hat. Normalerweise hast du auch solche Faktoren mit dabei, wie dass der Streckenbelag schneller wird, weil je mehr Autos drüber fahren, umso mehr Gummiabrieb bleibt dann auf der Strecke, auf der Ideallinie dann haften. Das heißt also, dass die anderen Autos einfach besser um die Kurven kommen dann später. Und so hast du es häufig, dass gegen Ende hin von so einem Qualifying dann noch schnellere Zeiten möglich sind. Ob das hier wirklich der Fall ist und ob das überhaupt unsere Leute ausnutzen könnten, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Genau, aber wir haben es gerade schon bei den ersten gezeiteten Runden gesehen von Steffen und von Krogi. Krogi hat die erste gesetzt und Steffen hat ihn leicht, also ganz leicht getoppt. Beide so im 1,19er-Bereich gewesen. Ich weiß nicht, das kriegen wir wahrscheinlich nicht genauer angezeigt. Also wir sehen die Beste oben mit 1,19 stehen. Also um das nochmal zu lesen. S1, S2, S3, das sind die Sektoren. So eine Formel-1-Strecke ist, glaube ich, standardmäßig immer in 3 Sektoren eingeteilt, in denen jeweils dann sozusagen einzelne Zeiten gesetzt werden. Und die summieren sich dann natürlich, beziehungsweise addieren sich auf zur gesamten Rundenzeit. Und je nach Farbkodierung sieht man, du warst jetzt langsamer oder schneller in dem jeweiligen Sektor. Rot heißt eben langsamer gewesen. Und ich glaube, das bezieht sich hier auf die individuelle Bestzeit. Genau, auf die individuelle. Da wir auch innerhalb der einzelnen Fahreransichten hier sind, die hätten im echten Leben die Leute auf ihrem Lenkrad dann selber drauf oder bekommen es durch den Boxenfunk durchgesagt. Wir können hier mitschauen. Gegebenenfalls vielleicht bei der TV-Cam, wenn wir irgendwann mal darauf umschalten, können wir die Gesamtzeiten sehen der Qualifyings. Da sehen wir jetzt hier gerade. Und ja, Steffen liegt gerade, wie du schon gesagt hast, gut vorne. Obwohl die 3 Zehntel, ich glaube, Krogi könnte die aufholen. Bisher hat Walle noch keine richtig gute Runde gesetzt. Und wir sehen hier gerade Florentin, der erstmal in die Box hier wieder zurückfährt. Alle natürlich mit Softreifen unterwegs. Und wir sehen jetzt auch gerade Krane, der einen kleinen Ausritt an den Rand der Strecke gemacht hat. Ja, und das ist natürlich genau das, was vielleicht ihm zum Verhängnis werden kann. Weil er hat 1,25. Das ist der letzte Platz. Nach eigener Aussage fährt er mit den wenigsten Fahrhilfen und am anspruchsvollsten. Ja, ob das dann eben aufgeht. Ja, vielleicht führt das auch mal zu Twist im Rennen, ne? Ups, da ist er bei der Boxe einfach dagegen geknallt. Gut, ist dann auch schon egal, wenn er da ist. Denn, ja, je nachdem, ab wann die Automatik in der Boxengasse greift. Die haben wir natürlich hier zugelassen für die Leute, weil du musst auch darauf achten, rechtzeitig abzubremsen, vernünftig anzuhalten und alles. Und ja, mal sehen, ob sich das rächen wird bei Fabian. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und vielleicht ist das auch dann der Vorteil. Was, wo ich sehr gespannt bin, Fabian ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich mit der richtigen Cockpit-Perspektive fährt. Wir, die meisten hier sind ein bisschen erhöht drüber, wo du ein bisschen mehr Übersicht hast. Du sitzt ja super tief in diesen Autos drin. Du hast vor allem auch noch den Halo, also den Ring um den Helm drumherum, der nochmal ein bisschen als Schutz wirkt. Aber du hast natürlich dann weniger Übersicht, weil in der Mitte dann noch der, ja, quasi die Stange ist, die alles festhält. Mhm.
genau das. Ja, also wir sehen jetzt gerade hier, was passiert. Also Steffen ist noch mal rausgefahren eben. Er möchte seine Zeit noch mal verbessern. Valentin fährt in die Box. Also anscheinend ist es wirklich so, dass sie, anders ist es für mich kaum zu erklären, eben spüren, und so sollte es ja auch sein, dass die Reifen, die tatsächlich mit je nach Strecke und je nach Auto unter Umständen nur für eine richtig gute Runde reichen. Also du wärmst sie auf, um bestmöglichen Grip zu haben in der sogenannten Outlap. Dann hast du einmal die Chance und danach werden die Reifen eben schlechter. Und das muss man einkalkulieren, weil jedes Team hat natürlich in der echten Formel 1 nur so und so viele Reifensätze zur Verfügung. Da kannst du halt nicht permanent reinfahren und sagen, ey, ich hole mir immer wieder neue. Du musst damit ein bisschen haushalten. Das ist das absolute Risiko. Du musst auch mit einrechnen, wenn du da rausgehst. Die Teams achten natürlich genau, wie viel Benzin ist auf so einer schnellen Gezeitenrunde mit drin. Und wenn du dann deine Outlap verhauen hast, kannst du nicht sagen, ich hänge noch mal zwei Runden dran, weil einerseits die Reifen, wie du gesagt hast, schlechter werden, aber vielleicht ist dann auch mit dem Benzin gar nicht reicht, weil du müsstest so wenig Gewicht haben wie drin. Und na gut, bei Ede ist es wahrscheinlich egal, wie viel der sich reinpfeift gerade. Wir gucken jetzt mal einmal zu Krogi, denn Krogi startet in diesem Moment, ist er über Start und Ziel gefahren und startet seine gezeitete Runde, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und diese Zeit läuft jetzt eben gegen Steffen. Also Steffen leicht vorne. Ich glaube, wenn ich das eben richtig gesehen habe, trennen die beiden ein paar Zehntel nur. Sie sind am engsten beieinander. Und er hat sich jetzt selber gegenüber seiner besten Runde auf jeden Fall schon mal verbessert. Das sieht man am Deltan. Persönliche Bestzeiten. Also sogar Pink wahrscheinlich absolute Bestzeit. Also Pink heißt absolute Bestzeit genau, in der TV-Übertragung zumindest. Absolute Bestzeit in dem Sektor bisher, wo wir gewesen sind. Und jetzt zwei Zehntel, das ist schon ordentlich. Also, das ist sehr ordentlich. Wie gesagt, wir hatten ja in den letzten Veranstaltungen immer gehabt, dass Krogi wirklich in der Zone dann auch sein könnte. Und, hier hat er sogar noch mal ordentlich was rausgeholt. Jetzt sind wir bei zwei bis drei Zehntel dann immer noch. Wenn Krogi einmal in der Zone sozusagen drin ist, kann er seine Runden auch recht akkurat abspulen und dann vielleicht noch mal den Vorteil finden. Ja. Muss natürlich auch mal gucken, wie gut er die Curbs da mitnimmt. Irgendwo haben wir wieder in Sektor 3 was gehabt, aber hat sich wohl aufgelöst gerade. Ja, das ist eine gute Runde, denn eine Sache, auch die total gefährlich ist, sind die sogenannten Track Limits. Mhm. Da muss man mega aufpassen. Ihr seht ja links und rechts diese weißen Linien, diese Innenbegrenzungen am Asphalt. Da gibt es die Regel eben, wenn das Auto... Und er hat es geschafft. Er holt sich die Pole, die aktuelle Pole, aber es ist nur eine gute Zehntelsekunde. Krogi und Steffen trennt. Das ist super. Also sie sind alle eng beieinander. Auch Krani, muss man sagen, ist natürlich jetzt noch ein bisschen weit weg, aber es ist jetzt... Also wir haben da schon andere Zeiten gesehen. Absolut. Wenn ich mich an die erste Sendung erinnere. Das ist... Also die 4-5 Sekunden im ganzen Fahrerfeld, die sind noch nichts. Ja. Also in der Regel ist es ja eben so, um nochmal auf diese Track Limits zu kommen. Korrigiere mich gerne, wenn du meinst, ich habe das missverständlich oder falsch erklärt. In der Regel ist es so, dass wenn du die Strecke verlässt, du eigentlich Nachteile bekommst. Du wirst zu weit rausgetragen, fährst ins Kiesbett, dann wirst du schon gestraft, weil du halt langsamer bist. Du bist weg von der Ideallinie. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo du, wenn du zum Beispiel anstatt eine Schikane, also so eine schnelle Kurvenabfolge, sauber zu fahren, irgendwie so einfach durchbrettern würdest. Oder wenn du in bestimmten Kurven dich zu weit raustragen lässt, und das hat einen Vorteil, weil du vielleicht dadurch schneller beschleunigen kannst. Also, wenn du durch den Ausritt schneller wirst, dann darfst du das nicht. Alle vier Reifen, wir sehen das in der Außenperspektive ganz gut, müssen, hier waren es eben nur zwei, es waren die äußeren Reifen, die raus waren, müssen innerhalb der Rennstrecke sein. Wenn das in diesen bestimmten Zonen nicht der Fall ist, in denen du dir eben einen Vorteil erholen würdest, dann wird die Runde gestrichen. Und da muss man mega aufpassen. Da kann es sein, dass du auf den letzten Metern, wenn du nochmal Schwung holst vor der Start- und Zielgerade, dass du da dich zu weit raustragen lässt oder so. Zack, ist die Runde gestrichen. Und das ist natürlich mega ärgerlich. Ja, wir haben es jetzt gar nicht hier. Wir haben etliche, du hast es eigentlich recht akkurat erklärt. Wir haben es hier bei Fabian auch nochmal gesehen, der ist öfters bei den Track Limits dann draußen gewesen. Ich glaube, es ist so, dass dann du solltest noch die weiße Linie mit deinen äußersten Reifen berühren. Sobald dann aber keine Berührung mehr da ist, gilt das als raus. So wie es hier gerade ist, ich meine, die Runden werden nicht sofort gestrichen wie in der echten Formel 1, sonst haben wir die ganze Zeit immer Track Limits jetzt hier gerade gehabt. Aber sofort, wenn die Software dann mal merkt, du hast angefangen, hier jetzt wirklich Kurven zu schneiden und dir mehrere Sekunden Vorteil dann geholt, dann ist es ja klar, dass das nicht zählen kann dann für eine richtige gezeitete Runde. Ja, also beim einsamen Zeitenfahren, was ich so mal gemacht habe, um ein Gefühl dafür zu bekommen mit dem Controller, da ist mir das permanent passiert. Was natürlich dann auch erklärt hat, dass ich fast dabei war, irgendwelche internationalen echte Bestzeiten auch tatsächlich zu knacken. Gesagt, das ist doch nicht so schwer, aber es war dann immer Track Limits. Also, wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit gerade.
Im Q3, Achtung, Sektor 3, da hat wieder jemand einen Ausritt gehabt. Krani hat es tatsächlich geschafft, sich an Ede vorbeizuarbeiten. Nicht deswegen, jetzt kommt es drauf an, er fährt jetzt über Start und Ziel. Und mit der Runde hat er es geschafft. Er setzt sich knapp davor, aber auch hier nur ein Zehntel. Ja gut, Ede versucht es gleich nochmal weiter, bleibt draußen. Die Konzentration ist da. Also bisher Krogis Runde, wo er Steffen knapp geschlagen hat, steht noch. 6 Minuten haben wir noch. Müssen wir mal gucken, wie viel gute Reifen sozusagen die einzelnen Leute noch überhaben. Wenn es jetzt so bleiben würde, hätten wir ein, ja, das sind Off-Track-Limits auf jeden Fall, sehr bunt verteiltes Fahrradfeld, weil die Teams haben sich schön an der Schnur aufgereiht. Ja, absolut. Und ich finde es auch schön, dass sich hier niemand sicher ist, weil es kann auch niemand sein. Ne? Also ein Zehntel trennt gerade die Erstplatzierten beziehungsweise vom Zweitplatzierten. Ja, beide fahren noch mal raus. Beide wollen sich alle Chancen wahren, weil das, wenn es so ist, wie du sagst, also die Fahrer werden höchstwahrscheinlich besser, weil das hier sicherlich natürlich zum Üben noch sehr, sehr, sehr stark taugt. Und die Strecke vielleicht auch, wir wissen es nicht genau, wie gesagt, wie realistisch das hier ist. Dann kann da eben noch einiges passieren. Ja, du bekommst dann vielleicht auch hier nicht nur ein Gefühl für die Strecke, sondern so ein Computersimulator funktioniert eben anders als im echten Leben. Und je nachdem, wie stark die Regeln eingestellt sind, wie kulant der Computer ist, vielleicht kriegst du dann auch ein Gefühl dafür, was kann ich mir erlauben im richtigen Rennen. Kann ich vielleicht doch noch mal irgendwo mich dazwischen zwängen? Und dadurch, dass es ein virtuelles Rennen sind, finde ich, sind diese Sachen auch erlaubt. Ne? Wenn das Spiel es dann zulässt, dann gehört es ins Reglement mit rein. Ja. Und ich lese es auch im Chat für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Ja, natürlich wird hier mit Fahrhilfen gefahren. Nicht alles ist erlaubt, aber wir wollen ja hier auch ein bisschen Spaß haben. Wir wollen irgendwie Duelle sehen. Wir wollen lieber eher den Mut, der belohnt wird, sehen und weniger den Mut, der ins Kiesbett und damit zum Rennen ausführt. Nehmt es nicht zu ernst an dieser Stelle. Also ernst genug nehmen es die Fahrer. Und das ist schon mal super. Denn diese schweißgetränkten Gesichter, diese verhältnismäßig schweigsamen Fahrer, das zeigt, die sind wieder voll drin. Ja, es ist auf keinen Fall der Stützrädermodus, den man natürlich aktivieren kann, wenn man solche Spiele so spielen möchte. Aber wenn, wie wir es vorhin ausgeführt haben, wenn die Fahrhilfen ausschalten wollen und dadurch auch besser fahren können, bei Krane sieht man es eben am besten, der mit wirklich sehr wenig Fahrhilfen fährt, der muss noch ein Gefühl dafür entwickeln, auch vernünftig hochzuschalten. Ja. Man merkt, die Autos haben 8 Gänge, aber da kommt er selten hin. Ja, genau das. Krogi jetzt gerade hatte absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Erster Sektor war nichts. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es zusammenbringt. Okay, 1:19.079. Und? Ja, er toppt noch mal die erste 1:18er Zeit, die wir hier sehen. 1:18 hat er, aber die 1:19 hat er durchbrochen, 1:18. Das ist natürlich jetzt noch mal eine Ansage. Guck mal, wie er sich freut. Dieses leichte Lächeln. Das ist die Freude. Die gönnen wir ihm doch von Herzen, Krogi. Ja. Letztes Mal eben wirklich einer der Top-Favoriten. Das ist schon krass. Was wird da gerade? Ich setz mir mal kurz die Kopfhörer auf. Mach das mal. Denn wir. Hör doch mal rein. Das war wahrscheinlich nur ein anerkennendes Lachen dann untereinander. Ja. Aber hier Ede und Fabian. Ede und Fabian sind die beiden, die es sich hier wirklich geben. Platz 5, Platz 6, keiner möchte der Letzte sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob Steffen da auch noch was holen kann. Aktuell Krani auf dem letzten Platz. Ede auf Platz 5, nochmal für alle, die sich fragen, wo sind wir gerade? Wir fahren das Qualifying gleich für das erste richtige Rennen. Das bedeutet, hier wird die Startaufstellung für das Rennen gerade rausgefahren. Wer am schnellsten ist, wer die schnellste Runde hat, während die Qualifying-Zeit noch läuft, die seht ihr oben links eingeblendet, jetzt noch knapp 3 Minuten. Der steht auf der Pole Position auf Platz 1. Die anderen entsprechend, wie sie nummeriert sind. Deswegen wird hier schon mal richtig krass gefightet, denn je weiter vorne du stehst, so weit. So logisch, desto leichter wird dein Rennpotenzial. Das hat, glaube ich, eine Sekunde gekostet. Wir müssen gleich noch mal gucken, ob jemand überhaupt jetzt dann Krogi streitig werden kann. Weil bis jetzt war Steffen, okay, Steffen ist jetzt noch mal auf einer Outlap. Ich glaube, der will es auf jeden Fall noch mal wissen. Auch wenn 2 Zehntel nicht die Welt sind. Aber wenn die Chance ist, das gibt auch einfach einen Vorteil psychologischerweise. Ne? Ja. Also selbst wenn die Zentimeter nicht so viel sind, die kann man auch noch herausholen, gerade jetzt hier im ersten Rennen. Aber der psychologische Vorteil ist unschätzbar. Ja, absolut.
Und ich finde es witzig, weil das wie so eine Blockbildung sich da so ein bisschen rausfährt. Ne? Also Krogi und Steffen sind ziemlich nah beieinander. 3 und 4, ja gut, die trennt immerhin fast eine Sekunde. Sektor 2, da hatte gerade ein Ferrari offensichtlich einen Ausritt. Ihr seht es an den Punkten, die roten Punkte auf der Streckengesamtübersicht sind die Ferraris, die blauen die Red Bulls und die Petrolfarben? Ja. Boah, oder? Das sind die Mercedes. Teerfarben. Teerfarben, wie auch immer, genau. Die entsprechend, ihr seht es auch links an der Kodierung der Namen und den Farben daneben, wer jetzt hier wer ist. Ja, Krane natürlich jetzt, der spürt den Druck. Der spürt jetzt den Druck, dass er hinten ist. Und diese Runde, die wird ihn nicht nach vorne spülen, das muss man mal sagen. Er ist der Letztplatzierte, er ist 2 Sekunden langsamer als zuvor. Aber ja, jetzt ist die Frage, ballert er jetzt hier noch über Start und Ziel und fährt, versucht, mit vielleicht abgekauten Reifen ein letztes Mal die Chance zu bekommen. Wie gesagt, er muss vor Ablauf des Timers über Start und Ziel fahren. Die Runde wird dann noch gezählt. Ja, aber es sieht wirklich aus. Es sieht eher aus, er wärmt vielleicht die Reifen dafür noch mal auf, um die letzte gezeitete Runde zu machen. Oder er sucht einen guten Parkplatz. Es ist schwierig, aber ich glaube, er hat gerade nicht die leichteste Zeit. Ob es an seinen Skills oder am Auto liegt. Man weiß es nicht genau, im Zweifel natürlich. Also er sollte noch vor Ablauf des Timers über Start und Ziel kommen, falls er jetzt nicht in die Box reinfahren muss. Wenn er das müsste, dann ist das Ding für ihn gelaufen, wenn er jetzt der Wagen so kaputt ist. Wie gesagt, Schadensmodell ist gnädig. Das dauert schon ein bisschen, bis du komplett kaputt fährst hier heute, aber das ist die Frage. Vielleicht macht das jetzt safe, denn der macht noch eine Runde. Er hat noch eine Runde. Ja, okay. Jetzt geht's über Start und Ziel. Letzte Chance für Fabian Krane, hier noch was zu reißen. In der Box sind bereits Ede und Florentin. Da ist nichts mehr zu holen. Die anderen sind noch auf der Strecke. Aber ob sich da was tut, werden wir sehen. Also, Fabian ist auf seiner letzten Runde im ersten Sektor. Und das sieht gerade nicht gut aus. Nee, ne? Also, er unterschreitet seine Zeit. Wenn du jetzt schon mit dem Delta über eine Sekunde drüber bist, 1,2 Sekunden, dann muss er jetzt irgendwo noch zaubern. Ja. Wirklich. Und ich glaube, das ist schwierig, denn der Zauberer hat einen sehr abgekauten Stab in der Hand. Der ist fransig, da wird aus dem Feuerball dann gerne mal Feuerspray. Das ist besser, das fühlen wir gerade nicht an. Ja. Und er hält auch noch einen der Mercedes gerade auf. Ja, vor allem ein Mercedes, das ist Krogi, der da noch auf der Strecke ist. Ja, Edith durch, ja. Also der kämpft um. Er macht aber fair Platz. Und jetzt fährt ihm aber unfair hinten. Nein, doch. Ja klar, ich meine, Krogi ist entspannt, ne? Der hat die Pole, das kann man sagen an dieser Stelle. Fabian holt sich gerade Windschatten von Krogi. Das war alles Absicht. Die 4 Sekunden holt er. 4 Sekunden Windschatten holt er noch raus. Ja, auf jeden Fall. Oh ja, das wird jetzt eine enge Kiste, aber ich glaube tatsächlich, da ist. Das sieht einfach nicht gut aus. Also das kann man sagen und ich glaube, es liegt nicht nur an seinem aktuellen Fahrverhalten, sondern da hat der Wagen. Bleibt für ihn zu hoffen, auch wenn es jetzt mit dem Qualifying nicht klappen sollte mit einer höheren Platzierung. Denn Erfahrungsvorsprung, den nimmt er natürlich gleich direkt jetzt ins Rennen mit. Ja? Da kann er sich immer weiter dran gewöhnen, vernünftig durch die Kurven zu kommen. Mann. So, es ist vorbei. Er geht über Start und Ziel und damit steht die Startaufstellung für den großen Preis. Nein, sie steht nicht ganz, denn wir haben. Nein, alle sind durch. Alle fahren hier nur noch so zu Ende, aber die Zielflagge ist geschwenkt. So lese ich das gerade. Ja. Sie im Spiel ein bisschen, das ist nicht ganz klar, sie sind doch auf der Straße, aber es wird. Ja, ich glaube, so oder so, wenn es jemand nicht mehr zeitig in die Box zurückschafft nach der letzten gezeigten Runde, wird dann entsprechend das Qualifying nach jetzt anhalten gemeldet. Aber da sind wir, da ist jetzt durch. Ja, also die verbleibende Zeit eben kann bedeuten, dass es einfach nur noch so, die können sich noch ein bisschen warm fahren. Ich weiß es nicht. Das ist, wissen wir nicht genau. Aber wir haben die Startaufstellung und dementsprechend werden sie sich dann gleich im Startgrid einfinden. Ja, Ede an der Pole. Krogi an der Pole. Krogi an der Pole, Mercedes. Aber als Team sind sie an der Pole, muss man sagen. Ja, da sieht man es, Krogi vor Steffen. Dann Valentin hat sich noch einen Platz hochgeschoben oder zumindest auf den dritten. Wir haben dann Florentin, Ede und Fabian. Die Red Bulls, zwar nicht so gut wie Krogi bisher, aber dennoch ganz weit oben. Ja, eben. Und wir erinnern uns dran, hier zählt am Ende des Tages nicht der Individualsieg, sondern der Teamsieg. Also das zusammengenommene Punktepolster entscheidet hier über Sieg oder Niederlage. Steffen hat mir gut gefallen. Ja. Also weil Steffen, ich meine, man weiß nie, wie viel ist Understatement, wie viel ist kein Understatement. Aber wenn man ihm glauben darf, und das darf man ihm in der Regel ja durchaus, so kennen wir ihn, dann hat er sich wirklich mit diesem Spiel und mit dieser Vorbereitung für dieses Spiel, ist es bei ihm entfacht, der Spaß. Und 2 Zehntel entfernt zu sein von so einem alten Routinier wie Krogi,
Das ist schon mal ein Statement. Also es ist nichts motivierender, als wenn du merkst, dass dann die Zehntel purzeln. Ja, je weiter du dann mitmachst und dann fährst. Und ja, da haben wir auch noch mal ein vorläufiges Zwischenergebnis. Und wir sehen sehr viel Glauben an Florentins Fähigkeiten. Fast 50% glauben, dass Florentin die Kiste für Team Ferrari nach Hause holt. Ja, er hat halt viel geübt. Das haben sicherlich viele in seinem Solo-Stream eben auch gesehen bei ihm auf dem Kanal. Aber wie gesagt, das war natürlich der Vote vor dem Qualifying. Mhm. Und Krane auf dem letzten Platz, das deckt sich dann mit der Realität. Steffen, an den haben nicht viele auf dem Buchmacherzettel gehabt, muss man sagen. Gerade auf Platz 2. Aber es geht jetzt los. Es geht los. Er startet. Der große Preis von Imola, sage ich jetzt einfach mal. Und oh, was ist denn das? Was ist denn da? Fehlstart. Ein Fehlstart von Valentin. Oh, oh. Valentin, das haben wir ja noch nie gehabt. Also, Valentin hat jetzt eine Durchfahrtsstrafe. Das heißt, wenn er das nächste Mal an der Box ist, dann das gibt wird Zeit draufgehauen. Ja nicht. Ey, echt komplett? Ja, nee. Ey, da stand drei Runden. Ah, okay. Aber was bedeutet das? Ich glaube, du musst innerhalb von drei Runden in die Box einmal. Ah. Oh, ficken. Ey, das ist ja scheiße. Ich wusste das einfach nicht. Ich hab's nicht gerafft. Einmal komplett durch die Box durchfahren, aber, ne? Ist die Durchfallstrafe. Ja. Aber gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir mit dem Fehlstart losgehen. Nee. Scheiße. Sorry, ich kann nicht mal. Wir sind ein Team! Ich weiß. Alles gut. Kam auch für uns gerade ein bisschen überraschend, der Start. Aber jetzt sind wir voll drin. Ja, also. Wir haben gerade laute Schrei gehört. Wir sind ein Team. Ich glaube, das war Team Ferrari, die sich gegenseitig angehen im Moment. Ja, wenn jemand schreit, habe ich immer sofort Ede im Verdacht. Aber ich konnte es nicht genau. Wir haben so einen leichten Kratz-Sound auch, ne? Guck dir die Ferraris an. Der eine ist schneller als der andere. Ja, ja. Ich fahre aber auch in die Box. Wegen diesem DS. Ich will wissen, wie ich das wegkriege. So eine Durchfahrtsstrafe. Fahr vorbei. Genau. Also, das kennen wir auch aus dem echten Leben. Wer das letzte Rennen gesehen hat, Carlos Sainz, Ferrari-Pilot, der hinter Leclerc vermeintlich hing und gehofft hat, er wird mal durchgewunken, er wird durchgelassen, weil er meinte, er könnte schneller fahren. Auch das haben wir gerade gesehen, ne? Also, Krane hat Florentin vorbeigelassen. Wer schreit denn da so? Was ist doch nicht? Das ist Ede, das erkenne ich. Digga, du bist. Das war nicht meine Schuld. Sorry. Das nehme ich nicht auf mich. Immer der, der reinfährt, ist schuld. Nein, Digga. Du bist... Ach, komm. Ich bin ja hinter dir, Florentin. Also mach jetzt keinen Scheiß. Also, okay, wer hat Krogi erwischt? War das jetzt Krogi steht? So nee, der Scheiße. Ist auf jeden Fall ganz nach. Ah, nee, der ist ganz, ganz vorne. Ach, das wird nur noch nicht angezeigt, weil die Liste ist ein bisschen kleiner. Ja. Okay, also Krogi ganz vorne, die Ferraris dann dahinter, Steffen auf dem vierten Platz, Valentin jetzt durch die Durchfahrtsstrafe von ganz vorne nach hinten durchgereicht. Hat uns leider abgelenkt davon zu sehen, wie gut der Start gelaufen ist, aber Krogi konnte auf jeden Fall seine Position halten. Ja, ich muss erstmal sagen, ich fand es beeindruckend, wie Walle beim Start vorbeigezogen ist. Ja, ich dachte auch, what the hell? Alle haben gepennt, nur er hat die Ampel gesehen. Und das war es offenkundig nicht. So, aber hier, Steffen hängt hinter Krane. Und wir wissen aus der Erfahrung, das Überholen von Fabian Krane oder auch generell von allen Teilnehmern hier, ist eine Herausforderung für sich. In der echten Formel 1 auch. Aber du möchtest hier natürlich möglichst schadlos vorbei. Aber irgendwann musst du vorbei. Denn laut Qualifying ist natürlich Steffen einfach schneller als Krane. Ja, und wir haben zwar erst die zweite Runde, aber Fabian hält sich auf dem dritten Platz und ist auch nicht... Na gut, jetzt ein paar Sekunden mehr, war nicht so weit weg von Florentin auf dem zweiten. Der Abstand zum ersten ist jetzt einigermaßen groß. Ja, das muss man sagen. Es sind 8 Sekunden, die Krogi bereits rausgefahren haben. Hat. So, Krane ist in die Box gefahren. Das DRS ist aktiviert, das Drag Reductions. Oh, okay, also jetzt schon mal in die Box. Genau, du hast gesagt, das DRS ist aktiviert. DRS ist eine spezielle Flügelschaltung, die aktiviert werden kann ab einem bestimmten Teil des Rennens. Wenn man innerhalb einer Sekunde zum Vordermann ist, kann man in einem bestimmten Bereich dann den Flügel so einstellen, dass man weniger Luftwiderstand hat, was einem einen Geschwindigkeitsvorsprung bringt und beim Überholen hilft. Müssen wir mal gucken, wir haben bisher keinen, der in diesem einen Sekunden Abstand da ist. Also werden wir wahrscheinlich die DRS-Funktion jetzt noch nicht in Aktion sehen können. Genau. Ja, so sieht das aktuell aus. Der Einzige, der mit soften Reifen, also mit weichen Reifen unterwegs ist, ist aktuell Florentin. Alle anderen fahren Medium. Also auch das nochmal ganz kurz. Es gibt immer unterschiedliche Reifenmischungen. Die einen sind weicher, die anderen sind härter. In der Regel ist es so, dass die Weichen ein besseres Gripverhalten haben. Die kriegen schnellere Temperatur. Und du kannst grundsätzlich schneller fahren. Aber Nachteil, sie nutzen sich schneller ab. Du kannst nicht so lange fahren. Und in der echten Formel 1 ist man gezwungen, pro Rennen mindestens einmal
gewechselt zu haben. Also du kannst nicht einfach den schnellsten Typen durchfahren, sondern musst einmal wechseln. Und je nach Rennstrecke, je nach Witterungsbedingungen, ist der schnellste eben... Oh! Ein Dreher von Ehren. Nein. Ich wollte dich nicht wegrammen. Guck dir diese Laune an. Oh Mann, aber er ist immer noch vor Fabian. Gerade der Fabian, der ganz nach hinten. Der Fabian war ja auch in der Box gewesen, oder? Das auch, weil ich höre, ich check ja nicht, bekomme ich die, bekommt ihr? Das ist allgemein, gelbe Flagge bedeutet einfach nur Achtung, das haben wir so gecheckt. Alter, okay, okay. Ja, automatisch der letzte Sektor damit nicht besonders gut. Genau, normalerweise, wenn du an die Box gehst, innerhalb eines normalen Formel-1-Renns, musst du mit zwei verschiedenen Mischungen mindestens fahren. Und während im Qualifying die S-Reifen, die weichen Reifen, dann am besten geeignet sind, die nutzen sich während deines Renns auch enorm schnell ab. Deshalb siehst du auch häufig mehr M oder sogar die harten Reifen. Mhm. Ja, die Frage, die gerade gestellt wurde, warum ist DRS eigentlich nicht immer an? Ja, DRS ist natürlich eine Sache, die dir beim Überholen nochmal helfen kann. Ohne das DRS, so wie die Autos gebaut sind, da gibt es auch die berühmt-berüchtigte Dirty Air, die dreckige Luft, die hinter Autos durch Aufwirbelung dann passiert, sodass Autos, die nah dran fahren, nicht von alleine überholen können. Deshalb ist diese kleine Extrahilfe eigentlich ganz nützlich. Allerdings, wenn du das am Anfang eines Rennens machst, wo alle noch nicht so warm sind, wo vielleicht dann noch sich alle so ein bisschen eingrooven müssen, könnte das zu mehr Unfällen führen. Ja. Deshalb wird ein bisschen gewartet, bis das DRS aktiviert ist, wo alle schon mal dann gut auf Temperatur sind. Und natürlich, es wird auch deaktiviert, wenn Regenverhältnisse dann vorherrschen, genau, weil dann ist es zu gefährlich. Ja, und wie du es eigentlich gesagt hast, es soll eben gerade ja auch aus Zuschauerperspektive einfach Spannung reinbringen, dass es eben einfach mehr Überholmanöver gibt. Ja. Dadurch, dass du diesen kleinen Schub hast, wenn du eben in einem bestimmten Streckenfenster weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist, dass du dann eben dieses DRS freischalten kannst, ein bisschen schneller wirst und dann überholen kannst. Es soll auch einfach der Spannung natürlich für den Sport zuträglich sein. Und wird deswegen, da steht Krane, glaube ich, auf der Strecke. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja, oh nee, nein, es ist Florentin. Florentin, es tut mir leid, dass ich immer sofort den Fabian im Verdacht habe. Ja, das Schöne ist, wenn wir die Übersicht mit der Strecke da unten haben, die Zahlen, die vermerkt sind, sind die sogenannten DRS Detection Points. An diesem Punkt wird dann dieser 1-Sekunden-Abstand gemessen. Und danach hat man während einer gewissen Teilstrecke dann Zeit, dieses DRS zu aktivieren. Also hast du auch da, das ist meist so gewählt, wo es dann gute Überholpunkte geben könnte. Ja. Genau, ob das, wie gesagt, hier wird es wahrscheinlich wieder mal nicht relevant werden. Alle kämpfen gerade noch mehr mit sich selbst und der Strecke, weniger eigentlich mit den Kontrahenten. Steffen fährt gerade die harten Reifen. Vielleicht hat er jetzt nicht mehr gehabt. Also wie gesagt, wir wissen gerade nicht, wie die, wie sich das auswirkt auf die Verfügbarkeit der Reifen hier in dieser verkürzten virtuellen Umsetzung. Vielleicht wollte er sie auch einfach fahren. Ja, also mein Gefühl wäre jetzt, Steffen ist relativ früh an die Box gegangen, wenn es jetzt kein technisches Problem gäbe. Wer sich so früh harte Reifen holt, heißt, er will auch durchfahren. Ja. Und bedeutet also, eventuell spekuliert er damit, wenn andere an die Box gehen, hat er seine Sachen schon erledigt und kann sich jetzt nur aufs Fahren konzentrieren. Mhm. Das kann sein, aber vielleicht hat er sich auch nur vergriffen. Haben wir ja auch schon mal alles erlebt. Ne? Das kann auch passieren, natürlich. Da werden sich dann für die letzte Runde noch mal die harten Reifen aufgeschnallt, so in die Richtung, ja. So, aber jetzt wollen wir mal gucken. Also, der gute Steffen ist gerade auf dem 5. Platz, hat einigen Abstand zum Vordermann. So richtig eng ist gerade niemand, also am ehesten wirklich noch Florentin, der sich langsam aber sicher an Ede ransaugt. Der Abstand auf unter 3 Sekunden, 2,5 jetzt. Das können wir uns vielleicht gerne mal aus Florentins Perspektive anschauen. Denn der wird sich jetzt gleich dem guten Ede nähern. Und ich glaube, das könnte eine Überholung geben. Klingt jetzt dumm, weil es muss erstmal funktionieren. Ja. In der echten Formel 1 gibt es ja auch ganz klare Regeln dafür, wie man sich als Vorfahrender zu verhalten hat. Genau. Da kannst du nicht einfach immer sperren und sagen, ich lasse dich nicht vorbei, wie bei Mario Kart oder so. Es gibt dann auch empfindliche Strafen, wenn jemand einfach kreuz und quer rüberzieht und dann potenziell auch Unfälle dann verursachen könnte. Deshalb ist sowas verboten. Und den Abstand hat er rausgeholt. Der ist jetzt im DRS-Fenster, Florentin gegenüber Ede. Und jetzt bin ich gespannt. Das sind jetzt zwei, und Florentin, Ede macht quasi freiwillig Platz durch einen Ausritt ins Kiesbett. Wunderbar. Ja. Und damit Florentin auf Platz 3 aktuell. Ja, wir haben gerade eine Strafe mitbekommen. Die Rennleitung hat Fabian 3 Sekunden gegeben wegen mehrerer Verfehlungen.
Ja, gut, ob das den Kohl jetzt wahnsinnig fett macht, sei mal dahingestellt, denn er ist aktuell sechst und damit letztplatzierter. Ja, Krogi hat das anscheinend nicht geschadet. Der fährt erstmal gut seine Runden hier weiter. Man darf eben nicht vergessen, ein Sieg ist ein Sieg. Ja, dafür gibt es 25 Punkte. Aber schon der Zweitplatzierte hat 18 Punkte. Ja, das heißt, es ist nicht automatisch, oh, der ist dann so weit weg, sondern da muss auch der andere Teamkamerad dann abliefern. Und nur einfach ein Start-Ziel-Sieg, wenn Krogi das schaffen kann. Das wird's nicht reißen. Ja. Also, wir sind jetzt gerade bei der halben Renndistanz. Ja? Also, uiuiui, da ist was kaputt. Ja, es ist ein bisschen wild gerade. Also, halbe Renndistanz. Wir haben schon jede Menge Boxenstopps gesehen an dieser Stelle. Also, ich möchte fast sagen, inflationär Boxenstopps, aber offenkundig nötig. 3 Sekunden für Fabian. Ja. Ja, wenn Fabian das nächste Mal wieder an die Box fährt, muss er da entweder 3 Sekunden länger bleiben oder diese 3 Sekunden werden am Ende des Rennens draufgerechnet auf seine Gesamtzeit. Mhm. Da die Abstände aber mittlerweile über 3 Sekunden sind, sollte das nicht zu viel am Ergebnis ändern, wenn es dabei bleibt. Ja, würde mich jetzt auch mal interessieren, Ede war gerade an der Box, hat sich, glaube ich, neue Reifen aufgeschnallt, weiß ich nicht so ganz genau, das passiert ja nicht automatisch, du kannst ja auch zum Reparieren, aber in der Regel wird es natürlich auch zum Reifenwechsel genutzt. Und jetzt können wir mal mit Ede fahren. Er hat softe Reifen, das würde mich mal interessieren, so von der Einstellung und vom Verschleiß eben auf die verkürzte Distanz, ob er mit denen jetzt, wenn er sie vernünftig behandelt, eigentlich locker durchfahren könnte, oder ob die dann quasi jetzt ja in 2-3 Runden ihn zum nächsten... Je nachdem, wie er die Softreifen malträtiert hat während des Qualifyings. Also oft haben die Teams auch keine komplett neuen mehr über, sondern nehmen welche, die vielleicht schon 2 oder 3 Runden drauf haben. Hoffentlich hat Ede jetzt welche erwischt, die ein bisschen weniger Runden drauf hatten, wenn dann überhaupt. Also das wird auf jeden Fall spannend. Also Ede hat jetzt gerade, man hat auch den Killerblick gesehen. Ne? Man sah diese guck dir das an, diese Schatten auf seinen Augen, Mr. Pokerface, also fast. Auf jeden Fall sieht er konzentriert aus. Und das ist das, was wir auch in den vergangenen Sendungen ja schon gesehen haben. Er ist jetzt so 5,5 Sekunden von Krane weg. Vielleicht gleich unter 5. Es hängt sehr stark auch von seiner eigenen Fahrleistung ab. Ja. In der Theorie, es müssten dann unter 3 dann sein. Da würde er automatisch schon vor Fabian mit der Zeitstrafe sein, so oder so. Krogi war gerade an der Box gewesen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ein anderes Rennen für ihn. Was wir nicht erwähnt haben, es gibt ja auch einen Extrapunkt zu verdienen. Und zwar für die schnellste Rennrunde, die du natürlich mit frischen Reifen, wenn du es dir leisten kannst, dir nochmal holen kannst. Weil, wie gesagt, auch die Strecke wird ja immer besser, je länger man drauf fährt, wegen des Gummiabriebs. Ja, exakt. Und das ist... das sind dann die Momente. Also er hatte gerade Krane wirklich eine Sekunde abgezwackt, der vor ihm fährt, der gute Ede. Hat dann aber hier eben in dieser Schikane ist so wieder halb weggeworfen. Aber trotzdem, also langsam aber sicher kommt Ede näher. Und da ist er auch schon. Da war die letzte Zeiteinblendung offenkundig. Immer ist es der Krane, der mich behindert. Also Krane war zwar vor ihm auf der Strecke, aber ich würde das jetzt nicht mit dieser Wortwahl ausdrücken. Er war einfach da. So eine direkte Behinderung habe ich jetzt auch nicht gesehen. Es ist vielleicht einfach nur, da ist jemand vor mir, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ja. Übrigens, wir hatten Steffen ja erwähnt. Anscheinend scheint die Taktik zumindest zum Teil aufzugehen. Er hat sich mit den harten Reifen zwar noch einiges an Sekundenabstand, aber er ist Dritter momentan. Ja. Und ich denke, er wird durchfahren können. Also er kann das ganz bestimmt, das würde ich jetzt auch denken, sonst müsste er die schon so, da schmeißt das wieder weg. Das ist natürlich auch diese Nervosität, ne? Also der Jäger kommt raus in dem Moment, wo du die Beute quasi vor dir siehst. Aber der Jäger fängt vor Adrenalin dann vielleicht auch an zu zittern. Das kann natürlich sein. Dann verreist er halt, ne? Und das ist nicht gut bei so einem empfindlichen Lenkrad. Ja. Und du weißt eben, wenn gerade, glaube ich, wenn Fabian Krane vor dir fährt, das ist so ein bisschen so, wie es auch immer so früher so galt, vor allem Kevin Magnussen zu überholen. Ist nicht ohne. Wir haben über Teamtaktiken gesprochen. Vielleicht ist das tatsächlich eine Taktik. Man lässt Fabian einfach immer nah an Ede dran sein und Florentin kann die Kohlen aus dem Feuer holen. Das mag natürlich sein, ja. Also damit ist auf jeden Fall, weil wenn du Krogi nicht erwischt, hast du den anderen Teil des Teams im Griff. Das stimmt. Und das Krasse ist, Ede wird gleich überrundet werden von Krogi. Ich meine, ich habe den zweiten Mercedes eben gesehen. Und jetzt gleich ist vielleicht es so. Kann er ihn mitschauen. Oh, das ist jetzt Edes Moment. Jetzt kann Ede jetzt da. Und kommt er unsafe auf die Strecke zurück? Nein, er tut es nicht, Ede. Jetzt konzentriert bleiben. Wunderbar. Das war ein einfaches Überholmanöver. Okay. Ede, ich bin direkt hinter dir. Aber ich bleib hinter dir. Fünfter Platz. Nee, nee.
Gut, dann müsste das Krogi. Oh, ja. Krogi ist vorbei an ist Fabian jetzt. Ja, genau. Er ist nee, okay. Das ist natürlich Sinn. Also ja, jetzt kriegt Krane. Also nochmal, Krogi ist Platz 1 gerade. Und er hat im Prinzip jetzt Krane vor sich als Überrundeten. Normalerweise musst du dann, kriegst du blaue Flaggen. Was passiert denn hier? Oh Gott, und Krogi wird da, glaube ich, reingeworfen. Ja, Krogi sollte einfach vorbei. Also normalerweise müssten beide ihn jetzt durchfahren lassen. Eigentlich ja, die blauen Platz Flaggen machen, damit er durchkommt. Die blauen Flaggen müssen geschwenkt werden. Eventuell kann da auch eine Taktik von Krogi dahinter sein. Er könnte sich auch DRS nochmal holen. Ja. Er muss ja nur selbst bei der Überrundung. Was passiert denn hier? Das ist ja fantastisch. Das ist Racing, meine Lieben. Position aufgegeben. Na gut, das ist irgendwas auf jeden Fall. Vielleicht auch Racing. Ja. Und aber Krogi traut sich nicht vorbei. Ja. Das ist auch. Er sollte das, das machen. Das ist okay. Fantastisch. Wenn das keine Strafen hagelt. Mr. Realismus, Fabian. Das ist doch lebensmüde. Zieht immer noch die Lizenz. Er zieht in die Lizenz. Sehr gut. Und Krogi. Krogi schaut sich. Nee, Krogi muss auch nicht vorbei. Ey, vielleicht. Der hat den besten Platz im Kino. Ja, aus Krogis Perspektive gleich mal angucken. Weil das ist ja durchaus spannend. Er hat ja wirklich den besten Blick, wenn die beiden eng beieinander sind. Ja, der macht die TV-Cam für uns. Ja, aber ich meine, Krogi, wenn ich du wäre, fahr vorbei. Du weißt nicht, was da gleich passiert. Ich sage es dir, Krogi will auf Nummer sicher gehen und sagt, hey, da traue ich mich nicht vorbei. Jeder kann in mir reinfahren. Ich habe eh genug Vorsprung. Ja, aber was heißt genug Vorsprung? Der ist aktuell bei 24 Sekunden. Wann ist er auf Platz 2? So, jetzt ist er vorbei. Ja, da sagst du es auch. Aber, also die Zeiten putzeln da manchmal so ein bisschen, ich nehme alles zurück, was ich behauptet habe. Da sagt es der Chat auch hier gerade, es ist nicht nur Formel 1 2023, sondern Streets of Rage. Sehr gut. Und da ist Krogi jetzt auch vorbei an Krane, ist gut. Jetzt will er ihn vielleicht ein bisschen abschirmen, ne? Vor diesem tollkühnen, vor diesem wild gewordenen Ferrari, der wirklich so ein bisschen scheißt auf Redlichkeit und Vernunft. Jetzt beschwert er sich auch noch, dass Krogi ihn puffert. Aber da haben wir es von Krogi gehört, er will nur nicht reinfahren. Krogi, überhol ihn jetzt, Mann! Schild. Schild, Leute. Sag mir, wenn du bereit bist, Krogi. Ja, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Mann! Ja, das ist schon krass. Ey, Krogi ist ein guter. Also, was ist denn da los? Wir haben es schon gesagt und da passiert es fast. Der hat sie fast abgeschossen. Das ist doch nicht zum Aushalten. Jetzt hätte ich dich fast rausgetreten, ey. Ja, alle anderen fahren momentan auch. Einsame Rennen, ne? Also das muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, die Abstände sind so, dass da tut sich nicht viel. Da ist niemand gerade in Schlagdistanz. Krane kriegt noch seine 3 Sekunden aufgebrummt. Das will ich schon nicht mehr. Also Florentin ist zumindest nicht so weit auf der Strecke von einem der Red Bulls weg. Da könnte noch ein Manöver passieren. Ja. Allerdings, gerade die Red Bulls sind jetzt gut daran gehalten, einfach ihre Position zu halten, weil als Zweiter und Dritter sollten sie mehr Punkte haben als der Erste und der Sechste zusammen. Du fährst mit harten Reifen, krass. Ich weiß noch nicht warum, ehrlich gesagt, aber egal. Denke ich, oder? Ja, müssen wir ich weiß es gerade auch nicht. Steffen hat gerade bestätigt, dass er nicht genau weiß. Und da kommt wieder Mr. Tollkühn, der sich hier doch schon wieder an Ede ranarbeitet. Also ich glaube, das ist so eine ganz persönliche Fehde, die Fabian gerade hat. Ja, Ede und Fabian haben auch, glaube ich, einen ganz eigenen Streckenplan. Der hat recht wenig mit der eigentlichen Strecke hier in Imola zu tun. Ja. Aber schau dir das mal an, trotz dieser tollkühnen Fahrweise von Fabian Krane. Robbt er sich wieder an Etienne ran. Dass die einfach mal im Sekundenabstand aneinander sind. Und es kann natürlich auch sein, dass Edes Softreifen jetzt eben tatsächlich abbauen. Du hast recht. Also die soften Reifen können sich jetzt echt rächen, dann rutscht das Auto auch eben mehr. Ja. Noch mehr als wie Ede, wenn er denkt. Ja, genau. Und das ist schon, guck mal, Krogi hat jetzt wieder ein bisschen sich angefressen. Er war zwischenzeitlich mal bei 20 Sekunden Abstand ungefähr. Mhm. Also ganz easy verwalten wollte das dann offensichtlich nicht. Oder vielleicht hat er natürlich auch der gute Walle einen Fehler drin. Ups, da staubt es noch. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Okay, der Boxenfunk gibt ihm auch noch ein paar gute Hinweise.
Wobei der Grip ist schon lange weg, würde ich sagen. Oh, und der staubt es wieder. Lol. 36,5 Sekunden. Oh ja, irgendwie ist, also... Wow, 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 festgedreht. Ah, ist das nicht gefährlich. Jetzt einfach nur nach Hause bringen. Ja, ja, ganz zwei Runden. Ja, ja. Drei Runden. Ja, die Red Bulls wollen es einfach schaukeln. Also er muss schon einen fetten Crash machen, damit das da möglich ist. Okay, wenn wir auf die Streckenübersicht schauen. Solltest du jetzt High Risk fahren? Ist da jetzt noch... Okay, da fährt gleich ein Red Bull auf Krani auf. Und da haben wir gerade wieder ein bisschen Track Limits gesehen. Da gab es die nächste 3 Sekunden Strafe. Das heißt, wir sind jetzt bei 6 Sekunden für Fabian. Ja, wegen mehrerer Verwarnungen. So, mal gucken. Na gut, an Ede klebt Fabian noch dran und dein Red Bull kommt immer näher. Ja. Er sollte spätestens in der nächsten Runde dann auffahren. Ja. Ja, und auch Florentin, ne? Der hängt so ein bisschen in der, naja, es ist noch denkbar. Also die Runden sind lang. Da kann viel passieren. 4,5 Sekunden aktuell entfernt. Ich habe es nicht so beobachtet, wie stark es sich verändert. Vielleicht geht da noch was. Oh, die Reifen schon sehr stark abgebaut bei Florentin. Ja. Knapp 10%. Das könnte noch reichen für das Ende, aber das wird immer rutschiger jetzt. Ach, das sind die verbleibenden Prozent, ne? Ja. Die er noch hat, ja. Das ist das. So, Fabian ist wieder nah dran an Ede. Wir sehen mal, was passiert. Und der Red Bull ist nah dran an Fabian. Wir haben jetzt das Triumvirat des Todes. Oh ja. Aber da sagst du dir vielleicht auch, warum das Risiko eingehen, ihn zu überholen? Beziehungsweise mache ich doch dann, wenn der nächste Ausritt folgt. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass das gleich wieder passieren wird. Das kann passieren, ja. Da haben wir Red Bull kommt immer näher. Aber er will natürlich, ne? Das kann Schlusslicht überholen. Ist die Einbindung, ja, das. Oh. Ah. Das ist ein Geist. Er sieht aus wie ein Geist, ne? Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das Geist... Könnte vielleicht an den Strafen liegen, aber... Ja, ich weiß nicht, ob der durchlässig ist oder nicht. Ja. Also, da waren die blauen Flaggen, wir haben es gerade recht blinken sehen. Das war eigentlich das Kommando eben für Fabian. Hier überrundet dich jemand, lass den bitte vorbei. Weiche von der Ideallinie. So. Aber Eddie genauso, ihr seid als Trolle geflaggt, glaube ich. Okay, Valentin äußert die Vermutung, dass ihr die Trollfunktion zugeschlagen habt und die beiden jetzt als Trolle geflaggt sind und damit keinen Schaden mehr im Rennen anrichten können sollen. Ja, also was, das kann natürlich sein. Du meinst, dass das ab einem gewissen Punkt wirst du aus dem Rennen genommen. Ja, vielleicht dann so, dass untereinander können sie sich noch stören, aber nicht das richtige Rennen. Das kann natürlich gut sein, ja. So, wir sollten gleich einmal kurz das mit den Boxen noch mal klären, ob alle an der Box waren, ob alle das mit den Reifen vielleicht auf dem Schirm haben, was da zu tun ist oder auch nicht. Weil möglicherweise kamen sie ja in der Vorbereitung auch gar nicht in den Genuss oder sind nur Zeitrennen gefahren. Mhm. Und um das zumindest einmal zu checken oder auch zu sagen, was ist denn da los? Weil nicht alle haben den Schaden eingeblendet. Florentin hat ihn, also nicht den Schaden, vor allem das Abnutzen der Reifen. Ja. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Schwer zu beurteilen. Ja, du kannst dir im besten Fall hast du alle deine Telemetrie immer vor dir auf dem eigenen Bildschirm. Ja. Krogi hat übrigens gewonnen. Ja, hat die Schwarz-Weiß-Karriere gesehen. Und jetzt schau dir das mal an. Florentin ist unter 2 Sekunden dran. An Steffen. Also, das gibt er noch nicht ganz, ganz, ganz einfach hier weg. Aber es ist natürlich auch für ihn nicht mehr allzu viel, was da abläuft. Er muss jetzt fast schon auf einen Fehler hoffen. Den Gefallen will ihm natürlich Steffen nicht tun, aber das ist eben hier. Da ist der Ferrari hinter dem Red Bull, er sieht ihn und es geht hier um Punkte. Ein Rausrutschen. Ein Rausrutschen, dann ist es möglich. Und ein bisschen was an Strecke liegt noch vor denen. Also, das wird jetzt hier nochmal das spannendste Duell auf den letzten Metern, ob da möglicherweise noch etwas geht. Ja, die Überrundeten wurden sozusagen schon ins Ziel gefahren. Die anderen sind auf ihrer regulären Runde, auf der letzten. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Vielleicht geht da noch was, aber nein, das ist nicht der Fall. Nein, die Karriereflagge. Und damit fahren sie rein und das Rennen ist vorbei. Wir haben das Ergebnis. Ein Hauch war auch am Ende noch. Alter, wir können uns in der Wiederholung ansehen. Alter, Florentin. Ich fahr dir dran, ey. Wenn ich vor dir bin, kannst du nicht links ziehen. Das geht ein Digga, du bist aus dem Hinfett wieder gerade drauf gefahren. Alter, natürlich fahr ich da links wieder vorbei. Ich rede von einer ganz anderen Situation, du Vollidiot. Was laberst du denn? Meine Fresse.
Welches Kiesbett denn? Digga, du bist aus dem Kies. Ich rede von der Aktion, wo du mich links rausgeschossen hast. Da war kein Kiesbett. Okay. Da habe ich dich links überholt. Mein Reifen Rogi, der Champion. Rogi, schön gefahren. Und Dankeschön. Schön gesehen. Haben wir eine kleine Boxerei am Ende der Sendung eingeplant? Messer liegen in der Boxengasse. In der Ritze da unten. Extra gemietet. Und das machen wir jetzt nur dreimal. Auf schwere Strecken. Okay. Ja, da haben wir das Placement. Das sind die Einzelpositionen. Krogi holt sich nicht nur den Sieg, sondern eben auch den von dir angesprochenen Extrapunkt für die schnellste Runde. Zweitplatzierter Valentin kriegt 18 Punkte, Steffen 15, Florentin 12, Ede 10 und Krane 8 Punkte als Sechstplatzierter. Aber wir wissen, zusammengerechnet werden die Schweine fett. Mhm. Wir machen eine ganz kleine Pause. Genau, wir atmen kurz durch. Wir rechnen zusammen, dann werden wir sehen, welches Team jetzt vorne liegt und welches noch nicht. Bis gleich. So, wir wären wieder zurück. Das erste Rennen in Imola ist vorbei und wir haben die Punkte zusammenrechnen lassen. Wir können ja mal gucken, wie die Teamwertung gerade ist nach Runde Nummer 1. Und da sehen wir ein knappes, aber bereits bekanntes Bild. Ne? Also okay. Mercedes, dahinter verstecken sich natürlich Krogi und Ede, bekommen zusammengerechnet 36 Punkte. Sie sichern sich damit momentan den ersten Platz. Aber Red Bull Racing, wie du es gesagt hast, durch diese bestimmte Punktevergabe und die Tatsache, dass die beiden eben mit dem zweiten und dritten Platz gut Punkte eingefahren haben, sind absolut nah dran. Mhm. Und Ferrari mit 20 Punkten, also es ist noch alles offen. Zwei Rennen haben wir noch zu fahren. Genau, es ist noch nicht viel passiert. Meine Annahme, der zweite und dritte würde mehr bringen als der erste und sechste, hat sich nicht gegeben. Beim sechsten sind wir auch nicht so weit unten in den Punkten bisher. Die schnellste Rennrunde hat eben auch noch mal was ausgemacht. Ja. Ohne die wären sie nur 2 Punkte vorne. Und da sieht man es auch gerade bei Red Bull. Die haben sich darauf konzentriert, lass uns unsere Position halten, lass es mitnehmen, auch wenn wir jetzt nicht die Chance auf den Sieg haben. Und sie sind nur 3 Punkte weg. Ja. Vielleicht schalten wir noch mal ganz kurz ins Fahrerlager, die sich natürlich auf die zweite Strecke vorbereiten. Um einmal kurz Revue passieren zu lassen. Fabian, wir haben ja versprochen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass wir wieder spektakuläre Szenen, vor allem von dir, waghalsige Manöver, mannigfaltiger Natur sehen würden. Du hast delivered, das muss man an dieser Stelle sagen. Beim Chat kam ab und zu mal die Frage auf, warum denn nicht alle mit den gleichen Einstellungen fahren. Das heißt in diesem Fall natürlich, schwerer sollten wir es uns alle, beziehungsweise ihr euch nicht machen, aber vielleicht leichter. Du hast es dir besonders schwer gemacht, hast dich vielleicht auch ein bisschen schwer getan. Wie beurteilst du deine Leistung im ersten Rennen in Imola? Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Und ja, wahrscheinlich hätte ich sogar besser erfahren können mit Fahrhilfen, aber ich bleib bei meiner Einstellung, genauso wie bei meiner Einstellung im Spiel. Das ehrt dich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, aber du könntest dir das Leben leichter machen, für die Punkte vielleicht auch ganz gut. Ihr seid gerade mit 20 Punkten auf Platz 3 und wir haben es gesehen, es war eine wirklich spannende Rivalität auf der Strecke zu sehen. Du und der liebe Ede vom Team Mercedes. Ihr beide wart, glaube ich, die fast über die gesamte Renndistanz sich es hart und dreckig gegeben haben. Ede, wie beurteilst du denn hier so die Sachlage? Ja, so ist der Rennsport. Da wird es auch mal, da geht es auch mal krass zur Sache. Und würden wir hier Seifenkisten schrauben, das ist nun mal so in der Formel 1. Wir pflegen eine sportliche, kompetitive Beziehung. Wir respektieren die Leistungen untereinander und alles andere kann man ja in der Zeitlupe sehen. Ach, das ist schön. Ja, es ist sehr versöhnlich, die Stimmung auf jeden Fall da unten. Krogi. Ja, hallo. Achso, sorry, Gregor, ich wollte dir nicht. Ich wollte, aber ich glaube, wir wollen Krogi auch Ähnliches dann fragen. Krogi, du hast natürlich sehr souverän deinen Sieg herausgefahren. Du warst lange Zeit dann hinter unseren beiden Kontrahenten gewesen mit Ede und Fabian. Warum bist du nicht vorbeigefahren? Also ehrlich gesagt habe ich gehofft. Also ich habe ja gesehen, dass ich einen Puffer hatte, weil der Start ist mir zuträglich gewesen. Da habe ich ja viel aufbauen können. Und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, Eddie kann ich vielleicht ein kleines bisschen supporten, ehrlich gesagt. Und ich wollte mir jetzt angucken, so fürs Team,
einfach fürs Teamgefühl und hab gesehen, Eddie fährt seine Runden und es war alles gut und dann konnte ich dann auch wieder weiterfahren, das war in Ordnung. Das ist ein Luxus. Aber kann mir einer sagen, ob das in der Formel 1 auch so gehandhabt wird, weil ich fand es tatsächlich unfair. Weil ja? Ich durfte dich nicht überholen. Naja, ich war ja und hinter du hast dir. Mich davon abgehalten, Ede anzugreifen. Und Moment, sorry. Ich war hinter dir. Also du. Nein, du warst zwischen Ede und mir. Ja, das war aber in deiner Welt sehr lang. Da bin ich aber wirklich ganz normal gefahren und ich konnte Eddie nicht überholen, weil ich noch nicht da war. Also Ede musste dich überholen lassen und du hast gesagt, ich fahr erstmal hinten, ich fahr erstmal hinter dir. Also, ja. Das ist auch nicht. Beginnt in 20 Sekunden, liebe Leute. Ich finde es eine schwierige Frage. Nicht bereit, weil nicht bereit, ich konnte das wirklich bereit, nicht überholen. Aber egal. Mal aus, bitte. Es hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich freue mich aufs nächste Rennen. Vielleicht wird es ein bisschen spannender. Aber Walle hat eine sehr gute Zeit abgeliefert. Muss man schon sagen. Es war sehr, sehr knapp. Ja. Und wäre der Anfang nicht so gewesen mit diesem, mit der Durchfahrtsstrafe und so, wäre es sehr spannend gewesen. Ja, bin ich gespannt. Muss ich auch kurz noch zu sagen, war halt einfach dumm von mir. Also ich war in dem Moment einfach nicht bewusst, okay, wenn man losfährt, dann fährt man auch los. Also diese roten Ampeln, die halten einen nicht. Ich konnte halt nicht direkt starten. Ich hatte das gegenteilige Problem. Ich bin vor allen gestartet. Und dafür wurde ich bestraft, zu Recht. Aber diese Strafe, ich habe halt mir dadurch 2 Sekunden rausgeholt und meine Strafe ging ungefähr 23 Sekunden. Also das war wirklich lang, da durchzufahren. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz, dass ich dann noch aufholen konnte. Ja. Und ich glaube, wäre mir das nicht passiert, Krogi, dann hätten wir ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt. Aber ich muss sagen, mein Team-Buddy hat ja was Ähnliches erlebt. Erzähl doch mal kurz. Ey, ich muss sagen, mich hat der Start und der Fehlstart, ich war komplett rausgebracht. Ja. Ich war komplett aus meiner Konzentration raus. Dachte nur so, fuck, was passiert hier überhaupt? Bin dann, glaube ich, gleich die ersten Kurven einfach mitten ins Kiesbett, hab meinen Frontflügel angeditscht, hab dann versucht, mich noch irgendwie 6 Runden über Imola zu retten. Aber dann ist es mir jetzt eigentlich ganz gut gelaufen, weil ich habe dann harte Reifen drauf gekriegt und konnte quasi das Rennen dann durchziehen und habe deswegen noch den 3. Platz geholt. Und kurz vor Florentin, er hat mich doch fast so gehabt am Ende. Und dadurch aber hast du es ja auch mit dem einen Boxenstopp geschafft. Ja, genau. Und ich brauchte halt 2 so. Ja. Das ist gut gelaufen, dass du nicht noch einen zweiten brauchtest, weil sonst wäre das, glaube ich, punktemäßig für uns nicht so ausgegangen. Ja, ja. Natürlich. Aber es sah gut aus. Es sah sehr gut aus. Es sah super aus, dieses Schlängeln. Also alle stehen da und Valentin, du gibst Gas und fährst vorbei. Beide? Ihr habt es, wenn ich einmal kurz fragen darf, nur zur Sicherheit. Ein Boxenstopp ist, glaube ich, auch bei eurer Renndistanz verpflichtend. Ihr müsst 2 Reifentypen fahren, das habt ihr alle auf dem Schirm. Yes. Ihr könnt euch auch anzeigen lassen, wie der Zustand eurer Reifen ist. Einmal noch Richtung Florentin gefragt, weil du dich, glaube ich, auch sehr ambitioniert ja durchaus mit dem Spiel beschäftigt hast. Hat man ein Gefühl dafür, dass eben nach 2, 3 Runden die Reifen schlechter werden? Oder hat man das Gefühl, man fährt vielleicht einfach schlechter? Also dieser Verschleiß, macht er sich bemerkbar? Also den Verschleiß nicht so, aber schon den Unterschied zwischen den Reifen schon. Also wir fahren jetzt auch nicht so super lang. Wir fahren ja auf den Reifen immer nur so 5, 6 Runden. Ich glaube, da ist es nicht so stark. Aber man fährt dann schon vorsichtig. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich das Rennen abgeschlossen habe, ein paar Mal rausgeflogen. Und es ist schon was ganz anderes. Ich bin ja sonst eher so der Schönwetter-Sonntagsfahrer. Und ich orientiere mich zum Beispiel auch immer an diesen Schildern, die an der Strecke sind, die Distanz zur Kurve anzeigen. Die wurden leider im Laufe des Rennens umgefahren. Weswegen ich einfach komplett wie in einer fremden Stadt einfach so, wo, was ist hier? Aber ich bin froh, dass ich es am Ende gekommen habe. Und ich meine, Steffen, ich war am Ende auf 1,5 Sekunden an ihm dran. Ja. Das hat Spaß gemacht. Das war krass. Ich glaube, jetzt in Spanien werden noch mal die Würfel neu geworfen. Stark. Genau. Also ist auch wie der Spanier sagt. Ist auch ein gutes Schlusswort für das Bequatschen erstmal nach dem ersten Rennen, denn wir sollten uns bereit machen, dann ins nächste Rennen überzugehen. Wir könnten ja schon mal dann die nächste Grafik dann zeigen, den Streckenüberflug. Wie schon angedeutet, wir sind jetzt in Barcelona auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. 4,6 Kilometer lang, 4,657, 14 Kurven, wird im Uhrzeigersinn gefahren. Es gibt nur eine lange Gerade auf der Start und Ziel und danach ist eine ziemlich geschlängelte Strecke, bei der teilweise auch viele schnelle Kurven da sind. Da sehen wir es gerade, die lange Gerade auf der linken Seite und die geschlängelten Kurven. Sehr interessant ist dieser kleine Hubbel in der Mitte, den man mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit dann durchfahren kann. Ist ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, als Imola, aber es gibt auch hier genug weite Auslaufzonen. Ist auch eine Strecke, die unter anderem bei MotoGP gefahren wird und die durchaus auch mal ganz nett sein kann. Ja, auf jeden Fall. Ist eine sehr beliebte Teststrecke auch bei
der Formel 1, wo man sich dann auf die neue Saison vorbereitet, weil sie eben viel zu bieten hat und teilweise auch so eine Kurvencharakteristik, so gerade im dritten Sektor, die so in ihrer Art und Weise so ein bisschen den Stadtkursen ähnlich ist. Und deswegen ist das eine sehr beliebte Strecke so zum Ausprobieren, wo steht man gerade eben, wenn die Tests so im Winter und im Frühjahr für die nächste Saison starten. Ja, so viel erstmal zu Barcelona. Ich würde sagen, wir starten ins Qualifying. Ja, zum großen Preis von Spanien. Und da läuft es auch schon, während wir geredet haben, wurde schon gestartet. Einige sind noch in der Outlap, also der Runde, in der sie sich sozusagen erstmal warm fahren. Valentin ist noch in der Box, alle anderen sind bereits auf der Strecke. Ja, eventuell sollte es, also ich habe es ja gesagt, es ist ein bisschen anspruchsvoller insgesamt als jetzt in Imola. Allerdings, dadurch, dass wir ab und zu mal ein bisschen schnellere Kurven haben, nicht mehr so S-mäßig alles zu viel ist, das könnte durchaus Fabian und Ede ein bisschen helfen und zuträglich sein. Jetzt wird schon mal gemeinsam auf der Aufwärmrunde oder auf der Einführungsrunde jetzt hier schon da dran gehalten. Ich hoffe, dass Krugi weiß, was er macht. Ja, also es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, sich hier Duelle zu liefern. Gut. Der Windschatten könnte es sein, aber ja, aber in der Outlap ist das jetzt auch noch. Also vor allem der Windschatten von Fabian Krane ist auch eher so ein Windschlange, sage ich jetzt mal. Ist, der musst du erstmal herfahren. Das stimmt. Es könnte vielleicht ein nicht daran vorbeifahren Trauen sein. Bei Sache in Sachen Krogi. Aber es bringt ihm natürlich nichts, wenn er auf seiner schnellen Runde, und wir wissen, er kann schneller. Oder wir gehen stark davon aus, durch jetzt die macht Erfahrung, er Platz sehr, sehr gut. Oder wird Platz gemacht. Ja. Krugi schießt jetzt einmal um die letzte Kurve auf der Outlap und fängt seine erste Gezeitete gleich an. Vielleicht begleiten wir ihn auch mal auf seiner ersten gezeiteten Runde, denn das ist ja wirklich mal interessant, welche Duftmarke hier gesetzt wird, um sich diese Strecke anzugucken. Da sehen wir übrigens gerade DRS automatisch offen gewesen, die Klappe hinten. Die ist während des Qualifyings komplett freigegeben. Während des Rennens haben wir die angesprochenen Limitationen, aber hier gibt es natürlich Sinn, wenn Krugi das dann auf der Geraden macht. Sie sind gerade im ersten Kurvengeschlänge auf dem Part nach Start und Ziel. Da sehen wir es ein bisschen größere Kurven, nicht ganz so eng. Also kannst du die Geschwindigkeit einigermaßen hochhalten. Ich finde, das hat einen schönen Flow, wenn du da durchfährst. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, es sind weite Kurven, aber man darf sich ja nicht vertun. Es ist ja nicht so, dass immer so die Haarnadelkurven und die Schikanen das Schwierigste sind. So ein Gefühl für so eine langgezogene Kurve, die dann vielleicht sich innerhalb der Kurve auch nochmal verändert zu bekommen. Weil wenn du da einmal zu weit raus bist, wirst du vielleicht super krass weiß rausgetragen. Also das ist so, jede Strecke, jede Kurve hat sicherlich ihren ganz eigenen Anspruch. Und deswegen, was auf den ersten Blick dann vielleicht leicht aussieht, ist nicht zwingend leicht zu fahren. Ja, du hast recht, natürlich. Leicht ist immer relativ. Und gerade die Geschwindigkeit hochhalten, das musst du dann auch. Genau. Ja, du hast nicht immer den Luxus, ich hätte hier eh abbremsen müssen. Also ist egal, wenn du Geschwindigkeit verlierst, hast du vielleicht auch nicht mehr genug, um vernünftig für die anderen Kurven zu kommen. Und deine Zeit ist nicht die geilste. Aber Krogi hat sich wieder ganz nach vorne gesetzt. Wir haben schon eine Handvoll gezeitete Runden. Krogi mit einer 1:15.797. Steffen wieder nah dran bei knapp 4 Zehntel, 3 bis 4 Zehntel dahinter. Ja, und Krugi setzt direkt noch eine hinten dran. Also da sagt er, geht da vielleicht noch was. Also die Reifen lassen es zu, er traut sich. Die Zeit läuft zumindest gerade noch mal. Ja, ich bin mal gespannt, was Valentin macht, denn der ist natürlich nicht Valentin. Aber Valentin hat fast die exakt gleiche Zeit wie Steffen gefahren. Ja. Der hat gerade seine erste gezeitet. Oh ja, 400stel Sekunden. Eine halbe Millisekunde trennt die beiden voneinander. Zehntelsekunde, nicht Millisekunde. Unsinn. Also ich bin direkt hinter dir, aber ich überhole nicht. Da sieht man's. Der Scheitel der Konzentration zeigt in die Kamera. Das ist ein schöner Scheitel, ja. Ja, ergibt natürlich total Sinn. Hier fahren alle soft, hier fahren sie alle die Mischung, weil hier geht's einfach darum, um die eine schnelle Runde. Um die eine, die einen möglichst weit nach vorne bringt. Und Valentin ist bissig unterwegs. Ja, Steffen ist wieder in die Box gefahren. Der haart noch ein kleines bisschen aus. Da sieht man es, in der normalen Formel 1 sind der Boxenfunk ist da, aber nie unter den Fahrern untereinander. Jetzt können sich die Teams natürlich direkt absprechen. Jetzt versucht Krogi ein paar Tipps Ede zu geben. Die Box ist in der letzten Kurve. Ja, die Box ist schwer. Ja, ist teilweise auch ganz elementares Wissen, was hier ausgetauscht ist. Weil ihr lacht vielleicht drüber, wo ist die Box? Hier wird gerade gesagt, ach, die Box ist da und da. Da hatten wir ja auch schon, gerade in der ersten Sendung, ihr könnt es bei YouTube ja nochmal nachholen. Ah, und da ist er jetzt daneben. Das haut ihm kaputt. Er hatte eine absolute Bestzeit in Sektor 2. Unglaublich.
Und jetzt fährt er in die Box, da ist nichts mehr zu holen. Er bricht die Runde ab. Das ist auch Quatsch. Du hast recht, im ersten Tag schon, damit ich glaube, in Spa müsste es gewesen sein. Oder in Spielberg. Ich weiß nicht, bei welcher Strecke es war, aber auf jeden Fall war da die Boxeneinfahrt versteckt. Einigermaßen versteckt. Die musstest du schon vor der letzten Kurve, vor Start und Ziel dann irgendwie nehmen. Hier ist sie ein bisschen deutlicher zu sehen. Ja. Und Fabian Krane gerade auf dem vierten Platz. Also er hat eine Zeit gesetzt, die A zählt und B ihn auf Platz 4 gespült hat. Mal schauen. Also, wir sehen gerade oben rechts seine Sektorenzeit und er fährt der eigenen Zeit hinterher. Da kann man sich dann nicht fragen, ob er das noch rausholen kann oder ob man da lieber ganz gemütlich Reifen schon vielleicht durchhuckelt, nochmal Schwung holt vor der letzten Kurve, um einen neuen Versuch zu machen. Aber ich glaube, dass vertraut werden mit der Strecke ist. Ja, das muss abgewägt werden. Ne? Das Vertrauen muss da sein. Du kannst nicht schon mental die Runde einfach abbrechen, nur weil die Zeit schon so weit hinten ist. Weil dann fehlt dir vielleicht die Erfahrung für die nächste Runde, die du nimmst. Ich weiß nicht, inwiefern Fabian natürlich im Blick hat, was habe ich noch an Reifenqualität drauf? Wie sieht es mit dem Sprit aus? Sowas kann ja auch auf der Geraden sich nochmal... Oh! Da hat er die Boxeneinfahrt versäumt und fast ein kolossal. Er könnte links fahren, er könnte längs, rechts fahren, er wäre fast in der Mitte gelandet. Ja. Was ist das denn? Aber die ersten drei sind für unsere Verhältnisse eng beieinander. Kobi hat sich nochmal verbessert, aber die ersten drei eng beieinander. Aber gut, auch die letzten drei jetzt keine Welt dahinter. Bei sich sind sie auch relativ nah beieinander. Man sieht, wie gut diese Runde von Krogi war, die er eben dann gleichgesetzt hat. Also Steffen und Valentin müssten eigentlich jetzt noch mal weiter konsequent üben und hoffentlich die Ferraris als auch Ede mal finden, wo sie die Sekunden haben liegen lassen. Ja, das ist tatsächlich der Rennrundenrekord. Ist ja immer noch mal was anderes als im Qualifying. Also im Qualifying sind die Zeiten schneller als im Rennen in der Regel. Ja. Der Rennrekord liegt auf dieser Strecke bei 1:16.33. Aufgestellt von Max Verstappen in diesem Jahr. In diesem Jahr noch. Immer erstaunlich, denn die Autos werden natürlich bewusst immer mit den neuen Reglements, weil die automatisch schneller werden durch den Fortschritt, bevor du dann 8000 km/h Boliden dann irgendwann hast, werden die dann immer ein bisschen eingeschränkt und die Teams kommen wieder schnell hinterher, dass du mit einem aktuellen Auto eine absolute schnellste Runde setzt, ist sehr erstaunlich. So, Ede ist gut dabei mit seinem Delta, hat knapp eine halbe Sekunde rausgeholt. Drei gilt es ja zu finden irgendwo, damit er rankommt an die besten Zeiten. Aber ist nicht schlecht jetzt. Wir sind in Sektor 1. Der wird auf jeden Fall seinen grünen Sektor haben. Vielleicht sogar Purple. Nee, bei grün bleibt es. Also nicht die allerbeste Zeit. Er ist fast an einer Sekunde dran. Also bisher sehr gut bei Ede. Ja. Aber jetzt kommen natürlich auch die schwierigen Geschichten. Aber es ist immer noch gut. Also wie du sagst. Ja. Also eine Sekunde ist ein guter Anfang. Ja. Wenn er das halten kann bis zum Ende. Und vielleicht war es ja bei seiner gezeiteten Runde ganz hinten, wo es dann gestartet ist. Jetzt, da ist er leider schlecht rausgekommen. Ja, da war ein bisschen zu konservativ. Hat die Hälfte verloren leider im Vorsprung. Aber er biegt gleich in den dritten Sektor, in diesen sehr mit Kurven, wo man schon, ein bisschen Stern und da rutscht das Delta rüber ins Rote. Also irgendwo im Mittelpart hat er alles liegen lassen leider. Ja. Oh, und jetzt und dann nimmt er zu weit rausgetragen, natürlich. Er holt jetzt nochmal Schwung, aber leider, da hat er das weggeworfen. So im letzten Sektor, was er sich rausgearbeitet hat. Aber egal, jetzt nicht unterkriegen lassen. Es wird ein bisschen besser, würde ich schon. Ja. Nee. Eine halbe Sekunde drüber sogar. Komm schon. Alter. Steffen hat sich gerade. Schaut's dir an, schau dir die Zeit von Steffen an. Der ist dann. Jetzt hab ich dich. Vierhundertstel. Ja, genau. Ein gutes Zehntel. Meine Fresse. Vierhundertstel sind es, ne? Ja. Vierhundertstel entfernt. Mathe schwer. Seine Kurve vor der Box ist ein bisschen verwirrend, aber ansonsten. Alter, da legt er noch mal einen Namen. Alter, Krogi. Krogi ist eine halbe Sekunde schneller jetzt noch mal geworden und hat nicht so viele Versuche gebraucht. Ja. Ist halt ein geiles Game. Ich will jetzt nicht sagen, dass er das bewusst macht. Also nach dem Motto, ich fahre nur mit 80%. Warum ein Risiko eingehen? Aber ja, ich meine, es liegt in der Natur der Sache. Hier wird geübt, man wird besser. Man hat ja auch die Zeit dafür. Es ist alles fein. Meine Zeit? Was ist das denn gewesen? Da. Scheiß Kreistaste gekommen, das hat mich rausgeschoben. Wo ist die Box? Da hat jemand den Frontflügel. Nee, habe ich das gerade mir nur eingebildet? Offenkundig. Ja, der Frontflügel ist weg. Der Frontflügel fehlt. Das Frontflügel ist weg. Eieiei. Also und er hat noch einen weiten Weg. Nein, hat er nicht. Er biegt jetzt gerade. Er biegt gleich ein, ja. Also, aber ich hoffe, er schafft es auch. Denkt dran. Ja, was? Ah, nervt.
das kriegen wir noch hin. Also, da ist die Box einfach. Okay. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Es wird natürlich ab einem gewissen Punkt hier von der Automatik gesteuert. Tatsächlich ist es so, du darfst nur mit einer gewissen Geschwindigkeit hier reinfahren und Boxenstopp und all das, was passiert. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei E. Das würde mich mal interessieren, wie das denn eigentlich in-game aussieht. Er fährt jetzt rein, er kriegt eine neue Nase. Das dauert natürlich dann länger. Die sind auch sehr entspannt bei der Arbeit. Wobei, ich glaube, er fährt jetzt direkt rein. Also die machen keinen Boxenstopp. Genau. Dann Ede macht ein bisschen Pause. Ja, sie müssen da vielleicht ein bisschen mehr reparieren. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Wo steht denn die Zeit? Wie viel Qualifying noch? Ja, nicht viel anders bei dem richtigen Mercedes-Team gerade in den letzten Wochen gewesen. Da gab es auch Technik-Trouble und George Russell ist ja auch mit einem Qualifying ausgefallen. Ah, das ist natürlich jetzt, das ist bitter. 7 Minuten haben sie noch, also das können sie hoffentlich reparieren. Ich meine, es ist ein Spiel. Aber es ist schön, dass das nicht einfach weg, ne, so Knopfdruck, zack. Ja, wir haben gesagt, Schadensmodell ist an, auch wenn auf einer geringen Stufe. Weil so hättest du einfach irgendwann nach der Arie, die wir im ersten Rennen gesehen haben, einfach nur Blech auf der Straße und Carbon die ganze Zeit. So muss schon was explizit hart passieren. Ja, Fabian leider nicht gut aus dem ersten Sektor rausgekommen, schon eine Sekunde dahinter. Aber er fährt auf jeden Fall, das ist zumindest mein Eindruck, weniger risikoorientiert gerade. Also schon so ein bisschen, hey, komm, ich gebe mir wirklich Mühe. So oft ist er nicht aus den Tracklimits draußen. Genau. Ja, das ist ein guter Anfang. Du brauchst erstmal diese Sicherheit, bevor du dann die Kurven ein bisschen enger schneidest und schneller nimmst. So, jemand hat sich gedreht in Sektor 1. Das, glaube ich, war ein Mercedes. Also könnt ihr Nee, da steht einer an Start. Und, ach nee, das ist Ede in der Box. Okay. Genau, ein Red Bull. Krogi und Valentin sind gerade in der Box. Naja gut, also eine halbe Sekunde Abstand, die Krogi knapp auf Steffen hat, das ist schon gut. Ja, können wir Regie auf Steffen mal draufgehen, weil der wird gleich auf seine gezeiteten Runde sein. Und da, glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil der hat Krogi jetzt im Visier, die paar Hundertstel, die will er ihm abnehmen. Ganz genau, er kommt jetzt hier, glaube ich, gerade in den dritten Sektor, in die letzten Kurven. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du jetzt in der letzten Kurve, die dann gleich kommt, nochmal richtig Schwung holen kannst, um dann auf der Geraden bestmöglich schnell zu sein. So, jetzt gilt es, gleich geht er über Start und Ziel. Und dann wird Steffen sicherlich nochmal angreifen. So, wir bleiben dabei. Ja, und man sieht es direkt am Minus, ne, ist ein bisschen schlechter rausgekommen. Also an dem Plus an Zeit in diesem Fall. Plus. Also mehr als Vollgas kann er da nicht machen, aber nicht genug Geschwindigkeit mitgenommen. Genau. Und jetzt schon 2/13, 3/13 dahinter. Und jetzt holt er es wieder raus. Genau, vielleicht weiß er auch, wo er es verloren hat. Das können wir jetzt ja nicht so ganz genau sagen. Aber er ist deswegen, da ist noch viel drin. Vielleicht hat er einen Fehler drin. Und jetzt ist er tatsächlich radikal besser geworden. Ja. Gerade um 4/10 hat es ihn nach vorne gehauen gegenüber seiner Zeit davor. Ja, da hat er vorher einen Fehler gehabt, den er jetzt ausgemerzt hat. Er hat auch Glück, gerade mit der Streckenposition, weil er hat keine Autos vor sich. Also das Einzige, woran scheitern kann, ist das eigene Versagen. Ja, aber wie gesagt, ungefähr 4/10 waren der absolute Abstand, den er auf 4/400. Also jetzt mit einem Zehntel wäre er schon drüber, jetzt falls Krogi nicht noch eine Marke setzt. Ja, er hat die absolute Bestzeit in Sektor 2 gesetzt gerade und das ist schon gut. So. Das ist wirklich gut. Jetzt kommen noch 2 Kurven. Jetzt hier einfach sauber rein, sauber raus. Genau wissen, wann man am Gas ist. Scheitelpunkt gut treffen. Nicht so weit raustragen lassen. Okay. Und das könnte reichen. Das könnte reichen für ihn. Es ist nicht die Pole. Es sind die 4/10. Da hat sich wohl noch mal was getan. Da hat sich Krogi noch mal verbessert. Am Ende 1/100. Ah ja, Krogi ist noch mal. Stimmt. Steffen hat sich verbessert, aber Krogi auch. Jetzt ist er 4/10 drüber. Und zwischendurch war er eben mal in diesem Bereich. Also 3,5 Zehntel. Da ist noch was drin. Krogi kann vielleicht noch mal nachsetzen. Vielleicht ist er auch schon an der Grenze. Nein. Also Krogi ist auf seiner Outlap jetzt. Ja, dann gucken wir mal. Ah, es ist so knapp gewesen. Ja. Auch Ede ist wieder auf der Strecke, also der Boxenstopp ist vorbei. Aktuell liegt er auf dem letzten Platz. Ich hoffe, er hat eine Nase mitgenommen. Da geht noch eine. Doch, hat er. Okay, gut. Das Delta ist nicht schlecht, also ist 2/10 drunter. Da könnten noch ein paar Sekunden mehr weg sein. Ja, genau. Das muss man einfach mal sagen, weil Krani, der 5-Platzierte, ist eben gerade nur 3/10 entfernt. Mhm.
Okay, von Walle haben wir nichts noch Schnelleres gesehen bisher. Die Frage im Chat, die gestellt wird gerade, für alle, die jetzt erst dazukommen, ja, das Rennen wird gleich gefahren. Wir sind hier gerade beim Tech Team Tournament. Wir fahren insgesamt 3 Strecken heute, jeweils bestehend aus verkürztem Qualifying und verkürztem Rennen. Wir sind gerade bei Strecke Nummer 2. Imola haben wir vorhin gesehen, könnt ihr im Zweifel natürlich gerne nochmal wiederholen, wenn ihr erst jetzt reingekommen seid. Wir sind gerade im Qualifying für Barcelona für Wettbewerb Nummer 2 am heutigen Abend. Genau, und der aktuelle Zwischenstand ist es, dass das Team Mercedes vorne liegt, aber sehr knapp mit nur 3 Punkten. Ja. Jetzt bin ich gerade nicht sicher. Also, straf mich lügen, aber ich glaube, wenn Ede die Runde zu Ende gefahren wäre, hätte er an Krane vorbeiziehen. Ich bin nicht ganz sicher, hatte er einen Schaden? Es sah so aus. Ich habe nicht ganz genau drauf geachtet gerade. Es kann natürlich sein, dass er vielleicht nicht Kranes Zeit im Blick hat, sondern dann eher auf die Gesamtzeit guckt und dann sagt, lohnt sich nicht. Ja, aber ich glaube, die Zeiten müssten ja angezeigt werden, oder? Eigentlich schon, ja. Das wäre ja nur redlich. Ja, Krogi hat keine gute Runde im Moment. Das ist ja eine Scout-Runde wahrscheinlich. Der will vielleicht noch mal ein bisschen was versuchen, um zu gucken, ob es irgendwo ein paar Millisekunden gibt, die er bisher nicht rausgeholt hat. Mhm. Und dann in einer guten Runde anwenden. So, er gibt Gas, er zieht durch. 1,5 Sekunden drunter wäre er jetzt. Ich kann ja noch eine. Okay, das ist auch eine Aussage. Das heißt, ich kann doch keine? Nee, das wird dann nichts mehr bringen, genau. Ja, das ist das Problem. Weil du quasi die Hotlap nicht mehr anfangen kannst. Verstehe. Ja, er hat es gerade erklärt bekommen. Das Reinfahren in die Box war nicht smart, weil er nicht genug Zeit hat, eine Outlap zu setzen. Ja, er hätte, wenn er vor 30 Sekunden rausgefahren wäre, hätte es wahrscheinlich noch geklappt irgendwie, aber so nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt dauert es in der Box halt noch länger. Steffen ist in der Box, da ist auch nichts mehr zu holen. Das heißt, der zweite Platz für ihn ist noch nicht zementiert. Da ist vielleicht noch was drin, aber wahrscheinlich nicht. Ja, Walles Delta ist nicht besonders gut. Wobei, der wird gleich noch auf eine gezeitete Runde fahren können, wenn er durchhaut. Also die Strecke macht Spaß, aber die ist schon sauschwer. Also die Kurven wirklich gut zu nehmen. Junge. So, jetzt das sieht gut aus. Zieht er nochmal einmal durch. Routine. Wir sind, genau, 2 und 3, das ist unsere Position. Das ist wirklich solide, das stimmt. Und dann Sandford ist unsere Strecke. Ja, aber guck mal, alle wollen gar nicht mehr, ne? Also anscheinend. Da wird die Streckenposition akzeptiert. Eventuell spielt bei Walle eben auch noch dieser Frühstart mit rein. Und jetzt lass mich einen guten Platz haben. Dritter ist ja nicht super schlecht. Und dann gucken, dass ich erst losfahre, wenn man losfahren darf. Ja. Du meinst, dass ihn das moralisch ein bisschen noch mitnimmt? Ja, das ist so von wegen aus. Er hat ja auch keinen schlechten Platz beim letzten Mal erfahren im Qualifying und hat ihn weggeworfen sofort. Ja, das stimmt. Da hast du recht. So, die beiden Ferraris, beziehungsweise einer von beiden, ist auch durch. Da hat sich nichts mehr geändert. Und der letzte Ferrari auf der Strecke, das ist der Krani, der immer noch versucht, sich zu verbessern. Gucken wir vielleicht mal kurz zu ihm, ob sich da was tun kann. Ja, der kommt, also so ganz eng nimmt er die Kurven nicht, aber sicher. Ja, wir sehen sein Delta jetzt gerade nicht eingeblendet in dieser Perspektive, aber er fährt jetzt rüber und nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts werden. Aber so hätte es gut ausgesehen. Ja. So, genau, er nimmt schon die Hände vom Lenkrad. Der Ferrari trudelt traurig über die Gerade. Musik ist das Beste. Ja, gut, damit haben wir eine Startaufstellung. Krogi vor Steffen und Valentin. Die beiden Ferraris mit Florentin und Fabian auf 4 und 5. Und Ede hat leider keine letzte gezeitete Runde mehr fahren können, aber auch nicht mit super viel Abstand auf dem 6. Platz. Ja. Genau so ist es. Wir schalten vielleicht noch mal ganz kurz ins Fahrerlager runter. Es geht gleich los und liebe Regie, nehmt uns ruhig knallhart mit. Sobald die Kollegen vorne sind, gehen wir gerne in-game, damit wir das Ganze mitbekommen. In 30 Sekunden geht's los. Gut, dann okay, schalten wir auch nicht mehr. Was ist dein Tipp? Also alle Zeichen sind auf Max. Entschuldigung, Michael Krogmann. Ja, das natürlich, aber ich sag dir was, ich glaube, die Red Bulls werden uns jetzt überraschen beim Start. Und wenn nicht sowas wie von Valentin beim letzten Mal passiert, auch Steffen war ja abgelenkt. Ich glaube, wir werden Red Bull vorne sehen nach der ersten Kurve. Das könnte sein. Ich meine, sie sind auf Platz 2 und 3. Das ist natürlich ein gewisser Druck. Und jetzt
das erste Mal einen richtig regulären Start zu haben, ist ja auch schön. Ja. Es gibt keine Formations-Lab, genau. Die ist weg, brauchen wir auch nicht, haben wir gerade gesehen. Die funktionieren ja. Genau, also sie sind warm gefahren. Im echten Leben gibt es eben eine Formation-Lab, weil Qualifying einen Tag vor dem Rennen stattfindet, das ist völlig in Ordnung. Ob es denn noch alles läuft. Ja, so, ich bin super gespannt. Also da, wenn die Lichter ausgehen, geht es los. Und da gehen sie gleich aus und da wurde aber hart geschlafen hinten bei Ferrari. Tatsächlich. Das habe ich gesehen und es ist tatsächlich, die ersten beiden, Krogi und Steffen, sind gut weggekommen. Da hat sich jetzt erstmal nichts getan. Und da hat, ich sag mal, da wurde hart verteidigt, respektive mutig angegriffen. Da wurde ziemlich hart verteidigt. Also Steffen hatte einen kleinen Vorsprung. Er hat natürlich die Position fast gehabt, war aber nicht vorbei an Krogi und hat noch mal zurückgesteckt, bevor er noch mal rausfliegt. Ja, und das ist jetzt natürlich spannend, weil beide haben irgendwie einen gewissen Anspruch sicher, aber haben sich gerade verständigt, sich nicht gegenseitig anzugreifen. Ja. Ist noch zu Ede früh dafür. War von der Strecke, meine ich, ganz kurz gerade. Er ist auf jeden Fall noch mal hängen geblieben. Oh, Krogi fährt uns schon davon, ja, das kann nicht sein. Das ist gut. Steffen ist ganz entspannt, weil ja, das Rennen ist lang. 17 Runden sind es. Tatsächlich fährt man in der Realdistanz 66 Runden. Das entspricht einer Gesamtdistanz von 307 Kilometern ungefähr, die gefahren werden in Barcelona. Ja, so ist es. Ich glaube, so die 300er-Marke muss übertroffen werden bei dem Formel-1-Rennen und daran orientieren sich dann, wie viele Runden gefahren werden. Und das darfst du alles maximal in einem Zeitfenster von 3 Stunden machen? 2 Stunden. 2 Stunden sind es? 2 Stunden Fenster, genau. Okay. Also Krogi automatisch die schnellste Rennrunde. Er führt fort mit seiner guten Leistung vom Qualifying. Aber jetzt gilt es eben für Steffen und Valentin erstmal dran zu bleiben. Florentin und Fabian sind nicht zu weit weg. Nur Ede mit seinem Dreher, der auch schon übrigens eine Strafe aufgenommen bekommen hat. Also ist jetzt auch schon an der Box. Okay, können wir zu Ede mal schalten? Was könnte da passiert sein? Also wir wissen es. Hat er wieder seine Nase verloren? Ja. Mal gucken. Ich glaube, die hängt da jetzt hier vorne noch. Es ist die Durchfahrtsstrafe. Er macht die Durchfahrtsstrafe. Die hat er bekommen. Ich denke, ich krieg 3 Sekunden Strafe. Wieso waren das jetzt 15? Ich hab bei dir gerade auf den Bildschirm geguckt, ey. Scheiße. Ja, wir wissen es nicht so genau, was da jetzt gerade passiert ist, aber davon sollte er sich nicht demotivieren lassen. Stark! Okay, Steffen hat Krogi überholt. Oh, okay. Das haben wir verpasst. Das hätten wir nicht erwartet. Das haben wir wirklich nicht erwartet. Nicht so früh im Rennen. Ja. DRS ist noch nicht freigeschaltet, aber er war die ganze Zeit eben unter dieser berühmten Sekunde ran. Und jetzt ist Krogi gefordert, weil das will er sich natürlich nicht bieten lassen. Ja, so oder so ein bisschen Windschatten kannst du ja mitnehmen. Ja, ne? Nur wenn du absolut direkt bis auf ein paar Zentimeter dahinter fährst, dann kommst du in die berüchtigte Dirty Air. Ja, du hast es prophezeit, ne? Also, dass es hier spannend werden könnte. Nicht zwingend beim Start, aber jetzt doch innerhalb der zweiten Runde. Oh, und jetzt ist DRS aktiviert. Ja. Krogi ist mit einer halben Sekunde drin. Und sie fahren, sind am ersten Detection Point vorbei. Das heißt, Krogi könnte eigentlich auch schon mal den Flügel schalten. Shitty. Also er zieht ran. Ja. Ah, das hat. Okay, das ist genau das, was wir natürlich jetzt sehen wollen. Und solange Steffen da vorne jetzt auch ein bisschen blockiert, natürlich Walle auch die Möglichkeit, noch mal ranzukommen, vielleicht ein bisschen. Das stimmt, wenn Steffen auf der Ideallinie bleibt. Also Krogi müsste sie dann verlassen, hatte aber eben keine gute Position, um dann zu überholen. Fuck! Gelbe Flaggen in Sektor Eddy. Ja, oder? Da ist ein Ferrari. Oh, die Stimme war Fabian Krane. Ist da. Oh, kommt er raus? Oh, ich glaube, da muss der Safety Car raus. Was zum Warum fahre ich nicht? Der ist im Kiesbett gelandet. Er hat Sides gemacht. Ich mach's aus. Kannst du Rückwärtsgang machen? Von Session disqualifiziert. Parken an einem gefährlichen Ort. Fuck, weiß es nicht. Tut mir leid. Krani ist disqualifiziert worden. Das ist natürlich bitter und das würde bedeuten, hier wird es wahrscheinlich gleich ein Safety Car respektive. Oh, das macht Krogi natürlich. Und Krogi sticht rein. Aber vielleicht schafft er den Konter.
Ja. Boah, das war echt. Nein! Steffen ist weg. Valentin oh nein. zieht vorbei, sichert sich den zweiten Platz. Oh nein, Steffen. Für die Teamwertung natürlich absolut super. Und jetzt ist Florentin auch ganz nah dran. Eine Sekunde unter ihm. Vielleicht kann er jetzt direkt an ihm vorbeiziehen. Er hat ihn im Nacken. Vielleicht schalten wir mal zu Florentin, der ihn jetzt eben, oh ja, ganz, ganz hart verfolgt. Und schau dir das mal an. Sorry, Florentin. Ja, man weiß ja nicht, auf wie viel Schaden jetzt am Auto von Steffen dann beigeblieben ist. Vielleicht ist mit dem Frontflügel auch einiges nicht in Ordnung. Das war natürlich das schlechtmöglichste Ereignis, was passieren kann nach dem Überholmanöver. So gut lag er vorne und jetzt hat er drei Plätze verloren. Vielleicht hat er sich natürlich irgendwas beschädigt beim Ausritt. Jetzt ein bisschen schwer zu sagen, so, weil wir es nicht angezeigt bekommen zumindest. Also ja, schade für Krani natürlich, also so früh im Kiesbett dann gelandet zu sein und er wurde aus dem Rennen dann rausgenommen. Zum Glück jetzt keine Safety-Car-Phase, sonst wären, glaube ich, alle sehr durcheinander gekommen. Aber schade, hätte ich doch gerne gesehen. Wäre interessant gewesen, wir hatten das ja auch schon mal. Bisher viel Spannendes im Rennen, nur Ede ist der Einzige, der ein bisschen einsam seine Runden dreht. Ja. Aber da witzig, oh, da hat der Steffen, also ich glaube fast bei Steffen sind entweder die Reifen arg im Argen oder irgendwas kaputt, weil er verliert richtig Zeit. Auch Florentin ist schon 5 Sekunden weg, dieser Ausritt eben in die vorhin angesprochenen Bremsschilder, die dann irgendwann nicht mehr nutzbar sind oder die Distanzschilder, sag ich jetzt mal. Mein Gefühl ist, er eiert ein bisschen jetzt mehr damit. Genau. Das kann, und schau dir die Reifen an, die sehen auch schon einigermaßen abgenutzt. Das sind die ganzen Ausritte nach draußen. Die haben schon ordentlich am Profil verloren. Ja. Und Walle, wir haben es gerade gehört, ich glaube, es war Walle, hat sich aufgedreht. Und es kann natürlich sein, das ist genau das, worauf dann der Florentin lauert. 5 Sekunden, 3,5 Sekunden. Ich kam nicht ran, glaube ich. Also der Abstand war mindestens gleich. Er muss halt mal einen Fehler machen. Ja. Ja, wer weiß, ob Valentin nach hinten schaut und nicht zu viel nach vorne. Exakt. Florentin muss jetzt natürlich die Kohlen wirklich aus dem Feuer holen, weil ohne die Punkte von Krani, er ist der einzige Punktelieferant für sein Team in diesem Rennen. Ja, das hatte ich eben auch erst zur Runde. Aber er profitiert sehr gut davon. Ne? Also, er hat echt schon Positionen richtig gut gemacht. Da steht 3 Sekunden Strafe, das ist einfach nur Zeitstrafe und du musst nicht in die Box. So, Steffen hat die schnellste Rennrunde gerade geholt, also trotz des Rumeierns, viel langsamer ist er nicht geworden, trotzdem der Abstand ist immer noch hoch. Ja, vielleicht war es eher ein moralischer Schaden, den er durch dieses Enttäuschende für ihn und schau dir mal diese entspannte Gelassenheit im Gesicht von Florentin. Ja. Schau dir das an, wie eine Maschine. Ja. Geblinzelt wird später. Ja. Und es ist auch nachvollziehbar. Er hat jetzt eben das nächste Opfer sozusagen im Blick. Aber das ist natürlich kein Opfer im eigentlichen Sinne. Das ist jetzt hier schon Red Bull. Und an dessen Steuer sitzt Valentin, der natürlich eben einen Dreher hatte. Und der hat jetzt entsprechend Florentin nach vorne gespült. Unter 2 Sekunden die Distanz bereits. Und das ist natürlich jetzt die Magie. Wie du sagst, möglichst fehlerfrei, möglichst gut. Nee, Mann. Guck mal, Valentin ärgert sich im Funk. Florentin ist hochkonzentriert. Ja, das ist keine gute Ausgangslage für Valentin. Der muss Ruhe reinbringen, der Junge. Ja, sonst wird ihn Florentin gleich mit dem DRS wahrscheinlich schön überholen können. Ja, und wie du sagst, ne? Vielleicht hat er das gar nicht so auf dem Schirm. Also, 1,5 Sekunden ist er dahinter. Tendenz schrumpfend. Beziehungsweise steigend gerade. Ja, man sieht dann an den Sektorenzeiten von Florentin, der steigert sich auch einfach. Mhm. Wenn wir auf die Streckenübersicht schauen, übrigens, so weit ist Krogi von Ede nicht mehr weg. Ein paar Kurven. Ja, und wir sind gerade erst bei Runde 7. Aber ich habe schon hier Nvidia-Kantenglättung. Ich fahre die Box. Ja, nice. Dafür verwendet. Eieiei. Okay, die Boxenstopps fangen jetzt die richtigen an. Mhm. Also abgesehen von der Durchfahrtsstrafe, die Ede schon mitgenommen hat. Wir sind jetzt schon weit genug im Rennen. Die sind alle mit Soften angefangen. Mhm. Ich würde schon sagen, dass jetzt Mediums draufkommen. Ja. Also Hardware verschenkt. Ja, Steffen hat sie auch drauf, kommt jetzt aus der Box. Ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit man hier in Barcelona so ungefähr verliert. Aber Ede ist weit genug weg, würde ich mal sagen. Also
40 Sekunden werden es kaum sein. Ja, an Ede sollte es nicht scheitern. Und hier kommt natürlich wieder der berühmte Undercut dann ins Spiel mit den frischen Reifen, die sich Steffen jetzt geholt hat. Kann er jetzt erstmal schnellere Rundenzeiten fahren? Und vielleicht reicht das dann zum Beispiel, einige Plätze voranzukommen für die Leute, die später erst an die Box fahren. Ja. Die müssen ihm nämlich jetzt auch erst an der Strecke dann überholen, falls das passiert. Ja, also ein früher Boxenstopp kann wirklich vorteilhaft sein. Hier ist immer, wie immer, ne? Also auf dem Niveau, auf dem hier gefahren wird, ist die Frage, ob das den Unterschied macht oder eben ein Ausritt ins Kies viel, viel mehr Schaden macht, sozusagen, oder Zeit kostet, als ein Undercut raus oder reinfahren kann. Gut. Aber es ist gut, Steffen hat immer noch die schnellste Runde intus. Er nähert sich jetzt langsam seines Zeichens. Ja, das ist ein bisschen irritierend, die Zeitangaben, wenn du im Spectator-Mode bist und wenn du in den Spieler-Modus gehst. Ja, Weil es switcht dann eben so ein bisschen. Genau, genau. Wir müssen immer so ein bisschen umrechnen, weil wir haben natürlich einerseits die Kamerasichten und die TV-Ansicht, wie wir sie hören. Hier sehen wir eher die totalen Zeiten. Hier sehen wir es mit dem Boxenstopp. Der hat jetzt eben mal die knapp 40 Sekunden insgesamt bei Steffen draufgehauen mit den ganzen Sekunden, die er vorher verloren hatte. Ich glaube nicht, dass 40 Sekunden insgesamt für den Boxenstopp gebraucht werden. Also wenn Krogi jetzt hält, sollte er noch vor Steffen rauskommen, aber nicht vor den anderen. Ja, und das sagst du, halten muss er auf jeden Fall noch und deswegen so ein bisschen Konstanz kann da schon einiges bringen. Also Ede ist jetzt auch zur Box gefahren, bei ihm ist es nicht mehr so ganz erheblich, denn er muss jetzt natürlich eher auf die Fehler der anderen setzen, sonst könnte das knapp werden. Wunderbar sehen wir gerade den Blick von Florentin nach hinten, denn Steffen nähert sich sehr weit weg. Ich raff diese Kurve nicht. Man hat ein bisschen Federn gelassen. Das wäre jetzt wahrscheinlich genau das, was du eben sagtest. Florentin könnte sich jetzt überlegen, ob er nicht früher an die Box fährt. Um diese Zeit, weil er verliert jetzt eben wieder Zeit. Er war auf anderthalb Sekunden an Valentin ran, jetzt ist er bei 3 Sekunden. Das wäre vielleicht jetzt eine Möglichkeit, ihn sozusagen dann indirekt zu überholen, weil er vielleicht eben mit den Gelben, die ihm besser taugen, die Möglichkeit hat, schneller zu fahren, während eben Walle noch auf den Startroten rumfährt, wie eben Florentin zu diesem Zeitpunkt Kies, auch. Ey, ich Panik gehabt. Okay, ja, selbst der Führende landet meine kurz beim Kies. Ja, eigentlich müsste, wie du es ausgeführt hast, Florentin, der muss jetzt an die Box. Das darf man einfach nicht ungenutzt lassen, diese Chance. Und mit den schnellen Reifen, der holt bestimmt etliche Sekunden raus gegenüber Valentin. Solange Valentin nicht ihm zuvorkommt, kann Florentin mindestens den zweiten Platz sich hier greifen. Also Krogi war im Kiesbett, hat immer noch 14 Sekunden Vorsprung. Ja. Er geht jetzt zum Boxenstopp, der holt sich wahrscheinlich auch die Mediums dann hier. Ja, oh, 80 km/h, aber das passiert hier automatisch. Das passiert zum Glück automatisch. Also hier muss man nur gut eine Taste drücken, damit die Reifen gut gewechselt werden. Pass auf die Einfahrt zur Boxen, dass er auf die Fahrt. So, jetzt kommt auch Florentin. Walle ist draußen geblieben, aber jetzt Walle hat er auch wirklich draußen geblieben. 5 Sekunden, nein, Walle ist draußen geblieben und ist deswegen gerade in Führung gegangen. Aber wie gesagt, er muss noch einmal die Reifen wechseln. Seine roten sind jetzt 10 Runden alt, was in Relation bestimmt einiges bedeutet. Denn man sieht sie auch schon so ein bisschen. Ja. Ich meine, wir hatten sogar schon mal von jemandem, der zu lange auf den roten geblieben ist, auch einen Reifenplatzer gesehen. Und das Risiko kann passieren. Ja, vielleicht ist das Valentin gerade nicht bewusst oder ihm taugen seine Zeiten eben gut genug. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber wir werden es sehen. Also Florentin ist raus. Ich hoffe, er hat sich die Mediums aufgezogen jetzt und nicht die harten unbedingt. Wobei, vielleicht macht es nicht so viel dann aus. 16 Sekunden Abstand gegenüber Valentin, der ein paar Führungskilometer mitnehmen darf, aber im bereinigten Klassement natürlich nicht wirklich vorne ist oder bleiben wird. Okay, jetzt sind es 25. Ja, das ist wieder die Ansicht. Ja, okay, die eigene Ansicht, ja. Ach. Diese Kurve, ich werde sie nie raffen. Aber wie du sagst, jetzt müssen wir beobachten, den Abstand, den Valentin sozusagen zu Florentin hat. Das ist der spannende Abstand, denn jetzt könnte dieser Undercut, jetzt diese Möglichkeit mit frischen Reifen, Zeit rauszufahren. Valentin kommt jetzt auch an die Box und das werden wir gleich sehen. Vor dem Boxenstopp von Florentin waren es ungefähr 5 Sekunden Abstand, die er auf Walle hatte.
Ja. Ich bin mal gespannt. Florentin hat auch ein bisschen in Sektor 3 zu tun. Also, und Valentin bewegt sich schon. Oh, ich glaube, Valentin wird vorne bleiben. Ja. Er fährt gleich aus der Box. Florentin kommt jetzt auf Start und Ziel. Und Fabian ist schon am Das wird nicht Valentin. Reichen. Er ist draußen. Das hat nichts gebracht. Sogar im Gegenteil. Es ist leicht mehr geworden. Konnte er nicht von profitieren. Schon wieder Kies. Das war schon wieder das Kiesbett. Das klingt gut. Okay, Kiesbett bedeutet knapp 2 Sekunden bei Krogi. aber ja, schade. Ich hab da wirklich drauf gehofft, dass Florentin mal seinen Vorteil dann nutzen kann. Hat letzten Endes immer noch ein paar Sekunden mehr gegeben. Oh, aber jetzt ein Verbremser. Ja, mit den Reifen ist es aber auch schwieriger, finde ich. Ja, man merkt es direkt, ne? Ja. Ich bin auch ganz anderes Feeling. Ja, es ist schön. Sie bestätigen das eben, dass diese verschiedenen Reifentypen oder eben kalt gegen warmer Reifen, der schon gut eingefahren ist, dass das einfach einen Unterschied zu machen scheint, wenn man spürt. Es ist auch, wenn man die große Formel 1 sich anguckt, die Reifenstrategie ist fast das Ausschlaggebende aktuell, ob ein Rennen, wie ein Rennen entschieden werden kann oder nicht. Wir haben es über die Haas zum Beispiel dann schon, haben wir uns ausgetauscht. Die können schnell fahren, aber hauen die Reifen so schnell kaputt in meinem Rennen, dass sie nach hinten durchgereicht werden. Ja. Hier ist das alles egalisiert, auch wenn eben verschiedene Fahrzeugtypen gefahren werden, fahren sie alle technisch auf dem gleichen Niveau. Das wäre ja auch unfair, wenn das noch dazu käme. Da hat man sich darauf geeinigt, quasi mit einem Modell zu fahren. Nur mit unterschiedlichem Lack. So, Florentin ist aber weiterhin, und das muss man sagen, ne? Er lässt sich nicht anmerken, ob ihn das jetzt gerade mega abgefuckt hat, die möglichen Fehler. Ich war mal näher dran. Mhm. Er bleibt dran. Und es sind noch einige Runden zu fahren auch hier. Und auch Valentin ist eben nicht fehlerfrei. Er hatte seinen Dreher. Er hatte seine Patzer hier und da. Vielleicht lauert er darauf, vielleicht lauert er einfach auf selber gutes, konstantes Fahren. Oder sichert eben auch ein bisschen nach hinten ab. Wobei Steffen eben mit 10 Sekunden Abstand hinter ihm herfährt. Der dritte Platz ist momentan nicht krass in Gefahr, würde ich sagen. Nicht krass in Gefahr. Der Einzige, der aber wirklich ganz weit weg ist, ist eben nur Ede, zeitlich. Also ein Ausritt ins Kiesbett, einmal sich gedreht, einmal irgendwo kurz angeschlagen und schon hast du eine Position verloren oder gewonnen. Wir haben ja auch selbst dann Krui gehabt, der ab und zu mal einen Ausritt gemacht hat. Boah, war das knapp. Wir haben es leider nicht gesehen. Scheiße. Eben in der ersten Runde hatte Ede ja diesen Bock, sag ich mal, geschossen. Was auch immer das war, dass er sich noch eine Strafe eingehandelt hat. Es muss irgendwas mit den anderen Autos zu tun gehabt haben. Wann bekommst du denn sonst eine Durchfahrtsstrafe? Manchmal nur so Leichtgas? Ja. Ja, ganz oft. Ja, ganz oft. Okay. Ganz oft. Ich mach das Gas selten durchgerückt. Da gibt's Tipps. Da gibt's magische Tipps. Da gibt's magische Tipps. Einen Unterschied machen. Ich meine, man weiß es. Ich bin ja so der sensiblere bisschen, Fahrer, ja. Also du spürst das richtig. Ja. Im C. Ja. Ja, Ede tritt, Gas, Bremse, Kupplung, alles gleichzeitig durch. Wenn sie da sind, warum denn nicht drücken? Das ist so frustrierend. Jedes Mal, wenn ich eine Durchsage kriege, wie groß der Abstand zum vorigen Auto ist, würde ich am liebsten nach Hause fahren. Es wird immer schlimmer. Meinst du, er findet mit dem Auto noch einen Parkplatz bei sich? Perfekt zu dem. Der Abstand zum vorigen Auto beträgt jetzt 72 Minuten. Ja, ist verständlich. Haben wir aber auch schon mal gehabt. So, und dann ist Ede im nächsten Rennen wieder erstarkt. Ja. Weil es lief besser, die Motivation ist da. Und ich kann das verstehen, weil ich würde genauso fahren. Mich würde das emotional auch runterziehen und mich würde es ärgern. Also dieses Florentine, ich lasse mich nicht anmerken, Sports gehen, ob es gut oder schlecht läuft. Das habe ich auch nicht. Also ich fühle da sehr mit Ede. Ja, man muss sagen, dafür, dass Fabian schon rausgeflogen ist durch sein Fauxpas. Obwohl, jetzt haben wir gerade, Achtung in Sektor 3, was ist passiert? Sorry. Alles gut. Das war Florentin. Der da gerade steht. Unangenehm. Er kommt raus. Aber jetzt nicht falsch rumfahren. Herr Ede hat genug Abstand. Ich wollte gerade sagen, dass Florentin so ein bisschen den Spoiler spielt für die Punktevergabe, denn er hatte sich zwischen Valentin und Steffen gesetzt und dadurch, dass Fabian draußen ist, bekommt auch Ede mehr Punkte als sonst. Also hätte das den Abstand noch mehr vergrößert von Mercedes. Oh ja. Das war natürlich jetzt bitter. Das war sehr bitter. Das war wirklich bitter. Nach hinten, wie gesagt, sagst du, da ist nicht die Gefahr gigantisch, aber das ist natürlich jetzt wirklich bitter gewesen.
Das hat mich bestimmt eine Sekunde jetzt gekostet, so ein Dreck. Ja, ein bisschen mehr sogar. 11,5 Sekunden fast weg gegenüber Krogi. Was passiert, wenn man nicht übt? Alter, geht mir der Chat schon wieder auf die Geige. Ja, der will sich dann auch das Leben schwer machen. Wir alle wissen, dass der Chat manchmal dein bester Freund, manchmal auch dein ärgster Feind ist. Und die wissen natürlich auch, wie sie... Ede, guck nicht in den scheiß Chat. Der bringt dir gerade nichts. Oder baut ihn doch mal. Komm, mal ein paar Herzen für Ede. Weil, das braucht er, das baut ihn auf. Und wir haben das alles schon erlebt, das kann sich ganz schnell wandeln. Und dann ist er da begeistert plötzlich, weil es besser läuft. Also insofern, gebt ihm mal ein bisschen Liebe. Ede, das sind deine Herzen, die hier gerade eintrudeln. So, mal gucken, wie seine Reaktion ist. Ja, ich glaube, vielleicht konzentriert er sich aufs Rennen. Wir werden ihm später davon berichten. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich toll. Oh, wenn's jetzt guck mal, und es sind viele, es sind wirklich viele gute Wünsche und Herzen, die da reinkommen. Hoffentlich lenken ihn die Herzen das jetzt nicht ab. Ja, genau das. Ich möchte auch nicht mit ihm tauschen, wie gesagt. Ich glaube, ich wäre hundsmiserabel. Nee, ich bin auch nicht gut. Also da fehlt sehr viel Übung, bevor man da halbwegs was reißen kann. Also wir finden uns jetzt kurz im letzten Rennviertel. Die Abstände haben sich ein bisschen erweitert dazwischen, aber alle recht regelmäßig voneinander weg, im 10 bis 20 Sekunden Bereich. Ja, das ist leider auch, also schön, dass es stabil ist, aber stabil auf einem Niveau. Ja, es ist nicht mehr zwingend viel Rennaction zu erwarten. Ne? Also das ist ein bisschen schade. Ich hatte auch gehofft, dass wir hier das ein bisschen enger sehen würde. Krogi hat nicht genug Abstand, um zu sagen, ich hole mir noch mal schöne weiche Reifen und guck mal, ob ich die schnellste Rennrunde mir noch hole von Steffen. Weil die wird wahrscheinlich mit den M-Reifen jetzt nicht noch mal fallen. Ja, genau. Das hat Steffen insofern wirklich clever gemacht, wenn es bewusst Tat war, dass er die schnellen Reifen genutzt hat, in dem Wissen, wer da nicht nachzieht, wird mit den M-Reifen wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Oder sie haben es gar nicht im Blick. Oder Krogi gönnt auch einfach mal. Gönnt auf einfach mal. Das kann mal sein, ja. Das stimmt, Krogi sitzt ja auch nicht im Red Bull. Da gibt man gerne mal ab. So, und es ist jetzt gerade an Krogi, der auf seinen Teamkollegen aufläuft und ihn gleich überholen wird. Oder vielleicht will er ihn aufbauen, er bleibt hinter ihm in der Hoffnung, dass Ede auch nicht in den Rückspiegel guckt. Vielleicht wollen sie eine gemeinsame Zieldurchfahrt machen. Ja. Wäre schön, wenn er es in Bananenschale. ich bin auf die rote Panzertaste gekommen. Ja. So, ja, das sind Flaggen. Da sind die blauen Flaggen. Bitte vorbeilassen, heißt es für Ede. Ja, überhol dich von links. Danke. Der hat doch gesagt, ich überhole dich von links und dann, okay, ich fahre nach links. Ja, das ist natürlich übel, aber dieser Fehler, von dem hat er sich moralisch als wie auch fahrerisch einfach nicht erholen können, offensichtlich. Eine Runde Rückstand hat er eben jetzt auf den Führenden. Ja, ich verstehe, das tut weh. Das tut auf jeden Fall weh. Ja, da aus der Kurve kommst du auch viel schneller raus als ich, ey. So, das heißt, wenn es jetzt bei diesem Klassement bleibt, natürlich mit der Ausnahme von Fabian, der bereits draußen ist, das sollte eine sehr ähnliche Verteilung wie im letzten Rennen sein, nicht? Die beiden Red Bulls 2 und 3, ich glaube auch mit so in dem Abstand, ne? Walle vorstellen. Ja, bitter ist es natürlich für Ferrari, der frühe Ausfall von Krane einerseits, dann gerade eben noch dieser große Fehler, den verbliebenen Ferrari eine Position gekostet hat, stand jetzt. Ah, das ist schon frustrierend. Aber wie gesagt, wir fahren hier heute Abend beim großen Tag-Team-Tournament von Formel 1 2023. Insgesamt 3 Rennen in der Teamwertung. Wir sind gerade beim 2. Rennen. Das 3. Rennen steht also noch aus. Da ist noch viel möglich. Ja, aber erstmal Glückwunsch an Krogi. Der hat sich den Sieg geholt. Der heißt gerade nach Hause, ne? Mit einer soliden, mehr als soliden Leistung. Wirklich, wirklich gut gefahren mal wieder. Dankeschön. Dankeschön, ich bin auch richtig im Sack. Glaube ich. Richtig im Eimer. Ja, es wird noch gefahren. Ede ist abgewunken, weil er eben über eine Runde zurück war. Da muss er nicht mehr die Runde noch nachfahren. Und die letzten werden eher höflichkeitshalber noch durchgefahren. Aber spannendes Racing werden wir hier nicht mehr sehen. Nein, das nicht. Ja, Glück und Pech. Wie war das letzte Runde, wo war Krane da auf dem Platz? Und Florentin, komme was wolle.
Die Augen bleiben offen. Michael Krogmacher lese ich gerade von Non-Binary Balloon. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich frage mich halt, ob ich jetzt sogar noch mehr Punkte bekomme. Aber I don't know. So Combo meinst du? Ah, es scheint so zu sein, dass überrundende Fahrer geghostet sind. Oh, okay. Also damit es gefahrlos ist. So habe ich gerade eine Chat-Nachricht im Chat. Oh, das ist natürlich mal eine gute Info. Das erklärt, warum die dann diesen Ghost-Status hatten im letzten Rennen. Genau. Das kann man bestimmt auch deaktivieren, weil es natürlich schon eigentlich spannend. Ja. Ja, da ist er, der strahlende Sieger. Er sieht nicht aus wie Michael Krogmacher, aber er ist es. Er holt sich seinen zweiten Sieg im zweiten Rennen, den großen Preis von Spanien. Congratulations, Kogi. Genau, zu früh. Das ist so mies. Du sagst ja, drakonisch bestraft. Viel zu hart. Und ich dachte, 3 Sekunden, dann fahre ich durch die Boxengasse. Es waren einfach fast 20 Sekunden. Ja, exakt. Das dauert ewig. Ja. Das müssen wir gleich nochmal aufarbeiten. Was war da mit Kogi los? Was war mit Fabian los? Und genau, mit Ede und mit Fabian. Ja, mit Ede und Fabian, also gucken wir noch mal rein. Das hier ist gerade der aktuelle Punktestand. Wir haben es schon gesagt. Fabian sichert sich die 25 Punkte, 18 für Walle, den Zweitplatzierten, Red Bull 15 und den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde mit 1:16.777. Florentin leider auf Platz 4, also leider im Sinne von Ferrari durch diesen Fehler. Ede, 5. Platz, 10 Punkte, ist natürlich wichtig hier. Und Krane, weil er eben disqualifiziert ist, did not finish, 0 Punkte. 0 Punkte. Wir lassen das alles auf uns wirken. Wir rechnen die Punkte zusammen, gehen in eine kurze Pause und sind gleich mit dem vorläufigen Zwischenergebnis der Teams für euch da. So, wir haben es ein klein bisschen frisch gemacht, denn wir wollen ja auch bereit sein für die Punktevergabe und wir blicken einmal auf den Gesamtteampunktestand nach 2 Runden. Unten wird schon feuchtfröhlich diskutiert. Wir haben gerade einen aktuellen Stand von Ferrari mit 32 Punkten. Red Bull hat sich auf 67 hochgearbeitet und Mercedes konnte vorne bleiben mit 71 Punkten. Ja, ja. Und jetzt stellen wir uns noch mal kurz vor. Krane wäre drin geblieben, hätte möglicherweise Ede abgehängt, hätte damit Punkte bekommen fürs Team Ferrari, beziehungsweise Mercedes hätte weniger bekommen, dann hätte Red Bull, ja, wäre hier vielleicht schon vorbeigezogen. Also, hier ist noch alles drin, hier ist sehr viel noch möglich, wir haben es gerade gesehen und wir wollen einmal kurz runterschalten zu denen, die geschwitzt haben, sich alle Mühe gegeben haben und zuerst natürlich zu Ede. Einmal zu dir, wir haben es nicht genau sehen können, wir haben nicht dein Signal gehabt. Es fühlte sich an, als ob kurz nach dem Start irgendwas passiert ist, für das du auch noch bestraft worden bist. Bitte beschreib mal, was da abging. Ja, mir ist das Gleiche passiert, was Walle im ersten Rennen passiert ist. Ich habe, glaube ich, 200 Sekunden zu früh diese Griffe losgelassen. Und hatte quasi einen Frühstart und dafür musste ich direkt innerhalb der ersten 3 Runden in die Boxengasse, was glaube ich knapp 20 Sekunden oder so gedauert hat. Und dann war mehr oder weniger das Rennen fast schon gelaufen. Ah. Das ist echt sehr, ärgerlich. Verstehe ich. Hat man auch gemerkt, du hast gehadert, dann auch so ein bisschen mit der Moral, das kann man verstehen. Aber als Lehrstunde vielleicht auch ganz gut, denn ich meine, wir hatten die Situation ja schon mal. Und ein Rennen später sah die Welt besser aus und damit auch deine Motivation. Also Gas auf jeden Fall gut durchgezogen, kann ich aber verstehen. Mega frustrierend natürlich. Ja, vor allen Dingen, also was wirklich krass dieses Mal ist, also ich habe dann natürlich mitgekriegt, dass Krane rausgeflogen ist. Und dann war ich so allein auf weiter Flur. Dann kam die Durchsage, ja, das nächste Auto vor dir ist 40 Sekunden entfernt. Und in der nächsten Durchsage, das nächste Auto vor dir ist 57 Sekunden entfernt. Und da wusste ich schon, ja, ich mache jetzt hier Landschaftsfahrt für die nächsten 15 Runden. Oh. Und das ist echt frustrierend, muss ich sagen, wenn man so gar nicht mehr eine Rolle spielt. Ja, aber das dritte Rennen steht ja noch in Aussicht. Da geht es ja für dich nicht nur um die Möglichkeit, jetzt noch mal da rauszukommen aus diesem Tal und richtig was zu zeigen, sondern auch fürs Team natürlich. Denn so richtig zementiert ist es trotz Krogis zweitem Podiums-Erstplatz, wie man so unschön nicht sagt, ist das eben noch nicht euer Teamding. Aber Krogi, du hast es spannend gemacht, weil du bist zwar vom Start gut weggekommen, aber dann haben wir natürlich Führungskilometer bei den Red Bulls gesehen. Ja, die gab es tatsächlich. Ich habe ganz kurz mal, war ich unachtsam, so, habe einfach mal geschaut, was macht denn mein Teamkollege? Hab mich immer ein bisschen, nein, das, ich habe wirklich kurz darauf geschaut, aber no offense. Und ja, hab's halt dann kurz verkackt und dann hatte ich aber den Vorteil, dass ich dann innerhalb dieser 1 Sekunden Zeit DRS-Fenster war, genau hinter Steffen.
Und das ballert halt mal richtig nach vorne. Und danach hast du, glaube ich, einen kleinen Fehler gebaut oder so. Und dann war ich, ja, Gott sei Dank wieder vorne. Und, aber es ist halt super anstrengend. Es ist echt hardcore schwer, die ganze Zeit über die Distanz die Konzentration zu halten. Also mir fällt es wirklich richtig schwer. Auch wenn das gerade für euch so aussieht, als würde ich das hier Runde für Runde abrufen. Aber ich habe jetzt schon mehr Fehler gemacht. Also war öfter schon im Kies. Und ich glaube, jetzt gerade das dritte Rennen, auch dann in Sandford, wo auch wieder viel abverlangt wird, da ist tatsächlich noch alles drin und deswegen bleibt spannend und darauf freue ich mich. Ja, wir freuen uns auch auf eine möglicherweise bessere Leistung von Fabian Krane. Fabian, auch bei dir haben wir nicht so ganz gesehen, was dazu geführt hat, dass du ins Kiesbett gefahren bist und da nicht mehr rauskamst und dann mit einer Disqualifizierung aus dem Rennen schon sehr früh genommen wurdest. Was ist da los gewesen? Ja, also warum ich ins Kiesbett gefahren bin, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich nicht so ein guter Fahrer bin. Aber warum ich nicht mehr rausgekommen bin, das weiß ich leider nicht. Ins Kiesbett fahre ich ja das ein oder andere Mal. Aber ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, was im Spiel dann passiert. Also ich glaube, ich hatte dann einfach nicht mehr so Grip. Und dann denkt das Spiel, ich will parken oder so. Mhm. Und dann bin ich halt raus. Also ich bin nicht irgendwie, ich habe nichts kaputt gemacht oder so. Also ich habe da einfach 2 Sekunden gestanden, dann war das, okay, du bist disqualifiziert. Was schade war, weil ich war im Qualifying auch nicht so ultra scheiße und habe bis dahin auch meinen Platz vor Ede verteidigt. Hä, warum lachst du? Ja. Egal. Jetzt heißt dranbleiben, aufbauen. Ja, wir kommen nochmal zurück. Wir kommen nochmal zurück und ganz ehrlich, sobald ich auch ein Rennen vor Etienne Gardet abschließe, da kann ich heute auch beruhigt schlafen. Also von daher. Ich wünsche es dir. Ja. Ja. Ja, Florentin, du hast dich eigentlich auch immer sehr solide durch das Rennen gearbeitet. Du hattest eine gute Chance, an die Red Bulls ranzukommen, potenziell mit einem gut getimten Boxenstopp. Wie konzentriert bist du da an die Sache drangegangen? Wusstest du, dass du potenziell wirklich gut rankommen kannst? Ja, doch, das lief eigentlich ganz gut. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Rennen. Ich habe es beendet und bin nur einmal rausgeflogen, davor zweimal. Also es bessert sich. Aber ja, es ist so brutal anstrengend einfach. Ja. Dieses, vor allem, wenn du da so jemand hinterherfährst und du merkst, okay, bei manchen Kurven komme ich näher, bei manchen komme ich wieder weiter weg. Und es ist immer so ein Atmen. Und irgendwie, wenn man dann bei einer Kurve einen Fehler macht, ist es weg. Und dann hat es mich gedreht. Und dann hat Steffen natürlich den Treffer versenkt. Aber ja, alles in allem gutes Rennen. Ich freue mich sehr auf Niederlande. Ich finde, es ist die schwerste Strecke von allen. Und ich glaube, da könnte noch mal viel sich wenden. Mhm. Ja. Steffen müssen wir noch mal einmal fragen, weil das war natürlich sensationell. Also, am Start gut weggekommen, relativ schnell dann an Ede vorbeigekommen. Und man dachte, das wird jetzt richtig spannend. War es dann auch zeitweise? Hast du einen Fehler gemacht? Auch das konnte ich zumindest nicht mehr ganz genau abrufen. Und du wirktest moralisch danach angeschlagen, so ein wenig. Ja, es ist das Gleiche wieder wie in Imola, ne? Ich wurde dann von Kogi überholt, habe dann auch ein bisschen Platz gemacht. Und das hat mich sofort wieder rausgebracht, sodass ich in der nächsten Kurve irgendwie mit dem Heck kurz im Kiesbeck gelandet bin. Das habe ich dann komplett einmal gedreht. Frontflügel wieder im Arsch. Das ist schon das zweite Mal. Dann habe ich versucht, nochmal zumindest mich in die noch ein paar Runden zu retten, damit ich nicht auf die harten Reifen gehen muss und auf Intermediates. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann ja, habe ich davon profitiert, dass Florentin leider dann den Abflieger gemacht hat. Ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht so gut an ihn rangekommen. Aber da muss man auch mal Glück haben. Und dann ja, den Rest das Rennen konnte ich zum Glück entspannt zurückfahren. Aber wieder dieser eine Fehler und es ist so hart, wirklich ein einziger Fehler und du drehst dich und dann ist wirklich alles im Arsch. Also es ist brutal. Du hattest die schnellste Runde übrigens. Genau, ja, ja. Ey, war krass. Mega. Mhm. Mega. Sekunde schneller als Kogi. Ja, es bringt ja am Ende nichts. Trotzdem krass, also eine gute Leistung, muss man sagen. Na, es bringt nichts, muss man sagen, weil ihr habt als Red Bull nicht allzu viel Abstand hinter Mercedes und jeder Punkt kann sich am Ende als entscheidend erweisen. Ja, 4 Punkte das Abstand nach 2 Rennen, muss man sagen. Walle, vielleicht noch zuletzt zu dir die Frage, auch echt gut und konstant gefahren. Du und Steffen, ihr seid so teammäßig, glaube ich, am ehesten so auf einem Level, so fühlt es sich gerade an. Ihr kommuniziert auch viel miteinander. Hast du dir irgendwas vorgenommen, außer natürlich vielleicht besser werden, mehr Punkte holen, also irgendwas, was du aus den ersten beiden Rennen so gelernt hast, wo du sagst, super, wenn ich das jetzt besser ins Spiel bringe, kann ich meine Fahrt deutlich optimieren? Ja, tatsächlich das, was Krogi auch zwischendurch Eddie nochmal empfohlen hat. Und zwar irgendwie echt nicht die ganze Zeit Vollgas, Bremse, sondern auch mal wirklich durch die Kurve rollen lassen. Als ich das am Ende mehr und feiner mit dem Pedal gemacht habe, sind die Rundenzeiten direkt besser geworden. Und Steffen und ich haben uns aber quasi auch als Strategie so ein bisschen, jetzt vom letzten Rennen kann man es ja mal revealen, gesagt, wir wollen das schön consistency-mäßig durchziehen. Und das hat ja gut geklappt. Immer 2., 3. Platz.
Nur jetzt muss diese Strategie logischerweise ein Ende haben, damit wir hier am Ende das Ding noch nach Hause holen. Ich bin eigentlich zufrieden, aber ich muss richtig, hier, Florentin, es war komplett krass, von dir verfolgt zu werden. Ich war selten in meinem Leben so unter Druck. Also wirklich, das, wenn du da siehst, der Punkt kommt jede Kurve näher. Hätt's mich fast mal rausgezimmert, weil ich halt immer weiter ins Limit gegangen bin. War ganz knapp. Dann konnte ich irgendwann mal eine Kurve richtig gut nehmen. Dann habe ich auch gesehen, du bist wieder weg. Und ich glaube, dann hattest du diesen Druck. Und das war der Moment, wo es dich dann irgendwann gerissen hat, weil du nochmal auf die... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du näher kommst und dann einmal wieder richtig weit weg und denkst dir, die letzten vier Runden Kampf, alles umsonst. Ja, voll. Das ist super krass. Aber das hast mich wirklich unter Druck gesetzt. Das war für mich in dem Rennen quasi das Alleranstrengendste, muss ich sagen. Da habe ich wirklich geschwitzt. Ja. Eine Frage möchte ich gerne stellvertretend aus dem Chat nochmal an euch stellen. Wir können es schlecht beurteilen. Es gibt ja verschiedene Reifentypen, weich, medium und hart. Und hier wurde gerade im Chat die Theorie aufgestellt, dass die wahrscheinlich hier im Rennen oder auf die Renndistanz gar keinen Unterschied machen. Hat es für euch einen Unterschied gemacht? Also auf jeden spürt Fall. Ihr? Ja, total. Tierisch. Du merkst es sofort, wenn du die wechselst, finde ich. Und du kriegst auch langsamere Zeiten, wenn du länger mit einem Reifentyp fährst. Also du merkst es direkt. Also klar, beim längeren Rennen hast du durchaus mehr Auswirkungen davon, aber du merkst es hier instant. Ja. Und die Abnutzung passt sich auch an auf die Renndistanz. Also wir sind jetzt, glaube ich, am Ende immer so bei 50% der Reifenlebensdauer. Das ist schon ziemlich wenig. Und ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber ich glaube, auch nachdem man die wechselt, sind die kalt und haben dann nochmal einen schlechteren Grip. Und gerade die Runde nach dem Boxenstopp ist brutal. Also dann bin ich der Einzige, der nicht mal gemerkt hat, dass ich andere Reifen drauf habe, oder? Hast du eine Box? Ja. Ja, okay. Vielleicht noch eine Sache, um zur Sicherheit zu sagen, der Chat hat es natürlich direkt im ersten Rennen schon gecheckt. Wenn überrundet wird, ist der zu Überrunde geghostet. Da könnt ihr also gefahrlos sozusagen durchbrettern. So, deswegen war das so. Ja, ich dachte, das wäre eine Trollstrafe. Genau, ja, einfach. Also wie ich würde auch ein logischer Gedankengang. Ja, genau. Gut, ich würde sagen, ihr bereitet euch vor, das Qualifying für die dritte Runde. Jungs, wir sind für heute. Gleich der letzte Tanz. Viel Erfolg. Okay. Wir schnappen auch noch ganz kurz. Einmal. Genau, wir machen einen kleinen Break und schauen uns dann an, wie die letzte Strecke ausschaut. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. So, wir hatten es eh schon immer wieder erwähnt und Florentin hat uns gerade auch noch mal gut vorbereitet. Wir fahren nach Holland. Es geht ab nach Zandvoort. Ja, die Heimstrecke von Max Verstappen, 4,259 Kilometer lang, ist eine Strecke, die ebenfalls im Uhrzeigersinn gefahren wird, hat 14 Kurven, 4 davon Linkskurven, 10 gleich Rechtskurven. Wer tolle Kurvennamen mag, die erste Kurve heißt die Tarzan-Kurve, da werden alle gleich ordentlich durchjagen. Das ist eine sehr geschlängelte Strecke, wenn man sie sich hier anguckt, gerade im Vergleich zu den letzten beiden in Imola und Barcelona, die wir uns angeguckt haben. Die hat teilweise einiges an Höhenunterschieden. Jetzt nicht so enorm wie in Spa beispielsweise, aber schon. Du bist dann teilweise unten und wieder oben. Und richtig kritisch werden dann die Steilkurven. Jetzt sehen wir schon die Einführungsrunden, die hier gerade passieren. Und ihr seht es auch schon in der TV-Cam. Da geht es hoch, runter und weit hinaus. Vor allem die eine Steilkurve kurz vor Start und Ziel. Also da denkt man fast, man ist in der Nordschleife gelandet. Ja, genau das. Das ist eben das Spannende hier. Hier hat man eben so, ich glaube, die sind sogar von den Geraden her stärker sozusagen, also steiler als in Indianapolis bei der Indy 500, meine ich mal irgendwo gehört zu haben. Ja, es gibt einige Strecken mit wirklich Steigerung, aber das hier ist wirklich so ein konsequentes Hoch und Runter. Und ich bin echt auch vor allem auf Fabian gespannt, weil er nimmt ja wirklich die Cockpit-Perspektive und er sitzt so tief im Auto drin. Und bei hier sehen wir es, sorry, ganz kurz, einmal hier auch diese schräge Auslaufzone. Da sehen wir sie, ja. Guck mal, schaust die an. Ja, als ob du beim NASCAR wärst. Ja, ganz genau. So, und Steffen geht jetzt auf die erste gezeitete Runde. Sorry, Flo, so, da ist der Tarzan. Diesem alten blinden Mann noch seinen Gehstock zu nehmen. Ja, ist, glaube ich, schon die anspruchsvollste Strecke. Kein Moment der Ruhe, ne? Es ist immer ein Hin und Her und Hin und Her. Selbst die kleine Gerade, die du hast, ist nicht lang genug.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier ist echt verwinkelt. Oh, wir haben Gelb im Sektor 1 und Sektor 3. Und Sektor 3, was ist denn da passiert? Ja, ist wahrscheinlich einer von der Strecke gerutscht. Zumindest laut der Streckenübersicht geht's momentan für alle weiter. Ja, Steffen, wie gesagt, setzt gerade die erste Zeit, die es hier zu setzen gilt. Und Valentin hat wieder am längsten so in der Box verbracht, ne? Das hat er eben auch schon gemacht. Wobei, so erstmal die anderen lässt. So. Florentin ist noch in der Box, ne? Nein. Ach, die Runde. Ich glaube, Florentin ist wieder in der Box. Ist er wieder in der Box? Der ist schon einmal gefahren, das schien fast zu sein, ja. So, dann gucken wir mal, wie die gezeitete Runde wird. Natürlich grüne Sektoren, weil das ist die erste Runde, die er fährt. Für sich. Keinen schnellsten Sektor bisher. Krogi hat schon mal eine 1.13.97 eingesetzt und wir haben eine nice Runde, Krogi. Eine Sekunde später 1.14.903 für Steffen, der gleich noch mal eine hinterhersetzen mag. Soll man denn auf der Strecke jemanden überholen? Die ist ja voll schmal. Ja, die ist heftig. Ja, das ist keine leichte Strecke, das ich stimmt. Ich jemals in den Genuss kommen, jemanden zu überholen. Aber okay, jetzt sagt er selber. Also, das ist, ja. Und um es nochmal zu sagen für alle, die vielleicht dazugekommen sind. Also, wir haben es den Fahrerinnen und Fahrern überlassen, weitgehend zumindest, Fahrhilfen zuzuschalten oder natürlich sich das Leben auch schwerer zu machen. Fabian ist jemand, der möglichst realistisch fährt. Ja, die kann belasten, führt nicht zu den besten Ergebnissen, muss man natürlich so sagen, mit Blick auf den Punktestand. Und führt vor allem auch dazu, dass die Vergleichbarkeit ein bisschen semi ist. Aber wir können niemanden zwingen. Genau, niemand wird zu seinem Glück gezwungen. Hier gab es fast eine heikle Situation mit Florentin und Fabian. Florentin musste Fabian vorbeilassen. Ich hoffe, dass Florentin nicht auf einer gezeiteten Runde war für sich. Weil die ist jetzt kaputt. Oh ja, das ist natürlich absolut richtig. Okay, Krogi. Oh, da dreht sich der Krani. Und auf der Zielgeraden. Ja. Da haben wir gesehen, zur Sicherheit. Oh, lass lieber alle vorbei. Zur Sicherheit war er schon ein bisschen geghostet, damit die Leute nicht rein. Hängt doch da jetzt nicht. Wie fahr ich zurück? Bremsen, zweimal bremsen. Bremsen, mein Freund. Dann bremsen. Nicht schon wieder. Dann zweimal bremsen. Rechts. Mach doch einfach das, was man dir sagt. Du kommst da doch raus. In den Rückwärtsgang schalten. Rückwärtsgang. Oh. Du warst im neuen Leerlauf. Ist nur Qualifying, nicht so wild. Aber merk dir das für gleich. Du musst doch einmal mehr zurückschalten. Siehst du, und das ist genau dieser Realismus vielleicht, der ihm natürlich jetzt mal seine manuellen Schalten jetzt schon wieder in die Parade fährt. Er weiß nicht, wie er rückwärts da rauskommt. Die anderen wissen es und das war vielleicht auch der Grund, warum er eben nicht rausgekommen ist. Und bei den anderen, ja klar, hoch und runter schalten, aber ihm müsste auch klar sein, Rückwärtsgang muss man trotzdem dann nochmal rein. Ja. Und dann nicht die Bremse gedrückt halten, sondern Rückwärtsgang rein und Gas geben, eben, damit du da wieder rauskommst. Fabian leider von dieser Session auch jetzt erstmal disqualifiziert wird, also da er keine bessere gezeitete Runde gesetzt hat. Und ich glaube, der wird sowieso dann ganz nach hinten erstmal wandern. Der ist nicht aus dem Rennen ausgeschlossen. Ja, er ist halt der Letzte und das ist natürlich mega ärgerlich, vor allem wenn man dann zu spät erkennt, was man hätte machen können. Und das erklärt wahrscheinlich auch vorhin, dass das so als bewusstes Parken gewertet wurde, dass kein Safety Car kam. Es war nicht in dem Sinne ein Unfall und der Wagen steht da, sondern er hätte rauskommen können und deswegen wurde es entsprechend mit einer Disqualifikation ohne Safety Car. Ich glaube, hier kann man richtig viel optimieren. Ja, es ist bei den richtigen Formel-1-Fahrern durchaus, also die mögen es nicht so, wenn sie im Kiesbett weit hinten landen, weil einmal falsch Gas gegeben, kannst du dich wirklich da reingraben und musst dann befreit werden und dann ist deine Session komplett vorbei. Hier war das, was du dann geäußert hast. Fabian hat sich leider selbst so zu schreiben. Als wir noch auf Fabians Runde waren, konnte man aussehen, das wollte ich dann kurz ansprechen, von wegen, er sitzt so tief mit seiner Perspektive drin, mit den Höhenunterschieden und natürlich dem Halo in der Mitte, an dem du mit der Videogame-Ansicht auch nicht vorbeigucken kannst in den echten Leben, was die Fahrer da machen. Die gucken natürlich links und rechts in die Kurven rein. Das macht Herzkrane noch mal ultra schwerer gemacht. Also etliche Outlaps jetzt hier gerade. Steffen müsste jetzt schon auf seiner nächsten gezeiteten sein, meine ich, wenn das nicht mehr angezeigt wird. Ja, wir gucken mal kurz auf die Zeiten, die wir hier sehen. Also es ist wieder so, Krogi hat fast eine Sekunde Vorsprung aktuell. Die beiden Red Bulls super nah beieinander. Valentin knappe Zehntel momentan vor Steffen. Und aber auch nicht wahnsinnig weit abgeschlagen. Eine halbe Sekunde nur zurück auf Steffen ist dann wiederum Ede. Und dann Florentin, der noch mal knapp anderthalb Sekunden, beziehungsweise ziemlich genau anderthalb Sekunden Rückstand auf Ede hat. Also,
muss man jetzt auch einfach mal sagen, da hat auch Eden eine ganz gute Runde hingelegt. Aber wir haben es eben gehört. Hier ist viel Steigerungspotenzial drin. Absolut. Strecke lernen, ausprobieren, sich die Zeit nehmen, nicht gleich alles auf einmal wollen. Dann ist, glaube ich, hier noch viel, viel zu sehen, was die Zeiten besser macht. Ja, man muss eben schauen, mit dem Fehlen der vielen Auslaufzonen verglichen mit den letzten Strecken, wie viel traust du dich? Wo sagst du mal, ich gehe mal drüber hinaus? Weil dass wir alleine so einen einigermaßen geringen Abstand, ist ja schon mal toll. Mhm. Ja, also das heißt, alle fahren ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und wenn sie irgendwo so das extra Quäntchen dann an Zeit finden können, könnte das schon über die Pole dann entscheiden. Musst du aber erstmal dich auch wirklich trauen und kannst dich auf gut Glück erstmal durchzimmern, weil einmal rausgerutscht und da ist das Kiesbett oder sogar die Wand. Schaden im Qualifying, ja. Ja, ne? Steffen. Verbessert sich jetzt richtig hart. Er Bestzeit in Sektor 2. Hat eine gute halbe Sekunde jetzt schon rausgefahren. Das reicht. Und er holt sich damit den zweiten Platz. Doch, da ist. Nee, Krogi hat zwei Sekunden noch mal rausgeholt gerade. Mann! Okay, okay, da ist noch richtig was möglich. Ja, aber der Drops ist hier einfach nicht gelutscht, wie man so schön sagt. Die Zeiten purzeln gerade wirklich ins Positive. Ja. Also, das, ich dachte für Steffen, das reicht absolut, aber Krogi war selbst eben auf einer gezeiteten Runde und gleich mal so einen Hammer gesetzt. Ja, Wahnsinn. Ja, also das ist schon schön zu sehen, wie hier einfach die Zeiten besser werden. Ede jetzt gerade noch nicht ganz, aber jetzt hier gerade, es wird besser. Mhm. Also auch er steigert sich hier maßgeblich auf dieser Strecke, die wirklich sehr viel Lernpotenzial mit sich bietet. Mit sich bringt und wenn man das abrufen kann, eben, ja, dich entsprechend nach vorne spült. Jetzt gerade eine halbe Sekunde in seinem eigenen Delta nach vorne gekommen und er war nicht so wahnsinnig weit weg. Nee, absolut. Ich war, glaube ich, 1,5 bis 2 oder so gewesen. Alles, was er da erstmal rausholen kann. Florentin darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Der ist auch nah dran. Mhm. Also, der muss auch Florentin natürlich erstmal abwehren. Ja, Walle hat irgendeinen Fehler gemacht, der ihn sehr, sehr, sehr ärgert. Ja, Ede kommt jetzt ein bisschen weit raus. Das läppert sich dann einfach mit der Zeit, die da flöten geht, wenn du einmal so eine vermeintlich leichte, weite Kurve nicht richtig triffst. Ja, oh, und hier, die hat er geschnitten, fährt wieder rein. Schlechter kann man es nicht nehmen. Ja. Hätte eine schöne Runde werden können für Ede. Aber davon darf er sich natürlich jetzt nicht abfangen lassen. Hier warm bleiben, wenn er noch eine Runde hinten dran setzen kann mit diesen Reifen. Auf Geschwindigkeit kommen, alles mitnehmen und gucken, dass man es nicht vergeigt. So, und wir haben den guten Walle. Der hatte auch einen dicken Fehler in Sektor 2, offenkundig oder auf jeden Fall schwächer. Aber das trotzdem, reicht. Ja, trotzdem deutlich schneller. Also das wird eine Verbesserung geben, wenn er das jetzt nicht wegwirft. Auf den das letzten könnte der zweite Metern. Platz werden jetzt. Das wird der zweite. Ja, das und wird Bestzeit in Sektor 3. Nicht der zweite trotzdem, okay? Stimmt, ja, weil eben auch es sind besagte Zeiten, die jetzt hier purzeln. Das wird richtig spannend. Ich wenn sie mal pinkeln müssen. Tasche. Ja, einfach laufen lassen. Ja? Ja, wirklich. Das hat Nico Rosberg auch gesagt. Da wurde laufen gelassen. Ja, was willst du machen, ne? Der muss auch, auf jedes Gramm kommt es an. Und ein weniger an Gewicht. Einfach laufen lassen. Ich glaube, das kriegt man gemanagt. Ja. So, vorher-nachher-mäßig. So, Krogi und Steffen sind gerade in der Box. Krogi ist noch mal raus. Also, der ist schon. Also, alle machen Fortschritte, aber Krogi macht immer die größten. Ne? Ja, also, beziehungsweise nicht. Macht eben auch Fortschritte. Oh, und Florentin hat nach außen gehauen. Ich weiß nicht, wie viel gute Reifen noch Krogi dann übrig hat. Ja. Das ist natürlich jetzt frustrierend, gerade wenn es so früh passiert in Sektor 1, ne? Oh, bitte. Tank ist leer. Egal. Ja, oh, da sieht man auch, der Ausritt hat ordentlich am Profil von den Reifen Florentins. Ja, das schön in Angriff genommen. Was mache ich jetzt? Mein Tank ist gleich leer. Was? Ich bin doch viel besser gefahren. Wieso war die Runde so viel schlechter? Ich check's überhaupt nicht. Ich die RS irgendwie nicht im richtigen Moment gedrückt? Okay, Ede ist aus der Session ausgeschieden. Auf welchem Platz bist du jetzt, Eddie? Keine Ahnung, ich bin ausgeschieden. Ja, du bist immer noch 4. Deine Bestzeit zählt noch. Ah, gut. Ah, ist der Tank leer gewesen? Ah, das kann natürlich sein, wenn er auf der Strecke liegen geblieben ist wegen des Tanks. Der ist einfach nicht zeitig an die Box gekommen. Ja, aber aktuell auf Platz 4 liegend. Wir sehen es noch eingeblendet. Jetzt muss halt Florentin gucken. Das ist schon wieder passiert. Dass ich da was rauskommt. Ich bin schon wieder geparkt. Der Strecke. Digga. Die macht schon Bock, die Strecke. Super, ja. Wenn man das mal drin hat, macht's richtig Bock. Ja, ja.
So. Dem Walle fehlen gerade, also wirklich 3 Sekunden auf Krogi. Das ist halt schon eine Welt hier. Er ist vor mir. Ist das, bist du hot? Steffen, bist du hot? Nope, noch nicht. Bist du hot? Ja, ich bin hot. Okay, ja, geh mir aus dem Weg. Blaue Flaggen, mein Freund. Komm noch nicht, aber gleich. Ja, Bernie Box. Ich bin immer erstaunt, wie beim richtigen Qualifying dann ja, die Ideallinie muss gefahren werden, aber wie mit dem Affenzahn, die an anderen Autos vorbeiheizen, die gerade von der Ideallinie runtergehen. Ja, wird nichts mehr, aber trotzdem. Ja, ist in die Bande fast geküsst. Steffen hat echt ein Problem damit, dann bewusst sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren. Ja. Das stimmt, das hast du schön gesagt. Enjoy. Frage ist, können die noch mal gute Reifen holen oder nicht? Ist noch genug Zeit, um einmal in die Box zu fahren? Weil ich glaube nicht, dass sie mit dem aktuellen Reifensatz dann noch viel reißen können. 5 Minuten gehen noch? Ja, ich glaube, Krogi ist jetzt auch wirklich im Übemodus. Also, es bleibt abzuwarten, wer ihm da noch gefährlich werden kann. Über eine Sekunde Vorsprung hat er. Ich bin auf dem Weg. Du musst aus dem Weg. Ja. Okay. Ah, nein! Das war der Frontflügel. Beide sogar, die Flaps an den Seiten. Missverständnis, alles gut. War keine Absicht. Wirklich. Nee, alles gut. Mein Gott, sind die freundlich zueinander, ne? Ja, ey, also Horner hätte alle zusammengeschissen, ne? Ja, und in der echten, sie sind keine Teamkollegen, ne? Normal ist das so, also der vor mir ist die ganze Zeit schon Track Limits. Könnt ihr das bitte mal den Stewards melden? Das war immer so ein Pipi-Kopf. Ich hab's ganz genau gesehen. Oh Mann, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Nee, alles gut, also er muss sofort in die Box jetzt rein. Er könnte noch ein paar Runden kriegen. Ich hoffe, dass die im Frontflügel können ja auch bei Steffen mal dann bleiben. Mal gucken, ob der live ausgetauscht wird oder nicht. Zusammen einfach. Ich find's auch Hammer. Aber mir tut's echt richtig leid gerade. Ja, ist wirklich. Hat's einen guten Delta? So, gleich fährt er, kann er reinfahren in die Box. Hätt's jetzt richtig geil gehabt, dann hätte ich mich sehr geärgert. Vielleicht gibt's ja noch irgendwie eine Poststrafe, je nachdem wer da. Ich glaube, das geht eher aufs Konto von Krogi. Da könnte, es könnte tatsächlich Fahrplatzstrafe geben. Ja? Ja? Sind es schon häufig mal Drop Grids gewesen. Also. Nee, er geht komplett rein. Okay? Ja, klar, cool. Ja, wenn das logisch noch klappt, weil das ist jetzt die Frage, das wird ja nicht ganz so in Echtzeit gemacht, aber sie fahren jetzt eben. Ah, guck mal, sie tauschen die. Nee, doch. Nee, sie müssen halt rein. Sie erst rein und dann nicht die Nase. Da so. Mhm. Genau. So, Florentin. Wir fahren mit Florentin, der gegen Ede kämpft, der hier schon noch eine Möglichkeit hat, denn Ede hat keine Chance mehr zu kontern. Aktuell ist er vorne, aber nicht ausreichend. Sag, wenn du rausfährst. Mhm. Nah dran. Also ich hab schon gedrückt. Er verbessert sich selbst gerade nicht. Das bedeutet, er kann auch nicht gegen Ede gerade anstinken. Da fehlt einfach noch einiges. Ich hab Bescheid, wenn ich rausfahre. Ja, genau. Da, das scheint ein bisschen schwer zu fallen. Da ist auch eine fiese Kurve. Ich glaube, Florentin dringend neue Reifen auf jeden Fall. Damit wird er keine guten Zeiten rausholen können. Aber dann sollte er auch wirklich, und er tut es. So, wunderbar. Also, er fährt rein, holt sich neue Reifen. Bist du vor? Ja, du bist. Ja, ich bin schon. Okay, und gutes Delta bei Valentin. Noch mal wissen. Er verbessert sich gerade. Massive Verbesserung. Mhm. Wahrscheinlich aufgrund der frischen Reifen. Ist gerade in Sektor 2, wenn ich es richtig sehe, ja. Mhm. Also hat ein bisschen was noch vor sich, aber das Sekündchen ist nicht schlecht, wenn er das halten kann. Definitiv. Vielleicht erstmal nur gegen den Teamkollegen, aber das ist natürlich auch was wert. Ja. Denn trotz Team-Challenge, wenn man es mitnehmen kann, ist ein näherer Platz besser. Purple hat er sich da gerade gesichert. So, im zweiten Sektor, so den jetzt noch gut hinbekommen. Knapp 1,3 Sekunden müsste Krogi vorne sein. Das sieht sein. Sehr, sehr gut das aus. Das sieht ziemlich gut aus. Ja, das müsste mindestens der zweite sein. Ja, hier das wird er gerade getauscht. Ja, 13,79. Also, 18. noch entfernt. Die Reifen sind frisch. Er kann jetzt hier schon noch mal einen nachlegen. Ja, das wird er machen. Und könnte sogar noch eine, weil es in der Zeit noch drin ist, noch eine hinterherhängen, wenn die Reifen und wenn die Reifen es zulassen, genau. Und das scheint ja laut Aussage der Fahrer durchaus nicht ganz einfach. Genau, Krogi und Steffen sind gerade noch unterwegs. Die Outlap bei Krogi gleich vorbei. Steffen sollte schon fahren. Für Florentin, glaube ich, das wird nicht mehr reichen, um aus der Box rauszufahren. Aber wenn ich es gerade richtig gesehen habe, Walle hat nochmal 2 Zehntel gegenüber seiner Sektor-Vorplatzzeit rausgeholt. Jetzt ist er wieder ein bisschen raus. Also, er ist besser gewesen. Er hat natürlich eine Menge Holz rauszufahren, ne? Auf Krogi, das sollte man nicht verschweigen. Hier geht es eben um so 7 Zehntel. Er ist eine Sekunde davon entfernt. Ja, ja, ja.
das wird er wahrscheinlich im dritten Sektor jetzt nicht mehr rausfahren. Da müsste er jetzt eine absolute Sahneleistung hinlegen. Also, aber von der Uhr würde es reichen, jetzt noch eine allerletzte Runde, einen allerletzten Versuch zu starten. Keine Verbesserung in der Runde. Steffen wiederum fährt gegen sein eigenes Delta und verbessert sich möglicherweise. Hatte sich verbessert jetzt. Ja, ist sehr schnell gegangen. Wohl jetzt kommt es wieder besser raus. Und das wird jetzt eine knappe Kiste. Es wird wahrscheinlich, naja, es wird nicht mehr reichen, um noch für einen weiteren Versuch über Start und Ziel zu kommen. Das ist dann doch ein bisschen knapp. Ja, da waren auch zu viele Fehler jetzt drin. Nee, das wird nicht mehr reichen. Damit steht es an dieser Stelle fest. Steffen wird sich den dritten Platz sichern. Oder sollte ich mich zu früh gefreut haben? Ein ganz enges Höschen. Da kommt er noch. Okay. Er kommt. Nee, er kommt. Er kommt noch einmal rüber. Er kann noch einmal hier angreifen. Und das macht er auch. Er hat es offensichtlich gecheckt. Das war ja wirklich. Da habe ich mich aber sowas von verschätzt. Um mindestens eine Zehntelsekunde. Mindestens. Wahnsinn. Dafür ist ja auch der Computer da, um das mitzunehmen. Ich kann jetzt nach dem Grunde zu Ende fahren, anscheinend, das bringt mir, glaube ich, nicht. Ja, ich kann auch. Naja, das ist das wird ihm wahrscheinlich, gut, eine Sekunde Rückstand auf die eigene Zeit, das wird ihm wahrscheinlich. Ja, vertrotten zu Ende, nicht, dass du noch disqualifiziert wirst. Ja, auf jeden Fall. Parken ist ja wohl nicht so geil. Nee, parken sollte man nicht machen, mit Absicht. Ist gut, nee, dann ist Steffen jetzt nur noch im Management-Modus, fahr das in die Box. Und ja, ich Valentin ist durch, Florentin ist durch. Damit haben wir unser Klassement. Ja. Oh, eine 1-12, Krogi. Das ist schon krass. Ja, die war ganz gut. Ja. Also Krogis Runde war wirklich sensationell. Walle hat es nochmal geschafft, an Steffen vorbeizukommen. Aber auch Florentin, der viel Übungszeit hatte. Ihm ist es nicht gelungen, gegen Ede, der ja schon mit Spritmangel sozusagen liegen geblieben ist, da nochmal ranzukommen. Deutlicher Abstand. Fünfter Platz für Florentin, damit die beiden Ferrari abgeschlagen auf 5 und 6. Alle so wie so Busfahrer da sitzen. Ja, genau. So komplett null Formel-1-Pol. In unserem Kopf ist alles voll cool. Ja, voll. Inka? Tja, und da haben wir die Startaufstellung. Krogi ganz vorne, dann die gewohnten Red Bulls mit Valentin und Steffen. Der Mercedes von Ede auf Platz 4 und Florentin und Fabian auf 5 und 6. Moment. Ja, das wird eine spannende Kiste. Es ist gleich vorbei. Gleich geht es auch unmittelbar dann weiter mit dem Rennen zu entsprechendem Qualifying, was wir gesehen haben. Ich bin jetzt echt gespannt. Also ich hoffe. Einer der Red Bulls muss vorbei. Das, die dürfen Krogi nicht gewinnen lassen, sonst wird's mit Ede echt haarig. Ja. Und mit den Punkten, so wie sie jetzt sind, glaube ich, wäre das auch der Sieg entsprechend für Mercedes. Das würde an dieser Stelle reichen. Ich glaube, 1 und 4 für Mercedes. Ich habe es jetzt nicht in den Taschenrechner geistig gehackt. Also 1 und 6 könnte auch reichen sogar. 1 und 6 könnte auch reichen. Mhm. Did not finish ist natürlich auch möglich. Ja, es ist noch viel drin. Fabian ist auf der Strecke. Ja, und davon erhoffe ich mir jetzt mal was, aber auch mal wirklich ein bisschen Rennqualität, weil Ferrari sind in der Teamwertung natürlich gerade auf dem letzten Platz. Dabei soll es aber nicht bleiben. Sie sind jetzt mit 5 und 6 nicht gut aufgestellt im Grid. Jetzt geht's los. Die Ampel ist gleich aus und dann geht er los, der Start. Und dann schauen wir mal. Oh, Ede schlecht weggekommen. Ja, ganz schlecht weggekommen, leider. Beide Ferrari vorbei. Okay, die Red Bulls sprechen sich gerade ab. Krogi ist sehr gut weggekommen. Und Ede, mit Ede und dem Ferrari hinten. Da geht er. Und da hat sich ein Ferrari gedreht. Fabian als Retter ist wieder passiert. Bei mir auch. So ein Safety Car? Oh Gott, was ist passiert? Steffen ist ausgeschieden. Du machst eine Vollbremse. Ja, ich bin beschlagen davon. Delta, Safety Car. Ja, du kannst ja keine Vollbremsung machen. Ich bin, muss im Delta sein, Walle. Was ist denn da passiert? Valentin hat eine Strafe. Walle, ich muss in diesem Delta sein. Ich musste meinen Flügel, Flügel ist kaputt. Ich raff nicht so genau, was du meinst. Jetzt bist du ja wieder Vollgas davon. Nein, dieses Safety Car Delta hast du doch auch, oder nicht? Darf ich jetzt niemanden überholen? Nein. Weil Florentin würde sich anbieten. Darf niemand überholen. Aber er ist ganz nah. Ich weiß halt nicht, wie man das weiß. Aber was heißt das Delta? Also du darfst nicht zu schnell fahren. Und nicht zu langsam. Ja, das mache ich schon. Halte ich mich die ganze Zeit Delta schon an. Also jetzt bin ich zu schnell, muss bremsen. So. Habe ich jetzt, wo sehe ich, da, ob ich Schaden habe, Steffen? Und rechts hast du einen roten Ausdruck. Ich glaube, du hast Schaden. Ach, scheiße. Wir gucken gleich mal.
Aber dann müsste Krogi ja auch Schaden haben, oder gibt's keinen... Ich hab auch Schaden. Keinen Popo-Schaden. Was ist denn da passiert? Es war natürlich unglücklich, dass uns Fabian abgelenkt hat mit einem seiner weiteren Dreher. Vorne hat's richtig gekracht. Wenn ich's so interpretieren muss, wir sehen eine 5-Sekunden-Strafe bei Valentin. Das heißt, Valentin müsste eigentlich Steffen erwischt haben, weil Steffen ist komplett ausgeschieden. Sein Auto muss dann kaputt gewesen sein. Du meinst, Steffen hat sozusagen... Oder weil hat Steffen geräumt. Das wäre jetzt meine Schätzung. Und ja, das Safety Car normalerweise auf der Strecke, um dann... Alter! Ich bin für Neustart des Rennens. Ich wäre auch fast für einen Neustart des Rennens, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das machen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber der ist halt stehen geblieben schon wieder. Was ist denn da los? Der Krogi ist einfach komplett stehen geblieben. Leute, 5 Sekunden schnellste Runde, Krogi. Kann man das den Leuten anbieten, dass ein Neustart des Rennens passiert? Ich kann nichts mehr machen. Jetzt sind wir in der Neustart müsste da ja sein. Wir haben alles super gemacht. Ich wäre tatsächlich, wenn es möglich wäre, die Frage ist, ob man sozusagen pausieren und Neustart machen könnte. Kann man einmal zuschalten zu uns? Hört ihr uns da gerade beim Fahren, Leute, in einem Safety Car? Das ist ein Chaos gerade, ey. Sitzt Gregor im Safety Car? Ich bin hier, ja. Gregor Mailänder ist hier. Ja. Steffen, ja. Kann man das Rennen neu starten lassen? Weil das ist natürlich keine schöne Ausgangslage für ein Rennen für alle. Was? Weiß ich nicht. Die Session? Nee, kann ich nicht. Nein. Du kannst die Session nicht neu starten. Okay. Das wäre ja auch ehrlich gesagt ein bisschen... Aber das Safety Car fährt, glaube ich, gleich... Es geht weiter. Ja. Geht das weiter. Bring mich weiter. Nee, die Frage ist, aber warum hatte ich jetzt eine 5-Sekunden-Strafe, obwohl es nicht mein Fehler war? Anscheinend war es doch dein Fehler. Wir haben es leider nicht. Nein, was nicht? Wir konnten es leider nicht sehen. Wenn man eine Vollbremsung macht, das kann man bei Formel 1 nicht machen. Es war keine Vollbremsung. Doch, ich zeig's dir in der Wiederholung. Ich zeig's dir von meinem Cockpit. Aber was macht ihr? Warum ändern sich die Positionen? Ich weiß, ich meine, er ist einfach in die Box gefallen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Das passiert in diesem Spiel. Und das ist auch gar nicht das Dümmste. Okay. Wir sind richtig unter Boxenstopp. Wie kann ich das jetzt machen? Nein, alles gut. Die anderen mussten nur in die Box, weil die eine Strafe abfangen. Ach so. Und wir sind noch im Modus hier. Aber drei Sekunden und ich habe gerade 40 verloren. Die haben aber repariert. Ja, immerhin. Also ich kann immer noch nicht fahren. Nee. Das war alle nicht. Wegen dem Safety Car. Ich glaube, Safety Car sollte gleich reinfahren und dann... Okay. Ich hab dich rausgehauen, Steffen? Nee, ich hab mich selbst rausgehauen. Ah, okay. Ist alles gut, ich war... Ja, oder wir beenden alles nochmal und machen neu. Neue Sendung einfach. Okay. Wir fahren nur alle drei Strecken, sagst du? Ja. nur die letzte halt. Ja, wenn das möglich wäre. Nein, Leute. Wir wollen es nicht. Wir wollen in der zweiten Runde bloß Walle und nicht direkt am Anfang. Ich bin auch gerade rausgeflogen, Colin, im Qualifying. Ja, sie haben recht. Was geht ab? Okay, dann lassen wir die Fahrer doch mal beim Fahren. Okay, das wird jetzt eine spannende Kiste auf jeden hier. Das Safety Car geht gleich rein. Das wildeste Rennen aller Zeiten. Ja, wirklich. Wow. Ja, also ich hoffe, dass Walle tatsächlich Replay speichern kann. Das will ich mir echt gerne mal angucken, was da passiert ist. So, jetzt geht's ab. Gleich darf Krogi die Pace vorgeben. Das Safety Car ist noch nichts drin. Safety Car raus, jetzt kann man nichts machen. Ihr dürft nicht überholen. Das ist ein großer gelber Bike. Haltet an, aber vorher. So, Krogi gibt die Pace vor. Und jetzt geht's los. Florentin ist ganz dran und sobald er den Speed gibt, jetzt ist das Rennen wieder durch. Er zieht durch, jetzt ist wieder alles möglich. Eieieiei. Das war ja so dumm. Lecco mio. Ich bin an dir vorbeigezogen, du musst ein bisschen Platz machen dann. Krass, Walle, ey. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt auch pissed, das Rennen ist nicht so gut bisher gelaufen. Ja, Walle. Das ist bitter. Hier kannst du ja nichts für. Echt? Ja. Ich glaube, über dieses Rennen wird man noch lange reden müssen. In der Zukunft. Direkt in der ersten Kurve komplett zerhauen. Ein Safety Car über das erste Drittel fast des Rennens. Alle schreien sich gegenseitig an. Und
Flo und Tinis Zweiter. Weil du mich gerade angerempelt hast. Ja, das mehr zu verlieren als ich. Weniger Schreien erfahren. Aber du hast gesagt, Colin, so, wenn das Safety Car drin ist, liegt es am Führenden, dann das Rennen wieder freizugeben. Das hat Kroi gemacht, indem er dann Gas gegeben hat. Bis dahin ist noch Überholverbot. Ja, deswegen gibt es dann manchmal im echten Rennen auch dann Schlangen, die sich da alle so mit Meter Abstand versuchen, die durch viele Lenkbewegungen die Kurven auf Temperatur, um dann im richtigen Moment. Auch da ist Unfallgefahr da. Unterm Safety Car wird auch schon mal gecrashed, aber nicht so häufig wie hier bei dem Tag Team Tournament. Haben wir ja auch jetzt schon mal gesehen. Aber ja. Du bist irgendwie nicht mal auf meinen Ohren. So, Walle hatte gerade. Da kommt jetzt, kommt jetzt Walle ran. Walle hatte gerade schnellsten letzten Sektor gehabt. Das heißt also, er hat jetzt eigentlich ein gutes Gespür dafür, auch wenn Krogi natürlich vorne liegt, aber der ist nicht so weit vorne. Nee, also Krogi zieht nicht so davon, wie es schon mal passiert ist, ne? Ja. Und er verliert gegenüber. Jetzt hat Krogi irgendwas gemacht. Guck mal, 1,5, 1,4 Sekunden. Ist Krogi rausgerutscht? Es war kurz gelb in dem Sektor. Es kann sein, dass er es war letztendlich. Also das könnte ja echt noch mal spannend werden. Ich glaube, in der Safety-Car-Runde haben sie wenigstens Florentins Schilder wieder aufgestellt. Okay. DRS ist auch noch nicht freigegeben. Das heißt also, wenn, müsste jetzt mit eigenen Mitteln überholt werden. Na, das ist, aber genau das ist jetzt mal so ein Duell, ne? Das wollen wir. Was war das denn? War da ein riesen Pop-up hier. Ein riesen Pop-up oder hat er mal in den Rückspiegel geguckt? Scheiße, ey. Irgendwas, keine Ahnung. Das gibt's ja nicht. Was ist denn los in diesem Rennen? Aber jetzt ist der DRS-Aktivator. Oh Mann. Da scheint aber irgendein Schaden am Start zu sein. Ja, uff. Oh, und da kommt Ede. Ey, ist Ihnen eigentlich bei der Formel 1 schon mal aufgefallen, dass der Erste einen übelsten Vorteil hat? Also der hat ja auch nicht so jemanden, der vor ihm so rumgurkt. Walle, du musst auf jeden Fall noch in die Box. Ich sag dir Bescheid, wann. Ja, danke. Guck dir das mal an. Schau es dir an. Das hat Fabian zum Beispiel nicht gemacht, da als Support gedient für Florentin, als er raus war. Ja, es ist jetzt nicht verboten. Es ist einfach, du hast einen guten Renningenieur im Ohr oder jemanden, der sagt, sorry, ich hab keinen Dienst mehr. Also, jetzt müsste man sich natürlich überlegen, damit Red Bull das noch alles gewinnen kann. Kann Valentin irgendwie für das Ausscheiden von Krogi und von Ede sorgen und selbst das Rennen noch beenden? Also, so denkst du schon. Du denkst schon in wie kann man für ein Ausscheiden sorgen? Also alles an Fairness ist mit Steffen ausgeschieden. Und jetzt muss Valentin einmal schauen, bleibt er der nette Valentin oder wird er ein Gewinner? Ja, da hast du natürlich recht. Alles, was das Spiel erlaubt. Das sollte ihm Steffen jetzt auch mal aufs Ohr geben, da hast du vollkommen recht. Dass das wirklich alles erlaubt. Es ist das letzte Rennen hier heute Abend. Nee, vielleicht gesagt, mal die Ferraris bezahlen, nachdem das waren die McLarens, die Geld genommen haben, ne? Fahr mal in den einen oder anderen Mercedes rein, warte an der Mitte. Aber es steht ja dann da auch. Wenn ich in die muss, dann steht da ja Boxen. Deswegen, also, Walle ist nicht so weit weg, aber es ist schon so, Krogi kann sich langsam aber sicher ein bisschen absetzen, glaube ich, beziehungsweise da tut sich nicht wahnsinnig viel. Aber Ede hält den Abstand auch recht konstant, vor allem auch nach hinten. Aber der reicht doch vom Sprit, reicht es doch nicht. Also dadurch, okay, Florentin in der Box, der hat zu viel Schaden auch mitgenommen. Ja, es ist ungewohnt nach den letzten beiden Rennen, Ede so weit oben zu sehen, aber der muss jetzt auch mal dann halten. Ja. Und was man nicht vergessen darf, bei diesem Strafenboxen-Stop, ne, war ja auch kein Reifenwechsel dabei. Ja. Also da muss noch mal reingefahren werden. Deswegen, der Drops ist hier noch nicht gelutscht. Ja, mach ich gleich. Also Valentin hat grüne Sektoren, das heißt für sich persönlich schnellste Zeit bisher. Die schnellste Rennrunde hat er auch. Ja. Aber du siehst es auch, 2 Sekunden. Also er kommt jetzt schon wieder näher ran. Vorhin waren es knapp 3. Zum zweiten Mal schnellste Runde. In der letzten Runde, ja. Und das ist natürlich, das sieht auch Krogi, ne? Ja, wir kommen natürlich jetzt auch langsam wirklich zum Boxenstoppfenster. Das heißt also, vielleicht könnte ich hier tatsächlich wieder der Undercut greifen. Ich muss eh noch in die Box, hat Walle einen Ultra-Vorsprung, ne? Also der ist einfach schon richtig weit vorne. Ja, aber Walle war ja noch nicht an der Box. Mhm. Ja, aber jede Runde. Oder war Walle an der Box? Walle war vielleicht, ich hatte eine Strafe. Okay, es kann sein mit der Strafe, aber ich weiß nicht, was mit den Reifen da gewesen ist oder nicht. Ne?
So oder so, das war ja direkt am Anfang hinterm Safety Car. Irgendwann musste dann trotzdem gefühlt nochmal reinkommen von der Qualität der Reifen her. So. Und jetzt sieht er den Krogi auch. Es ist ja wirklich auf eine Sekunde ran. Also, und die Zunge geht raus. Ja? Die Valentinszunge. Frage, er ist jetzt zwar unter der Sekunde, aber du musst in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Messbereich unter dieser Sekunde sein. Genau, in dem Messbereich und kannst auch nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters dann auslösen. Ja. Aber es ist schon eindrucksvoll, wie offensichtlich entweder Krogis Reifen so abbauen, dass er es gerade wirklich nicht halten kann, oder weil er so viel besser wird. Ey, Valentin, also das wäre jetzt, wenn Steffen sich hätte im Rennen. Oh, und. Ja, er biegt in die Box ab und jetzt sind wir mal gespannt. Mach mal schnell zur Runde, sehr gut, Walle. Es kann natürlich das andere Beispiel dann stattfinden, der Overcut müsste es sein. Jetzt könnte dann Krogi entsprechend sich einen Zeitvorteil mit schnelleren Reifen vorausfahren. Ja, das ist der große Vorteil, dass diese Boxenstops eben unterm Safety Car nicht ganz so viel Zeit gekostet haben. Genau. Also mit den Mediums wieder auf der Strecke. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Krogi wieder so, nö, Ede, fahr du mal schön vor mir her, weil er muss jetzt natürlich an Ede vorbei. Hier geht's jetzt um den Platz. Ja, die Kommunikation wird jetzt entscheidend sein. Okay, die überhole ich gleich. Da ist sie. Ja, warte noch. Ich sehe dich im Rückspiegel. Ja. Jetzt? Ja, komm mal. Nicht gut genommen, Nico. Oh, ja, danke. Oh, überhaupt nicht. Ja, siehst du mal. Okay, hat gut Platz gemacht, aber auch Zeit verloren. Aber gut, da wäre keiner direkt in der Nähe gewesen. Also die Zeit ist der. Wie viel verliert man vor Fabian dahinter? Ja. Nee. Okay, also die Fahrer hatten es ja auch schon gesagt, mit den neuen Reifen jetzt hier erstmal in der ersten Runde Temperatur reinbringen. Und natürlich die Mediums haben eben nicht den gleichen Grip und die Geschwindigkeit wie die schnellen Reifen. Zumindest in den Runden, in denen sie funktionieren. Ja, das stimmt. Aber schaust dir trotzdem an, er kommt hier mit ordentlichen Schritten Richtung Walle. Also der kann es sich auch nicht mehr allzu lang überlegen, seinen Reifenwechsel zu machen. Ja. Der Abstand schmilzt. Und das ist natürlich genau dann der Riesennachteil. Da bringt ihm das dann nicht das lange raus. Draußen bleiben, wenn seine Zeiten so einbrechen. Ja, ja, du hast absolut recht. Eigentlich müsste Valentin jetzt mal für neue Reifen reinkommen. Ja. Jetzt wird es wirklich Zeit. Wie lange will er das noch rauszögern? Wenn es sich geht, dann fahren die Boxen. Ne? Ja, er verliert hier nämlich runter und runter. Mhm. Steffen sagt es ihm eben auch. Ja, das Spiel hätte ich vielleicht sogar noch. Du hast noch 17 Sekunden Vorsprung. Ja. Ich glaube, er fährt jetzt an die Box nach der Anmerkung. Das sollte er tun, ja. Das sollte er tun, weil das... So, gleich kommt der... Wo ist er gerade? Okay, gleich kann er reinfahren. Ja. Nicht verpassen die Einfahrt. Jetzt sollte er, ich glaube nicht, dass ihm das... Er hat sich verpasst, er ist nicht reingefahren. Ja, meinst du? Ich glaube, es bringt nichts. Ja, ne, irgendwie wirkt es viel zu viel slower gerade. Also ich gucke mal auf die Zeiten. Ja, aber das ist natürlich ein Vorteil. Die schnellste Runde kann ich nicht mehr kriegen, weil ich kein DRS jetzt natürlich habe. Du hast die schnellste Runde schon. Das hatte ich in der letzten Runde. Ich achte auf Krogi. Sehr gut, sehr gut. Ja, die schnellste Runde wird Krogi höchstwahrscheinlich nicht mehr. Nee, nicht mit den Mediums. Okay, ja, es stabilisiert sich jetzt gerade so in diesem Bereich, so zwischen 17,5 und 18. Aber. Also, solange er da noch ein bisschen was rausholen kann, je länger Krogi auf den Mediums fährt, die neueren Mediums von Walle, wenn er sie sich holt, wird natürlich auch eine Zeit lang besser funktionieren. Mhm. Hast du absolut recht. Also, aber jetzt langsam, also. Ja, unter 17 jetzt, klar, Fahrfehler werden dann häufiger, die Reifen werden schlechter. Und. Irgendwann musst du dir die Frage stellen, wie viel kannst du denn dann noch ausholen? Weil wie viel schlechter werden jetzt Krogis Reifen tatsächlich noch werden? Also ich würde ihm empfehlen, jetzt reinzufahren. Nee, die Reifen, ich glaube, ich fahre in die Box. Das ist, okay. Du verlierst gerade ein bisschen auf Krogi, aber auch nicht so super viel. Fahr in die Box, ist gleich sicherer. Ja, ja, weil wirklich, ich merke es richtig. Jede Kurve wird gefühlt schwerer und ich werde immer langsamer auch gefühlt. Wo ist dann sie jetzt hier? Dann fahr jetzt, ne? Sie gleich.
Ja, es ist nicht nur gefühlt. Ja, ja. Dafür gibt es denn normalerweise den Boxenfunk eben. Also jeder Fahrer hat einen Renningenieur, mit dem er stetig im Austausch ist und wo Taktiken dann besprochen werden. Ja, und jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt gerade bei Krogi. Krogi wird gleich, wir sehen da den blauen Punkt bei Start und Ziel. Das ist Boxenstopp. Walle, der fährt raus, er hat einen guten Stopp wohl, so habe ich das gerade interpretiert. Aber jetzt ist er an ihm vorbei. Gleich kommt da durch die Innenstrecke der Walle raus und wir werden sehen, was der Abstand in Sekunden dann bedeutet. Ja, aber er hat ein bisschen gezögert. Das muss man an dieser Stelle sagen. Es sind knapp 6 Sekunden Boxenstopp bereinigt. Herr Krogi hat einen starken ersten Sektor häufig. Der hatte gerade Purple im ersten Sektor gehabt, also auch mit den Mediums. Er verliert es ein bisschen später. Okay, jetzt diesmal nicht so stark der erste Sektor. Und jetzt wird das spannende Duell werden, denn Walle bringt jetzt die Reifen auf Temperatur. Er hat die frischeren gelben drauf. Die von Krogi haben ein paar Runden und so wie es aussieht, kann er das auch schon nutzbar machen, denn er ist mit ungefähr 5,5 Abstand gestartet und wenn das so weitergeht, momentan nimmt er ihm einiges ab er und nimmt jetzt ihm schon einiges Abstand ab. Auf unter 5 Sekunden. Schaust dir an, immer ein Zehntel hier, ein Zehntel da. Ja, das ist echt eine tolle konstante Leistung. Sehr herangetastet, ne? Weil eben vor seinem Stop war ich eine Sekunde dran, unter einer Sekunde, und jetzt ist er 5 weg. Du hast Slicks, er hat Mediums, du bist schneller. Okay, warum rot ist Slicks? Guter Punkt, guter Punkt. Ja. Heißt das, ist er mit Mediums gestartet vielleicht? Ja, das ist die Strecke übrigens richtig geil. Ich bin nicht sicher gerade. Wisst ihr das noch, liebe? Ich hätte nämlich auch gedacht, ja, Walle hat Soft nicht Medium, genau. Ja, das wundert mich. Wir hatten ja Walle schon geklärt, die müssen ja die 2 Reifenmischungen fahren. Das könnte in diesem Tohuwabohu am Anfang gewesen sein. Ja. Der Chat sagt auch, er hatte bisher nur Rot bisher. Also mal gucken, was das bedeutet. Ja, falls vielleicht ist es auch deaktiviert, aber ja, also das wäre ja irgendwie blöd. Ich hatte nach der Aussage jetzt gedacht, dass es aktiviert ist da, weil wenn es aktiv ist und wir keine andere Reifenmischung sehen, dann müsste eigentlich auch eine Zeitstrafe bei darauf kommen. Ich weiß gar nicht, wie sowas bestraft wird. Ist das nur eine Zeitstrafe? Aber es müsste ja nur eine ordentliche Zeitstrafe sein. Es müsste eine ordentliche sein. Ich glaube, es ist noch nie im echten Leben passiert, weil niemand so. Ja. Also das ist natürlich jetzt, das war ein bisschen blöd. Weil noch einen Boxenstopp machen, das kann er vergessen. Also das bringt ihm dann gar nichts, wenn er da gleich was aufgebrummt bekommt. Und in dem Kontext ergibt es keinen Sinn, dass die anderen alle mit M's dann fahren, mit Mediums, weil da hätten ja alle immer mit Softs dann ballern können. Aber auch Ede muss eben augenscheinlich noch mal rein und sich die Gelben aufziehen. Gerade ordentlich. Auch er, glaube ich, hatte nur Gelb bislang. Ey, das ist schön, aber mal zu hören, Ede hat Spaß. Dran, dem gefällt die Strecke sehr gut. Also er schreit nicht so viel, sagt ab und zu mal was Positives. Ich lese gerade im Chat, bei Nichtwechseln sei man disqualifiziert. Oh, das wäre natürlich eigentlich auch, was willst du denn da, eine 5-Sekunden-Strafe oder 20? Das wäre ja Quatsch, da könntest du ja strategisch damit arbeiten. Ja, okay, du hast recht. Ja, dann könntest du dann sagen, ich fahre immer nur mit schnellen Reifen. Übrigens, auf den Softs hat Valentin gerade noch mal eine schnellste Rennrunde geholt. Und ich lese gerade, Ede ist auf hart gestartet. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob man sich das hier auch noch anzeigen lassen kann. Das wäre natürlich sehr hilfreich so zum Kommentieren, wenn man es nicht mitschreibt. Ja, keine Ahnung, ob es da noch mal ein extra Menü gibt. Aber kann natürlich auch eine Taktik sein, wenn du lange auf hart fährst, wenn du hinten startest und nicht so weit vorne dann agieren musst, dann fährst du erstmal deine Runden und benutzt dann die Power der Softs am Ende. Ja. Aber jetzt stellt sich mir dann doch auch wirklich die Frage, ob Valentin bewusst ist, dass er hier möglicherweise auf eine Disqualifizierung zufährt. Bei allem Aufholen und aller Freude darüber. Weil mein Gefühl sagt mir, das ist nicht so. Walle ist mit Medium gestaltet. 3 Sekunden. Gelb, Rot, Rot wird gerade bestätigt. Okay, vielen Dank. Dann ist das offensichtlich alles sauber. Dann ist es wunderbar. Danke euch. Das hilft sehr, sehr weiter. Nächstes Mal schreiben wir es mal mit, ne? Das sollte man wirklich mitnotieren, damit man es weiß. Die Zuschauer können natürlich auch zurückspulen dann. Das ist nochmal das Hilfreiche. Innerhalb des Streams dann hier. Ja, dann wird's doch noch mal spannend. Es sind 3 Sekunden mittlerweile, nur noch. Aber natürlich, es überrunden jetzt. Hätten wir geklärt mit den Ghosts. Das ist sehr hilfreich. Aber gut, wir haben noch 3 Runden, die gefahren werden müssen. Eigentlich. Und Geist Florentin hält sich. Ja. Aber man muss auch, ihr seht es natürlich, ne? Florentin fährt ohne Ideallinie und ohne
Bremshilfen, ABS und alles. Benzin reicht nicht bei Walle. Wobei ABS müsst ihr drauf haben, ja. Der rutscht ja nicht so viel mehr. Aber deswegen, Krogi hat es da natürlich auch wirklich leichter, was diese Ideallinie und auch diese farblich markierte Bremszone, Gasgebzone angeht. Also 2 Sekunden sind es noch. Krogi hat konsequent rote Sektoren. Länger durchhalten als Wallis. Aber ansonsten wird's eng. Ja. Ja, Krogi hat jetzt committed. Der kann nicht nochmal reinkommen. Das wird sonst nichts. Nee, das ist Quatsch. Jetzt muss er wirklich gut fahren und hoffen, wie er sagt, die Roten bauen schneller ab. Nicht unbedingt für die Ehre, aber für den Pokal. Interessant, dass hier doch dann mal so Reifentaktik doch mal noch eine Rolle spielen würde. Also, ob das jetzt bewusst wird, war, sei mal dahingestellt. Aber das wird noch mal ein spannendes Finish geben hier. 1,5 Sekunden. Je mehr du vertrauter bist natürlich mit allen anderen Begebenheiten im Rennen, kannst du dich umso besser auf sowas wie eine Reifenstrategie konzentrieren. Und das kann dann eben den entscheidenden Ausschlag geben. Da ist er wieder, der Konzentrationsscheitel. So sehr gebremst, fuck. Aber 1,5 Sekunden, also trotz seiner dezenten Wut. That's not bad. Ja, seine Konzentration äußert sich eben in leichter Aggression. Ne? Richtig gut, Walle. Richtig. Ja, aber der ist gut gewesen. Nächste Runde ist der. Ja. Und der hat den sanften Steffen im Ohr. Und jetzt, ja, das DRS ist nicht weit weg. Oh ja, jetzt kommt er ran. Jetzt kommt er hier wunderbar. So, der auf der Start- und Zielgerade. Leider knapp am Detection Point vorbei. Ja, aber Windschatten-Action wird er vielleicht auch ein bisschen. Ja, guck dir das mal an. Also, okay, das vorletzte Runde. Das DRS sollte er hoffentlich gleich mitnehmen können. Okay, das wird jetzt nochmal eine gute Geschichte. Aber wie gesagt, auch Walle wird vielleicht schon spüren, dass seine Reifen ein wenig abbauen. Jetzt ist er erstmals unter einer Sekunde und zwar deutlich. Okay. So, der Detection Point ist noch ein bisschen hin. Muss noch ein paar Kurven fahren. Oh, guck dir das mal an. Der klebt da dran. Wie er die Kurve nehmen konnte, ne? Er klebt da dran. Jetzt muss es safe vorbeikommen, ohne beide abzuschießen. Jetzt cool bleiben, jetzt nicht hektisch werden, genau. So. Oh, nicht zu früh, zu viel wollen hier. Okay, aber jetzt, er sticht innen rein. Ja. Und versucht es jetzt außen? Wie er die Kurven nehmen kann, eng. Ja, hier würde ich es noch nicht machen. Hier wird das hart runtergebremst, jetzt nicht hinten reinkriegen. Wunderbar. Das ist Racing, wie wir es sehen wollen. Eine leichte Berührung zwischen den beiden. Aber kein Schaden, das sollte das überholen. Nein, jetzt noch nicht. Elegant rauskommen, er kann die Kurven wirklich enger fahren als Krogi. Das war zu viel gewollt. Komm, Krogi. Das DRS müsste noch laufen. Jetzt da ist es, da die ist letzte offen. Runde. Ja, das war nicht gut getimed. Es war nicht gut getimed, ja. Wenn es das Schadensmodell zulässt, küsse ruhig hinten die Reifen, ja. Walle. Pack die Nase volle Pulle rein. Man sieht auch wirklich, wie er die Kurven enger fahren kann als Krogi. Ne? Krogi wird immer weiter rausgetragen. Also, es ist super spannend. Jetzt hier. Oh, er ist vorbei! Walle ist vorbei! Wahnsinn! Das war ja was! Ist er vorbei? Ja. Jetzt müssen wir gucken, ob der Konter natürlich kommen kann. Jetzt klickt ihn Krogi hinten dran. Und Walle muss das nach Hause fahren. Ja. Also, das war natürlich ein brillantes Manöver. Eine kleine Schwäche ausgenutzt. Ja. Und Krogi ist immer noch im DRS. Also er kann doch was machen. Wir haben ein paar knifflige Kurven, gerade jetzt hier diese U-Kurve. Ja. Einmal in die letzte Steilkurve gleich rein. Und Valentin, ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ja, Krogi fährt in die Bande, das wirft ihn zurück. Das wird er höchstwahrscheinlich ein starkes Stück. Und Valentin ist auf der Start-Zielgerade. Er drückt durch und Valentin hat gewonnen. Valentin hat sich den Sieg geholt vor Krogi mit einem Überholmanöver in der letzten Runde. Unglaublich. Das war eine super Leistung. Und es ist natürlich umso bitterer, dass Steffen
Sehr gut. Es nicht geschafft hat, weil man muss kein Mathematikgenie oder ein Nostradamus sein, um zu wissen, das wird nicht dafür gereicht haben. Ja, Steffen, für Steffen wäre ein dritter Platz durchaus drin gewesen. Ja. Vielleicht sogar noch mehr, wenn er besser gefahren wäre. Und genau das ist, was sie gebraucht hätten, damit Red Bull nochmal diese kleinen wenigen extra Punkte bekommen kann. Ede, mach nochmal einen kleinen Ausritt, aber dem dritten Platz sollte er sich sichern können. Ja, das wird ihm nicht gefährlich werden an dieser Stelle. Dafür ist der Abstand zu groß. Florentin war, glaube ich, auch schon abgewunken an dieser Stelle. Und einmal drüber. Und damit haben wir das finale Klassement. Mann, Mann, Mann. Das war gerade in der ersten Kurve da, ne? Hat Spaß gemacht. Repeat, Alter, ja, repeat. Und traut sich quasi, das war's zu dem. Ja, ich dachte, ich könnte dann auch Kogi direkt schnappen. Ja, yeah. Genau, das ist ja auch das Geile, wenn du so eine frühe Überholung kriegst. Und da ist halt auch direkt das Kies und dann direkt links so die Ecke. Und ich bin vorher, meine Suspension da voll reingerannt. Okay, ja. Funktion Dritter. Ich hab's tatsächlich nicht so gut sehen können. Da bin ich immer gespannt, ob das auf irgendeiner Wiederholung oder sonst was drauf ist. Jetzt können wir mal fragen, ob die irgendwie einen Replay saven können, damit wir das angucken können. Oh, der ist auch richtig abgegangen. Deswegen war direkt. Okay. Alter. Alter, Walle, ey, was für ein Rennen. Walle war Wahnsinn. Walle, das war top. Ja. Ja. Hört ihr uns da drüben? Könnt ihr uns da drüben hören? Könnt ihr uns da drüben hören? Ja, Leute. Ja, Walle, kannst du einen Replay saven? Weil wir haben gar nicht mitbekommen, was das Tohuwabohu am Anfang gewesen ist. Das kann ich erklären. Vielleicht können wir es aber auch sehen. Ich guck mal. Es gab mal nicht so einen Button, aber es ist auch nicht mehr der Rede wert, weil vielleicht hatte ich auch Unrecht. Ja, check das gerne mal aus. Rangliste und Rennleitung. Atmet gerne ein bisschen durch. Wir werden gleich nochmal ein kleines Päuschen machen und kommen dann zu euch mit der Endwertung. Und werden dann einmal mit euch reden. Also, wir haben den Zwischenstand jetzt hier gesehen. Die Punkte werden gleich zusammengezählt von unserer Jury. Wir atmen kurz durch und sind gleich wieder für euch da. So, und dann sind wir wieder zurück. Im Hintergrund wurden schon die Punkte gezählt, aber ich glaube, die offizielle Verkündung wäre doch geil, wenn wir die Leute dazu geschaltet hätten. Das würde ich auch sagen. Das ist eine super Idee. Sie haben sich ein bisschen runtergekühlt. Die Stimmung war spannend. Wir haben drei Rennen gesehen. Sandford hat es entschieden. Wir haben einen Sieger gesehen. Wir reden gleich noch mal kurz darüber, was passiert ist. Aber natürlich als erstes wollen wir doch mal schauen, was die dritte Edition der Tag Team Challenge an Ergebnissen mit sich gebracht hat. Die Einzelwertung kennen wir doch. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht's denn in der Teamwertung aus? Und enges Ding. Ja, da ist es eng gewesen. Hat sich natürlich nicht wirklich geändert. Ferrari auf einem guten dritten Platz. Tolles letztes Rennen gemacht. Und da sind die Erstplatzierten, da sind sie natürlich. Mercedes. Dritter Champion, ey. Haben's echt gut gemacht, habt ihr beiden. Natürlich muss man sagen, maßgeblich auch davon profitiert, dass Steffen aus dem Rennen raus war. Denn was vielleicht möglich gewesen wäre, das hat Valentin gezeigt. Mhm. Und da müssen wir mal kurz drüber reden, Walle. Das war ja sensationell. Also Wahnsinn. Krogi und Walle, ihr habt euch da wirklich ein Rennen geliefert, die letzten Runden. Es hat unglaublich Spaß gemacht, zuzusehen. 18 Runden, ein Überholmanöver. Ey, Killer. Stimmt, ja, so war es am Ende. Killer. Von Anfang an ging das ja schon los. Hast du mega gemacht. Runde. Nerven bewahrt, super überholt, ey, ohne, dass es gefährlich wurde, dass wir irgendwie ausscheiden. Also wirklich richtig sauber. War top. Das kriegst du ja manchmal beim Überholen gar nicht so mit, also, ob man noch mit dem Reifen hinten streicht. Ich hab dich okay überholt am Ende. War top notch. Gelaufen, geil. Oh, das freut mich. Ey, ich weiß nicht, ich war so, ich bin ja ein großer Trickmania-Freund und das hat sich genauso angefühlt. Ich war in diesem Tunnel und ich wusste auch so, wenn jetzt, weiß ich nicht irgendwie Staub ins Auge fliegt, dann bin ich auch da drin, so. Ich weiß nicht, es war wie eine Zeitjagd, nur dass du die vorgegeben hast. Und ich würde sagen, ich hätte nicht so krasse Rundenzeiten auf dieser Strecke machen können im Qualifying, sondern es war tatsächlich auch, dass ich was jagen musste und dass ich dann am Ende DRS da dann natürlich durch die letzte Sekunde dann mega. Das war cool, das war so spannend auch. Hast du super gemacht. Ja. Es wirkte auch wirklich Krogi, als ob, wir haben ja einige Kurven aus Walles Perspektive gesehen, dass du gehetzt warst und deine Reifen nicht viel mehr zugelassen haben in dem Moment. Nee. Also eine Verteidigung war mit stumpfen Waffen. Also ja, absolut. Damit will ich aber nicht schmälern, was Walle gemacht hat. Das war nämlich mega krass. Aber tatsächlich, ich konnte mich nicht wirklich nach vorne arbeiten, weil ich bin ja mit Mediums gefahren und da ging
einfach gar nichts mehr. Ich hatte die Hoffnung zwischenzeitlich, dass Wallis softe Reifen vielleicht dann doch ein bisschen mehr Abrieb verlieren, dass die langsamer werden. Aber er hat einfach geballert. Bestzeit, noch ein Nöcher. Und davor hatte ich leider was mit dem Frontflügel. Und habe ich gedacht, Mensch, ist es jetzt doch so arg oder nicht? Aber es ist immer arg, wenn der Flügel was hat. Geh auf jeden Fall rein. Aber wie gesagt, das war einfach hammermäßig. Ich habe mich auch gerne jagen lassen. So, und habe immer die Uhrzeit die Zeiten im Blick gehabt und habe gedacht, ey, schaffst du es jetzt noch 4 Runden? Kannst du das mit 6 Sekunden noch halten? Aber Wall hat es einfach in der letzten Runde genau richtig Fotofinish-mäßig ausgenutzt und es war einfach geil. Also Chapeau. Ich glaube, aber hätte ich es in der Kurve nicht gemacht, ich hätte kaum eine andere Chance gesehen, wo man so gut vorbeiziehen kann wie da, weil du auch ein bisschen weit außen warst. Ja. Da habe ich meine Chance gesehen, du warst ein bisschen weit links. Muss aber sagen, ich nehme natürlich so ein bisschen zurück. Ich habe mich am Anfang dann doch sehr aufgeregt, diese Runde. war vielleicht auch, ich habe dich damit demoralisiert. Ich weiß, ich habe das vielleicht psychisch auch too much war. Aber ich muss auch sagen, da habe ich es auch noch geglaubt. Und wir haben die Wiederholung hier. Wir können sie gleich nochmal reingucken, ob das überhaupt true war oder nicht, was, worüber ich mich da aufgeregt habe. Dann, ja, lass uns doch mal checken, weil genau das, wir haben es hier leider mit den Umschnitten nicht mitbekommen. Ja, da sehen wir den Rennstart. Da haben wir den Start. Genau, sag gerne, Steffen, was da passiert ist. Also, ich möchte kurz anmerken. Es kann sein, dass ich kurzfristig auf der Seite der Strecke einen 5-Euro-Schein gesehen habe. Und mein Rennleiter saß mir dann im Ohr und hat gesagt, hey, nimm den mit, den brauchen wir für Reparaturen und so weiter. Und wir sehen es wahrscheinlich gleich. Hier nehme ich dann die Kurve, glaube ich. Also ich komme erstmal vorbei. Und dann nehme ich jetzt gleich die Kurve, aber ein bisschen zu groß. Weil dann kommt der 5-Euro-Schein gleich. Achtung. Ja, sieht man das jetzt überhaupt? Warte mal. Ich bin auf dem falschen Fahrer. Du bist auf dich hier. Aber das kann ich, glaube ich. Warte mal ganz kurz. Wir müssen kurz herausfinden, wie man das endet. Auf dich. Man hat gerade nur gehört, dass was passiert ist. Ich habe noch nie diese Wiederholung gemacht. Aber Dreieck. Erstmal kurz zurück. Ja, Dreieck ist nur Dings ausblenden. Ich gehe mal kurz auf Options. Erzähl vielleicht schon mal in der Theorie. Hier, guck mal. Ja, bleiben wir doch mal kurz. Ja, genau. Das sieht man ja dann. Genau, jetzt sieht man gleich, dass ich ausweiche, um den 5-Euro-Schein zu holen. Machen wir Play. Das geht jetzt. Jetzt hast du den Fotomodus. Da kannst du nicht. Den Fotomodus, ja. Warte mal, das war der falsche Button. Es gibt nichts anderes. Geh mal in die Verfolgerperspektive. Was ist denn sonst der Kameraumstellmodus? Mach mal, genau, mach doch mal. Kannst du nicht ich in so eine. Vierecks in die anderen. Ich würde gerne die Perspektive ändern. Oder vielleicht die Schalthebel mal gucken? Ich probiere gerade alles durch. Es kann sein, dass es tatsächlich nur auf 4 liegt, weil du es gespeichert hast. Oder? Ja, genau, vielleicht ist es so eine. Ja, aber das ist ja scheiße, weil jetzt. Also genau, jetzt sehen wir gleich. Irgendjemand. Also, irgendjemand hat die Barrikade links ein Stück reingeschoben. Ja, das war fies. Und da ist dann leider meine Aufhängung irgendwie unglücklich dran hängen geblieben. Guck mal, du hast rechts 3 Reifen und links 1. Das, glaube ich, kann nicht funktionieren. Nee, wir wollten das einmal ausprobieren und haben irgendwie gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert hat. Ja, was soll ich sagen? Also, das Problem ist wirklich. Ich muss tatsächlich sagen, ich lerne aus meinen Fehlern nicht. Das gleiche Problem wie eben bei den ersten beiden Runden ist. Ich irgendwie muss ich überholen. Ich komme dabei total aus meinem normalen Rennen raus. Merke dann, dass ich die Kurve nicht richtig kriege, bremse zu spät und dass ich dann wirklich diese Ecke so treffe, dass ich mein gesamter Frontflügel und meine Radaufhängung zerlegt, war einfach maximal unglücklich. Da hat auch niemand anders Schuld dran. Das war einfach komplett mein Fehler und ja, muss ich das nächste Mal besser machen. Und ansonsten hätten wir es vielleicht sogar noch geschafft mit der WM. Das hätte tatsächlich vielleicht auch klappen können. Wobei, meinst du nicht, dadurch, dass Eddie, also wäre in jedem Fall Dritter super geworden? Ja. Und du dann Dritter, ich Erster, es hätte trotzdem nichts geändert. Ich bin mir nicht sicher. Also, es hätte, wäre, glaube ich, je nachdem, wo ich gewesen wäre, wäre ich Dritter gewesen, hätte ich es, glaube ich, geschafft. Mit 4, glaube ich, nicht. Ja. Aber es wäre hart. Man kann viel darüber reden, es ist so nicht gelaufen, von daher. Ja. Nee, muss man auch sagen. Toller Sieg von Mercedes. Ja. Ja. Ich wäre im zweiten Rennen nicht rausgeflogen, hätten wir vielleicht auch nicht. Ja, deswegen. Ja, das ist ja klar. Das ist immer, da kann man jetzt viel Theorie spielen. Ja, aber Theorie und Praxis. Kommen wir doch mal zu euch. In der Theorie, liebes Team Ferrari, ist es ja eine schöne Sache, wirklich ohne Ideallinie, Bremsassistenten und alle möglichen Fahrhilfen zu fahren. In der Praxis hat euch das in diesem Wettbewerb, außer möglicherweise theoretischem Ruhm, ich guck mal in den Chat, ne, sehe ich gerade weniger. Chat, ich brauche mal ein paar Monkas Dias hier. Ist es dann nicht doch mal an der Zeit zu sagen, in einem Wettbewerb, wo die anderen es sich leichter machen, vielleicht darüber nachzudenken, mit den gleichen Waffen anzutreten, weil ihr fahrt, es ist, wie gesagt, es ist ehrenhaft, so zu fahren auf eine gewisse Art und Weise. Für den Wettbewerb natürlich so ein bisschen, ja, nicht wirklich konkurrenzfähig, was ihr heute gemacht habt. Colin, ich sag immer, das härteste Rennen fährt man gegen sich selbst. Und da möchte ich heute Abend auf der Pole Position starten. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir die klassische, traditionelle Ferrari-Steinofen-Atmosphäre hier auch ans Lenkrad bringen, mit traditionellen Werten, wo man wirklich noch stolz sein kann auf das, was man auf den Asphalt bringt. Ziel war nicht, hier das Rennen zu gewinnen, sondern den Rennsport zu leben
Und ich wünsche allen herzlichen Glückwunsch, die gewonnen haben. Es geht auch nicht darum, ist das jetzt ehrenhaft, besser, schlechter. Nichts davon ist relevant für uns. Wir spielen das einfach gerne, ja, weil wir gerne uns fühlen würden, als würden wir selber, ja, im Boliden sitzen. Und das ist uns wichtiger als jeder Rennerfolg. Und deswegen bin ich froh, hier teilgenommen zu haben und einen schönen Abend gehabt zu haben. Ja. Darum geht's. Dem kann ich mich nur anschließen, Colin, und ich möchte dir vielleicht auch noch einen weisen Tipp mit auf den Weg geben. Im Haus des Erfolgs ist der Warteraum das größte Zimmer. Oh, schön. Ja, also ganz klar. Gewinner, Ambition, Verlierer, Rennspannung. Aber ist okay. Ist okay. Können wir mitnehmen. Nein, es war super. Ede, du, ja, hast einen dritten Platz. Du hast so ein bisschen einsames Rennen gefahren, weil du halt von hinten nicht gefährdet warst, von den Ferrari, von vorne nicht so richtig rangekommen bist. Aber ich schließe daraus, dass es ein fehlerloses Rennen war für dich und du recht zufrieden bist. Ja, zu schlecht für die Spitze. Aber besser als die Leute mit ohne Hilfen. Das ist irgendwie so. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß natürlich, wem ich die dritte Trophäe zu verdanken habe. Das ist ganz klar. Aber es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht und es war super spannend. Und für mich persönlich war es trotzdem eine Herausforderung, einfach nicht Fehler zu machen, die mich aus dem Rennen kicken in irgendeiner Weise. Also einfach abzuliefern, darauf zu hoffen, dass Krogi die Punkte holt und ich im besten Fall uns nicht runterziehe. Das war so das Minimalziel. Aber ich bin auch schon auch ein bisschen enttäuscht, dass ich es irgendwie nie geschafft habe, konkurrenzfähig oben anzugreifen. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich habe, es war sehr frustrierend, immer die Zeiten von den anderen zu sehen. Im Qualifiern waren immer so eine Sekunde mal oder anderthalb Sekunden. Dann denkt man noch so, das klingt ja gar nicht so viel. Das können ja eigentlich nur Kleinigkeiten sein. Aber im Rennen haben sich dann waren die Abstände dann doch, ja, uneinholbar. Aber ich habe schon wieder Blut geleckt. Jetzt habe ich doch schon wieder Bock, ein bisschen geil, Mann, zu spielen. Ja, das macht Bock. Du hast doch Potenzial. Mach dich da nicht so klein. Einfach üben, dranbleiben, dann läuft das. Jetzt, wo ihr wieder ein bisschen mehr im Training seid, wir können natürlich noch nicht absehen, wann die nächste Runde ist. Allerdings, was wir bisher noch nicht gemacht haben im Tag Tournament, ist einen Stadtkurs nehmen. Hm. Ja, mit ganz engen Wänden, mit sehr wenig Auslaufzonen. Wär das etwas, was ihr euch jetzt in der Euphorie schon mal zutrauen würdet? Würdet ihr da schon mal eine Verpflichtung abgeben wollen? Also ich kann ja sagen, dass in der Vordiskussion kurz Las Vegas als dritte Strecke mit drin war, als eine der, finde ich, etwas einfacheren Stadtstrecken. Dann haben wir aber gesagt, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen Tomaten, haben dann Sandford reingenommen, die jetzt von den Nicht-Stadtstrecken schon eine der anspruchsvolleren ist. Und ich finde, das war schon ganz gut. Ich glaube, nächstes Mal geht es schon ein bisschen mehr, oder, Leute? Ja, muss. Ja. Ein bisschen eine muss. Nachts durchlassen. Oder Bahrain. Ja. Eine Sache muss ich dazu sagen, weil ich finde es ja so schwer, wenn man jemanden verfolgt, dieses rechtzeitige Bremsen, um ihm nicht die ganze Zeit drauf zu fahren in den Kurven. Und das hast du natürlich, wenn ein enges Feld in so einem Stadtkurs ist, eigentlich die ganze Zeit. Also das ist wirklich schwieriger, geht's kaum. Also, ja, ich würde die Herausforderung annehmen. Ich wäre gespannt. Hauptsache nicht bei Rhein. Ja. Rhein geht noch. Ganz kurz, bevor ihr jetzt gleich abmoderiert, möchte ich auch eine Sache zeigen. Denn dieser Wiederholungsmodus ist zwar blöd, aber ich möchte mich bei Krogi entschuldigen, weil ich habe ihm am Anfang vorgeworfen, merkt euch, dass ich ja gesagt habe, er hat eine Vollbremsung gemacht. Beim Safety Car. Und das ist direkt nach Steffens Crash. Da springen wir nochmal kurz rein. Also, den gab's nie. So, ich dachte, jetzt ziehe ich vorbei, weil ich hätte das noch nicht gelesen. Und fahre ihm voll drauf. Und da sieht man auch, ich verliere meinen Flügel. SC. Ja. Da sieht man ihn noch. Wie er fliegt. Ja. Und das hat mir aber am Ende recht viel gebracht, weil merkwürdigerweise, das haben wir alle nicht herausgefunden, ja, bin ich ja dreimal mit Slicks gefahren. Das heißt, weil du einen Schaden hattest, bist du während Safety Car automatisch in die Box gefahren. Wurde repariert. Und wir konnten das manuell gar nicht entscheiden, aber du wurdest automatisch repariert. Exakt. Und okay, ich hatte quasi einen Vorteil. Ja, und dadurch, dass du später noch reingefahren bist, die packen dir immer die Reifen drauf, die quasi im optimalsten sind, hast du nochmal die Slicks drauf bekommen. Genau. Und deswegen hatte ich dreimal Slicks und deswegen war ich tatsächlich auch schneller. Super. Muss ich fairerweise halt sagen, sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht so realistisch rankommen können. Naja, dann bedanke dich doch bei Steffen. Ja, stimmt. Sein Teammate, der hat sich geopfert. Also, hast du mal gewinnt. Guter Punkt. Du hast meine Reifen quasi hinterher, die wurden von der Strecke gekehrt und du hast sie dann draufgekriegt. Ja, genau. Nachdem mein alter Teammate, der gute Berti, jetzt ja von der DTM abgeworben wurde, muss ich sagen, mein neuer Teammate Steffen kann dieses Loch perfekt füllen. Vielen Dank, Walter. Du bist wirklich für mich da. Wir sind ein tolles Team. Ja. Team Waffen. So nämlich. Friendship ended with Berti. Now, Steffen is my best new friend. Walle, der Chat
spricht aber sehr häufig davon, dass du gelb am Anfang hattest. Bist du dir sicher mit dreimal rot? Weil wenn wir diese, die Regelung haben mit dem Wechseln der Gummis, dass du mindestens zwei Mischungen fahren musst, hättest du eigentlich disqualifiziert werden müssen. Stimmt. Also, oh, stimmt. Aber dann hattest du Medium Slick Slick, weil du bist auf jeden Fall, also du bist, ich weiß es zu 100.000%, dass du im Mittelbereich des Rennens auf Slicks das warst. Stimmt. Safe, auf Soft meine ich. Ja. Und dann nach dem Boxenstopp warst du wieder auf Soft. Genau. Ja. Es kann aber sein, dass er mit Medium gestartet ist, dann in der Safety-Car-Phase Soft drauf bekommen hat und dann nachher nochmal auf Soft gewechselt. Das darf er ja. Ja. Das wird's gewesen sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Glück gehabt. Es ist Magie. Glück im Unglück. Die Magie des Rennens. Ja, das soll ich noch sagen. Wird noch jahrelang analysiert werden. Ja. Wir freuen uns auf alle Artikel, Essays dazu. Das muss erstmal entschlüsselt werden. Ja, genau. Stimmt. Ja. Nee, lasst uns das jetzt ausdiskutieren, wo wir alle hier in diesen schweißigen Anzug sind. Geil. Ich will das jetzt wissen, welche Reifen du hattest. Medium, Soft, Soft, sagt der Chat. Und wer soll es sonst wissen? Ja. Ihr Lieben, es war super. Es war spannend. Es hat unglaublich Spaß gemacht, euch zuzuhören. Es war eine Ehre, ein weiteres Mal kommentieren zu dürfen. Und ich höre raus, ihr habt Blut geleckt und seid grundsätzlich absolut bereit, beziehungsweise meldet euch jetzt schon freiwillig für eine vierte Runde mit unserem kleinen Formel-1-Event. Und vielen Dank natürlich an euch, unsere fantastischen Kommentatoren, die hier mit dabei ganz tolle das Ganze auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Ich habe immer mal wieder reingehört. Danke. Ich habe nichts von euch gehört, aber es war fantastisch. Ich habe überhaupt nichts gehört von denen. Ja. Dankeschön. Richtig scheiße. Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt vollkommen recht mit allem. Ja, lasst uns einen schönen Moment. Wir nehmen einfach die Stimmung mit und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch die Stimmung mitnehmen wollt und sagt, boah, super, ich möchte gern mehr davon sehen, denkt an den RBSC, den Rocket Beans Supporters Club. Der macht solche Großveranstaltungen dieser Art möglich. Eine kleine Zuwendung von euch bedeutet uns viel. Ja, und hilft uns bei unserer täglichen Arbeit. Vielen Dank an euch da unten, vielen Dank in die Regie, die hier mit Bild- und Tonschnitt Fantastisches inszeniert hat. Wir hatten eine tolle Zeit, Gregor. Ja, danke dir. Macht immer wieder einen großen Spaß, danke dir. Ja, natürlich. Es war schön. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich, wenn ihr mögt. Ansonsten genießt das VOD nochmal, dann könnt ihr nochmal genau gucken, was war jetzt falsch, was war richtig. Wir freuen uns in den Kommentaren. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.